Das hohe Ziel der Erkenntnis, Aranada Upanishad von Omar al-Rashkitbi, herausgegeben von Helene Böhlau al-Rashkitbi 1912, Original von www.acroasis.octave.ch/al-Rashkit-al-Rashkit-ziel-erkenntnis.pdf, Hörbuch von www.youtube.com/consciousness2brain, alphabetische Zusammenstellung der in den Text unübersetzt aufgenommenen Sanskrit-Worte. Adhyaya, Lehrabschnitt Akasa, Erscheinung. Grundbedeutung der Wurzel Kas, 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 Licht, Schein. In Ableitungen und Zusammensetzungen. Erschauen, sichtbar werden, zutage treten, erscheinen. Derselbe Laut in derselben Bedeutung ist auch in slawischen Sprachen erhalten, Russisch. Bindestrich. Hierzu wolle man die philosophisch tiefe Bedeutung des Wortes erscheinen und in Betracht ziehen, wie solche sich in weit auseinanderliegenden Sprachstämmen vorfindet. Bindestrich, Svet, Russisch, bedeutet gleichzeitig Welt und Lichtschein? Ungarisch. Világ, Licht, Schein und Welt? Japanisch? Atsutuyo, Schein und Welt etymologisch. Erwachtes Leben. Stern danach wäre Akasa, Welterscheinung? Zu dieser Grundbedeutung kommt aber noch die weitere Raumzeitlichkeit hinzu. Diese ist in der vedischen Literatur in einer Reihe von Stellen nachweisbar, welche Stellen erst durch solche Duplizität der Bedeutung volle Klarheit erlangen. Siehe vor allem Brihadaranyaka Upanishad 3,8 und die Ausführungen im Upanishad. Dort spricht es Ü, Ajnavalkya, mit deutlichen Worten aus, dass Akasa Raum und Zeit bedeute und Maya, das heißt Schein, sei. Im Gegensatz zu raumzeitlicher Welterscheinung wird das Wesen der Welt als Anakasa im Raum zeitlos bezeichnet. Dazu hat sich die gleiche Doppelbedeutung des Wortes auch im Pali erhalten. Avakaso, gekürzt. Okaso, bezeichnet Raum und Zeit zugleich. Okasamkaroti heißt Platz schaffen, Zeit und Raum finden. An das Heraklitische. Körper ist die Zeit, sei hier erinnert. So viel an dieser Stelle um die Wiedergabe des Sanskritwortes Akasa auf dessen Grundbedeutung gestützt, nicht wie bisher üblich durch Weltraum oder Äther, wohl aber durch Erscheinung zeiträumlicher Welterscheinung Urbestand, Substantia, zu rechtfertigen. Vergleichen Risimhapurvatapani Aupanishad drittens Anführungszeichen. Darum soll man Akasa als den Weltkeim wissen. Sternaranada wäre etwa durch Sturmesausklang wiederzugeben. Asthma hat die doppelte Bedeutung. Hammer und Amboss. Asmita, ich bin halt. Die Ichheit wird ein Wahn genannt, der uns an ein eigenes Sein glauben lässt, Sankhya Karika 24, 25. Atma, Seele, Etymol. Atem, das der Welt zugrunde liegende Wesen. Brahma in der Erscheinung. Die übliche Übersetzung. Das Selbst ist zu verwerfen, solange das Wort Selbstsucht im ethisch entgegengesetzten Sinne verwendet wird. Bhagavad Gita, das hohe Lied der Gottheit, Episode aus dem Mahabharata-Upanishad, die vom Erhabenen verkündete Geheimlehre. Bodhisattva, der erwacht Erkennende. Brahma, das dem Weltall zugrunde liegende Wesen Gottheit. Brahma, der Gott Brahma, das exoterisch zum Zwecke der Verehrung persönlich aufgefasste Brahma. Der Tag Brahma gleich Evolution der Erscheinungswelt. Buddha, Etymol. Der Erwachte. Buddhi, Erkenntnis. Etymol. Das Erwachen. Dvantva, Paarzustände, Gegensätze. Dvantva Vidya, die Lehre vom Gegensinn in der Erscheinung. Gita, das Lied. Siehe Bhagavad Gita. Himavat, Heimat des Schnees, ältere Form für Himalaya. Svara, der Herr, Gott. Kama, Liebe, Trieb, Begierde, griechisch. Die in der Upanishad festgehaltene Verdeutschung durch Verlangen rechtfertigt sich durch die vielsagende Bedeutung des deutschen Wortes, welches eine Unzulänglichkeit und aus dieser ein Langen nach nicht Langen ein daneben Langen und daraus wieder ein etwas zu sich haben wollen Verlangen nach Ergänzung. Karma, Tat und Taterfolg, Werk, Wirklichkeit. Gesetz der Wiedervergeltung, ausgleichende göttliche Gerechtigkeit. Mahatma, Großbeseelter, Etymol. Macht Atem. Maya, das Blendwerk der empirischen Realität. Maya gleich durch mich, also Maya Maya gleich durch mich, mit mir ist Maya. Manas, Verstand, Urteil. Nirvana, Seligkeit, erloschenes Verlangen. Om, feierliche Bejahung, ehrfurchtsvolle Anerkennung. Geistige Vertiefung anstrebender, heiliger Ausruf, mystische, das allumfassende Silbe. Prajapati,
Mythologische Personifikation der Schöpferkraft. Rishi, königlicher Weiser, Seher. Samsara im Gegensinn zu Nirvana. Kreislauf der Erscheinungswelt, das sinnliche Dasein. Savitar, der Erreger. Die Sonne. Upanishad, Geheimlehre, philosophischer Höhepunkt der Veden, esoterische Erkenntnis. Yavana, Ionia. Gemeint ist Aristoteles. Der Veda, Sammlung indischer heilig erachteter Schriften. Das theosophische Wissen, Gottes Weisheit. Stern. Die mit Sternchen markierten Abschnitte bei der Erklärung des Sanskritwortes Akasa sind der zweiten Auflage von 1917 entnommen. Es handelt sich hierbei um zusätzliche Begriffserklärungen des Wortes. Ansonsten ist die zweite Auflage identisch mit der ersten von 1912. Das hohe Ziel der Erkenntnisübersicht des Inhalts der Upanishad. I. Einleitung. Der Menschheit irdische Ziele. Prüfung des aufzunehmenden Schülers. Das Leid der Welt? Frage aller Fragen. Ungelöste Widersprüche. Der Weg zur Erkenntnis. 2. Ursprung. Erscheinung. Verkörperung der Welt. Akasa, zeiträumliches Dasein der Welt. Raum ist nicht in sich. Zeit ist nicht in sich. Raum und Zeit sind eins. Zeiträumliche Verkörperung ist im Ich. 3. Aus Ursprung der Welt. Verlangen, Karma, weltschöpferische Kraft des Verlangens. Wille im Ich ist Zeit. Unwille im Ich ist Raum. Ich-Entzwauung. Räumlich entgegenstehendes Verlangen. Ich-Zwiespalt. Zeitlich wechselndes Verlangen. Verlangen ist nicht in sich. Verlangen ist im Ich. 4. Aus Verlangen. Tat. Wirklichkeit der Welt, Karma, Ursache und Wirkung. Freiheit und Notwendigkeit. Tat und Duldung. Lust und Leid. Kein Gesetz dem Wissenden. Das Trinken der Vergeltung. Ausgleichende Gerechtigkeit der Gottheit. Alles Grauen dieser Welt ruht auf Lust. Alle Wirklichkeit dieser Welt ist im Ich. V. Aus Tat. Verstand und Urteil. Manas Urteil widerspricht sich im Raum. Urteil wechselt in der Zeit. Urteil hebt sich in sich selbst auf. Urteil ist nicht in sich. Urteil ist Willensausdruck. Es gibt kein Urteil. Urteil ist Ich. 6. Durch Erkenntnis. Erwachen aus der Erscheinung, Buddhi, das Verlangen der Welten. Sinneswahrnehmung, Maya. Neigung. Empfindung und Bewegung. Seele und Verkörperung. Das verlangende Ich ist Weltschöpfer. Die Welt denkt nur einen Gedanken. Das weltschaffende Wort. Das Problem der Vielheit. Die letzte Enttäuschung. Ichlose Erkenntnis. Dvantvavidya, die Lehre von der sich selbst aufhebenden Welt. Seiend nicht seiende Welten. Traum und Wirklichkeit sind Wesen Seins. Das Durchschauen der Welt. Bekehrung. Unio Mystica. Vollendung in Gottheit, Nirvana. Vorwort: Er, der dieses Werk geschrieben, ist gestorben vor der Herausgabe. Weil sein Werk der Niederschlag eines ganzen Lebens war, konnte es auch nicht beendet werden, bis dies Leben erfüllt wurde. Das Titelblatt, worauf ich in der Eigenschaft als Herausgeber genannt bin, fand sich im Manuskript so entworfen vor, wie es hier gedruckt ist. Es war schon vorbereitet in einer Zeit, als der Tod gar nicht nahe war. Andere sollten aussäen, was in seiner Seele gereift war. Dass mir die Aufgabe zufiel, ist selbstverständlich. Seine Lehre war Inhalt meines Lebens geworden. Ich hatte ihre helfenden und gestaltenden Kräfte an mir lebendig gefühlt. Wie von einem Strom ist meine Seele von diesem Werke getragen worden, aus Einheit durch die Vielheit der Erscheinungswelt mit ihrem Heimatsverlangen, wieder zurück zur Einheit. In diesem Werke heißt es, aus einer Quelle fließt. Sich eines anderen Seele nähern, sich von eines anderen Körper nähren. Darüber ist gesagt. Aus Verlangen und Nährung hat Brahma diese Welt gebildet. Darum lebt alles dieser Welt durch Nährung, durch Einverleibung, durch Aneignung. Darum lebt alles sich durch ein anderes und lebt kein Ich ohne Nicht-Ich, und lebt alles sich durch Nicht-Ich, seelisch und sinnlich. Also beschränkt sucht ich und Beschränktheit, also unvollständig sucht ich Vollständigkeit, also unvollkommen sucht ich Vollkommenheit, also verstoßen, sucht ich nach dem verlorenen Paradiese, also einsam schreit ich um Hilfe. Es verlangt nach Allumfassen, nach Alleinheit, nach Vollendung, nach Nirvana. Tief wurde meine Seele von den Bildern des Verlangens dieser Welt bewegt. Zu höchstem Einklang sah ich das irrende gequälte Verlangen, dieser in Qual und Lust erbebenden Erscheinungswelt sich vor meinen Augen verwandeln. Eine Erlösung sondergleichen, von der Natur selbst vollzogen. Trost und Ruhe stieg aus diesem Werke auf.
Kein Wort traf meine Seele, das übersinnlich zu werden trachtete, aber ein gewaltiger Strom nahm die heimatlose Seele auf und trug sie unaufhaltsam einem unaussprechlichen Ziele zu, vor dem jeder Gedanke und jedes Wort umkehrt. Mir schien dieses Werk wie eine Heimat und Zuflucht derer, die sich scheuen vor jedem Wort und jedem Bild, das sich ihrer Heimatsehnsucht erbarmen möchte. Mit natürlicher Notwendigkeit fühlte ich mich über das unstillbare Verlangen dieser Welt hinauswachsen, ohne Weltflucht, durch Weltvertiefung, durch Versenken in die Welt der Erscheinung und des Verlangens. Anziehung und Abstoßung ist Verlangen, brünstige Wünsche in brünstiges Gebet Liebe wie Hass. Niederste Gier ist Verlangen nach dem Höchsten. Nichts ist zu niedrig, um nicht das Höchste zu bergen. Welch erbarmungsvoller Gedanke! Von diesem Standpunkt aus, eine Heiligung sondergleichen der ganzen Natur. Ihre Geheimnisse und Schrecken, wandeln sich in uns zum Höchsten, wir brauchen der Natur nicht zu entfliehen. Wir sind geborgen. Die Welt zu Ende gedacht ist Erlösung. Das ist der Standpunkt, von dem es mir möglich war, alles, was diese Lehre mir bot, zu erfassen. Und wenn ich mich frage, was hat dem Werke, vor dem es in die Welt geht, so viel Macht gegeben auf jene Menschen, die ihm bereits nahe traten, so mag es wohl dies sein, auf das ich hier hindeute, und was einer der teuren Freunde, die mit dem Werke lebten, aussprach. Es wurde eine Heimat, ein Ruheplatz, wohin ich stets zurückkehren werde, wo ich mich hingehörig empfinde, es wurde mir ein ureigenster Besitz. Auch die Einheit dieses Werkes ist auf dem schweren Weg durch die Vielheit entstanden. Seine Kürze ist die Tat langer Jahre eines Lebens. Ich kenne den weiten Weg, ich durfte ihn mitgehen, der zurückgelegt werden musste, um solches Ineinandergreifen aller Teile zu schaffen, um solche einheitliche Zusammenfassung aus dem Ganzen herauswachsen zu lassen. Ich erlebte es mit, welch starke Verbindung schärfster Verstandestätigkeit mit den Kräften seelischen Schauens dazu gehört, um die schwierigsten Gedankengänge und ihre anfänglich unmöglich erscheinenden Ergebnisse zu solcher Einfachheit der Vorstellung, zu solcher Selbstverständlichkeit des Ausdrucks auszugestalten. Es war ein langsames Schaffen, aber ein sicheres Wachsen, immer aus dem Lebenszentrum, dem Ich-Punkt heraus. So entsteht ein Naturgebilde. Alles von der Natur Geschaffene stellt sich uns mit so sicherer Selbstverständlichkeit dar, dass wir nur schwer dazu gelangen, seine Bedingtheit aus unendlicher Zusammensetzung zu begreifen. Alles Vereinheitlichte und darum Einfache ist schwer zu ergründen. Das gilt auch für diese Schrift. Sie lesen zu können, das ist eine schwere Kunst und wenige werden sich dazu hinringen. Paracelsus sagt: Was unmöglich gesagt wird, was unverhoflich und gar verzweiflich ist, wird wunderlich wahr werden und soll sich niemand verwundern über den kurzen Weg und kurzen Begriff, denn das Viele ist die Quelle von vielem Irrtum. Wir lernten, dass sich dazu hinringen, durch ihn selbst. Er war uns der Pförtner, der uns das schwere Tor auftat. Durch ihn empfanden wir, wie wenig alle Worte sagen, selbst seine Worte, die nicht mehr nur Worte der Sprache sind, die zu tiefen Bildern fast unsagbarer Dinge wachsen. An der Bildung der Worte, der Entstehung der Sprache, waren, wie bei allem Schaffen, die höchsten Ahnungen lebendig mit am Werke. Diese ursprünglichen Ahnungen tiefster Wahrheiten scheinen gleichsam durch die viel gebrauchten Worte hindurch, wachen wieder auf, sprechen sich im Worte selber wieder aus, sobald die Sprache schöpferisch behandelt wird. Die kühnste Anwendung der Sprache deckt sich hier mit ihrem ursprünglich einfachsten Sinn. Es ist, als ob nicht ein einzelner Mensch spreche, sondern als ob der Geist der Sprache sein Wissen von sich selbst offenbarte. Der, der diese tief lebendige, wissende Sprache sprach, ging den Weg seines Werkes. Wortlos das Letzte ist dort das Schlusswort. Er hat auch davon uns noch ein Stück erfassen lassen durch seinen großen Tod. In Schweigen versank die Sinnenwelt, das Unaussprechliche leuchtete auf, das gesucht, in sich und in allen Dingen, lebenslang. Verklärt fühlte er es nahen. Dieses Buch ist seine Wegspur dorthin. Zu Ende der Weg? Erreicht das Ziel? Wortlos das Letzte. Für mich ist es eine Notwendigkeit, ebenso gewollt wie schmerzlich und doch freudig, den innig behüteten Besitz, der bisher nur still und verehrt nahestehenden dargeboten wurde, öffentlich hinauswirken zu lassen in die große, dieser Lehre so fremde Welt, damit sie die wenigen finde, denen sie ihre Leuchtkraft mitteilen soll, die ein inneres Recht auf sie haben. Solche wird sie finden? Ich weiß es, weil nicht ich allein die heilsame Klärung im Wirrsal des Lebens daraus empfing. Ein Kreis von Schülern und Verehrern hatte sich langsam um den zurückgezogenen Denker versammelt. Es lag mir nahe, Aussprüche der kleinen Gemeinde dem Werke mitzugeben, eine wärmende Hülle von Liebe, die sich bereits darum gebildet hatte.
scheint doch dies Werk auf den ersten Eindruck dem gegenwärtigen Leben so fern, als sei es aus dem Weltenraum auf die Erde gefallen? Denn was aus Sehnsuchtsglut, die nie am vergänglichen Genügen fand, geboren wurde, ist wie von der Unendlichkeit, die für uns nicht irdische Lebenwärme birgt, angehaucht. Ich tat es nicht und gab ihm nur meine große Liebe mit, die ihm durch ein Leben gehörte. Helene Böhler Al-Raskid B. Das hohe Ziel der Erkenntnis Aranada Upanishad I. Irdische Ziele Samsara, so lautet die Upanishad. Om. Auf das Geheiß des Verehrungswürdigen. Diese Unterweisung niedergeschrieben zu Stambul, im indischen Kloster auf Aksarai, begonnen am 15. Tag des Monats Rebiul Efl im Jahre 1300 und wir. Der Verehrungswürdige spricht. Frieden sei aller Erscheinung. Du hast, o Teurer, deinen Wissensweg fern von uns gesucht? Hast du, im Abendlande belehrt, des Wissens Ziel? Befriedigung erreicht. Welches Begehren führt dich hierher? Verehrungswürdiger. Suchst du weitere Gelehrsamkeit oder verlangt dich, aus Nichtigkeit hinaus, nach letzter Erkenntnis? Erfasse es wohl. Denn unermesslich ist, in allen Ewigkeiten und Unendlichkeiten unermesslich, was du, erkennend erringst. Verehrungswürdiger. Ein Schüler steht vor dir, das Holz zum Opfer in der Hand. Nun wohl. Was von den großen Fragen bewegt dich? Das Leid auf Erden, o Herr. Die Unabwendbarkeit des Verderbens, das Grauen und die Qualen der Geschöpfe. Woher ist der Ursprung des Übels in unserer Welt? Ursprung des Übels. Hast du, o Teurer, was du so nennst, wohl erfasst und vermöchtest mit klaren Worten zu antworten? Keine Antwort, Verehrungswürdiger. Hat dich, o Teurer, dein Lehrer über den Sinn der Frage belehrt? Verlangend war ich, o Herr. So hast du im Abendlande Wissen hierüber nicht erlangt? Wer von Lehrern dort gibt Antwort, letzte Erkenntnis, unwiderlegbar? Unzureichend, Verehrungswürdiger, ist alle menschliche Vernunft. Der Widersinn der Welt ist unüberwindlich, dem ist nicht also, o Sohn. Eines nur eines, ist unerkennbar. Verehrung sei dir, o Herr. Wie könnte sich selbst Widersprechendes bestehen? Wie könnte Unerreichbares dem Wissen erreichbar werden? Fließt Übel und Böses aus der Gottheit, so ist es von der Gottheit gewollt. Will Gottheit Böses, so ist Gottheit böse. Wächst aber das Böse nicht aus der Gottheit, so ist es von der Gottheit nicht gewollt und ist dennoch, so ist Gottheit in sich in zwei Gottheiten, die sich bekämpfen, widersprechen, aufheben. Der Widersinn ist unlöslich, dem ist nicht also, o Teurer. Null Herr. Woher ist Übel und Böses in der Welt? Warum ist Leiden und Tod? Wenn es eine Antwort auf diese Fragen gäbe, so würden die Wissenden von ihrer Wahrheit erfüllt sein. Der Veda würde sie uns lehren, Digita, Ö, Ajnavalkya, der Buddha, Padarayana, Shankaracharya, Laute, Litte, die großen Lehrer des Abendlandes. Dennoch ist es nicht also, o Teurer. Dennoch ist es nicht also. Diese Fragen sind ungelöstes Geheimnis. Es gibt uns Menschen keine Antwort. Dies entgegne ich dir in Ehrfurcht, o Herr. Wenn aber dem nicht so ist, so wolle der Erleuchtete mich hierüber wahrhaft belehren. Eines, o Teurer, ist unerkennbar nur eines. Und Schweigen ist Antwort. Diese deine Fragen jedoch sind durchsichtig, tragen die Antwort in sich. Würdige mich der Belehrung, o Herr. Nahe liegt die Antwort, leicht ist die Antwort auszusprechen, mit wenigen Worten ist die Antwort auszusprechen weit der Weg, mühevoll der Weg zur Erkenntnis. Weise mir den Weg, o Mächtiger. Lass die Erkenntnis überströmen auf mich, deinen Schüler, der ich in Demut deine Knie umfasse. Wohlan. Es sei. Tritt näher, fasse meine Hand. Gebiete deinem Herzen Ruhe und ruhe den Gedanken. Möge uns die Stunde günstig sein. Möge der Geist der Upanishaden uns leuchten. Fern von hier, in unserer aller Heimat ruht das Feuer unter der Asche des Herdes. Der Mörser tönt nicht mehr unter den Händen arbeitsfreudiger Mädchen. Der Lärm des Tages schweigt. Aufgestiegen zum wolkenlosen Himmel ist der Opferrauch und heilige Elefanten künden die Nacht. Indessen von denen da draußen, die sich Menschen nennen, der eine, gedankenlos wie ein Tier, sich dem Schlafe überlässt und im Traume weiter nach zerrinnenden Freuden jagt, indessen andere, unfähig sich der Betäubung des Lebens zu entreißen, nichtige Reden führen, verächtliche Künste bestaunen oder übersättigt und nie befriedigt in Weibesarmen ruhen, ist uns die Stunde gekommen, nach dem hohen Ziel des Menschen zu forschen. Wohlan, o Schüler, wiederhole deine Frage. Verehrung sei dir, o Fürst.
Ursprung des Bösen, Ursprung von Selbstsucht und Zwietracht, Ursprung des Unheils dieser Welt, Quell alles Leides, Quell alles Widersinnes, alles Irrtums, aller Sünde dieser Welt, Frage aller Fragen, nie gelöste Rätsel. Wie ist sittliche Erkenntnis und Tat denkbar unter Herrschaft blinder Naturgesetze? Wie ist freie Willensentscheidung des Menschen vereinbar mit unabweisbarer Notwendigkeit alles Geschehens? Wie ist der Gegensatz zu überbrücken zwischen Empfindung und Bewegung, Seele und Körper, Gott und Welt? Ich nehme meine Zuflucht zu dir, o mächtig Beseelter. Weise mir den Weg ans Ufer der Erkenntnis mir, dem Suchenden. Wohlan. Wisse dich aufgenommen, o Schüler. Schichte das Holz zum Opfer. Folge meinen Worten. Schweigend folge, du betrittst heiligen Weg. Folge mit offener Seele aus leicht verständlichem Beginn von Stufe zu Stufe festen Schrittes zum letzten Ziele, uns allen bestimmt. Ich offenbare der verhüllte Wahrheit uralt heiliges Wissen Upanishad. O Teurer! Seit dem Tage Brahma stürmt unser Wohnsitz, die Erde, unaufhaltsam durch den Weltraum. Der segenspendende, todbringende Sonnenstrahl, mit jedem Augenblick rastlos vorrückend, weckt die Scharen der Geschöpfe aus tiefem Schlaf zu kurzem Tagesbewusstsein. Sie erwachen unter dem Einfluss des Erregers Savitar und ihr erster klarer Antrieb ist, sich Nahrung zu verschaffen, um das Leben weiter zu fristen. Alsbald halten sie Ausschau nach einem schwächeren Genossen, um ihn zu berücken und zu fressen. Sie selbst haben es sich so ins Herz gelegt, andere zu vernichten, um sich zu erhalten. Zu solchem Ziele ist jede Verschmitztheit, jede Frechheit, jede List und Gewalt, jedes Unrecht erlaubt und geboten, und belohnt sich auf der Stelle. Jede Unentschlossenheit, jede Abschwächung des straffen, zielbewussten Willens, etwa aufkeimendes Mitleid, die leiseste bessere Regung, rächt sich unmittelbar. Der Fang ist vereitelt und Hunger die Strafe. Darum Verdruss, wenn die Beute entgeht, und Herzensfreude, wenn sie röchelnd am Boden liegt. Kein anderer Ausweg. Um zu leben erbarmungslos morden. Einst wirst du erkennen, aus welcher Tiefe solches fließt. So wird es ein gewohntes Handwerk, und seit Menschengedenken von Vater auf Sohn vererbt. Niemand weiß es anders, jedermann übt es unbedenklich aus, hält es lieb und wert, eignet sich willig die nötigen Kunstgriffe an und zieht dann, wohl ausgerüstet, tagtäglich nach lockender Beute aus. Sehr bald wird der Raubende den Unterschied gewahr zwischen dem leicht und dem schwer zu erlangenden Fraß, zwischen der sicheren und der gefährlichen Jagd, zwischen der wehrlosen und der wehrhaften Beute, und er lobt das eine und schilt das andere, betrachtet das eine mit Hass, das andere mit Liebe, nur sich im Auge. Was sich fressen lässt, gefällt ihm und er nennt es gut. Was sich nicht willig hergibt, was widersteht, was gar ihn selber angreift, missfällt ihm und er nennt es schlecht und böse. Fressend hält er das Tun für löblich und recht, doch selbst gefressen für unrecht und böse. Er trifft so nach sorgfältige Auswahl und vermeidet die Jagd auf seinesgleichen, ein Gedenk, dass solche Waffen führen wie er selbst. Der Kampf ist gefährlich, der Erfolg nicht sicher. Es ist geratener, Schwächere zu bekämpfen, dem gleich Wehrhaften möglichst aus dem Wege zu gehen. Es ist vorteilhafter, sich mit ihm zu vertragen, gute Nachbarschaft zu halten, Frieden und Freundschaft, wenn solcher Nachbar, von gleicher Gier nach gleichem Ziel beseelt, zur Erlangung des Fraßes mit behilflich ist. Notgedrungen verbindet er sich mit Gleichgesinnten, jagt und raubt gemeinsam mit ihnen, achtet auch das eingegangene Bündnis, solange es ihm dienlich scheint. Bei guter Gelegenheit jedoch kehrt er sich gegen seinen Bundesgenossen, entwendet dem Überraschten die Beute, wiederholt das bequeme Spiel so oft als tunlich und knechtet endlich den milderen oder minder schlauen Gefährten dauernd zu seinem Dienste. Sein böses Tun trägt ihm gute Früchte. Durch Bündnis oder Waffenstillstand nach außen leidlich gesichert, von Weib und Knecht im Jagen unterstützt, gewinnt er Zeit zur Überlegung. Er beginnt an den kommenden Tag zu denken und lernt allmählich sich die Nahrung für den Notfall zu sichern. Er gewöhnt sich sein Gebiet bedachtsam abzujagen. Er hegt und erhält sich den Bestand nach Möglichkeit für die Zeiten des Mangels. Er schont das tragende Weibchen, sorgt für den heranwachsenden Wurf und zähmt ihn, um ihn besser zur Hand zu haben. Was er nun ehrlich erworbenes Eigentum nennt, behütet er sorgsam und schützt es entschlossen gegen hungernde Mitbewerber, schützt seine Herden mit Gefahr seines Lebens gegen fremde Fresser zum Fraß für sich. So im Gefühle gesicherter Nahrung schaut er mit Befriedigung und Wohlgefallen auf die anwachsende Herde und liebt sie mit aufrichtiger Liebe. Erbarmungsloser Räuber und treuer Hirte. Beides wächst aus derselben Wurzel und wird nur mit anderen Namen genannt, nur Worte,
bloße Lautverschiedenheit. Solchem Tun und Treiben haben sich seine Glieder, seine Sinne, sein Hirn, seine Denkungsweise angepasst, er hat seine Gewohnheiten, seine Sitten, seine Gesetze danach gebildet. Er lässt sie sich nicht abstreiten, überwacht sie eifrig, hält, was er sein gutes Recht nennt, unentwegt aufrecht und erachtet es für heilig. Das Rauben und Morden ist allmählich in fest gehandhabte und streng eingehaltene Ordnung gebracht, und alle Welt fügt sich freudig dieser Ordnung. Was jedermann an sich selbst als grauenvoll empfindet, wird dem Nächsten gelassen angetan. Es wird kaltblütig und mit Muße gemordet und in sanften Formen gefressen. Es ist nicht mehr das sterbende Tier im letzten vergeblichen Widerstand, mit brechendem Auge, stöhnend, Blut übergossen, nein, es sind gesittet zubereitete Speisen und friedlich heitere Mahle. Es nimmt kein vernünftiger Anstoß daran. Der Schmausende weiß sich von niederer Begierde frei, von unantastbarer Redlichkeit, auf der Höhe der Gesittung, und das Tier, das sich als Herr der Schöpfung fühlt, nennt sich Erkenntnis in ferner Dämmerung Mensch, und seine Mitgeschöpfe, Nutzvieh. Nutzvieh sind ihm auch seine Weiber? Er hat sie gegen Mitbewerber unter Mühen erkämpft und hütet sie nicht ohne Not. Er überwacht sie, bürdet ihnen alle Mühen auf und missbraucht sie zu jedem Dienst. Er liebt sie, wie er seine Herden und seine Helfershelfer liebt. Er zankt und spielt wieder, fletscht die Zähne und liebkost, schmeichelt und lässt sich schmeicheln, liebt und verachtet, je nach Lust. Und das Weib fühlt sich Mutter, sie gebiert und sieht im Kinde sich selbst. Sie überschüttet den hilflosen Wurf mit der Liebe zu sich selbst, mit verschwenderischer, hingebender Liebe jederzeit bereit, für ihr eigen Fleisch und Blut sich aufzuopfern. Der Erzeuger folgt zögernd der Mutter. Pflegt, überwacht, erzieht die Brut, lernt sie mit Gefahr seines Lebens schützen, ja in freudig aufgenommenem Kampfe vergisst er sich selbst und opfert sich für sein Kind. Was selbstlose Liebe heißt, ist auch in ihm aufgegangen. Er hat sich, gleich der Mutter, in einem von ihm abgetrennten, einem fremden Wesen sich außer sich wiedererkannt, hat sich geopfert, um sich im Kinde zu erhalten, selbstlos aus Selbstsucht, wie aus der Gier, sich bequemen Fraß zu sichern, Liebe zur Herde floss, so fließt aus starrer Selbstsucht Aufopferung und Selbstlosigkeit. Es ist dasselbe Tun und wird nur mit einem anderen Namen benannt. Selbstsucht, zu Ende gedacht, ist Selbstlosigkeit. Dies ist einfach und erklärlich. Der du mich hörst, wiss es. Dies ist das Wunder aller Wunder, ist Quell und Ursprung, Geburt aller Gottheit, aller Welten, Geburt aller Welten, Vernichtung aller Welten, Samsara, Nirvana. Die Welt ist Selbstsucht, Selbstlosigkeit, unterliegt all überall und siegt unablässig, erlischt und flammt auf, vergeht und wächst, ist und ist nicht Nirvana in Samsara. So, o Teurer, können wir Menschen nachdenkend uns dieses vorstellen. Doch, wie ein Elefant, der den Stachel des Führers nicht fühlt, vom Wege abirrt und über das Ziel hinausläuft, so bin ich vom Gedanken abgewichen und habe mehr gesagt, als ich zunächst sagen wollte. Wie auch das Tun und Treiben der Menschen erscheine, welch hohe Bezeichnung es auch führe, welch heiligen Namen es auch trage, in diesem wirr verschlungenen Reigen ist nur ein Gedanke, nur ein Ziel. Das Leben, das eigene Leben. Ich. Ich, das sich aus dem Fleisch und Blut des Nächsten aufbaut, ich, das von der Vernichtung des Anderen lebt. Folgst du meinen Worten, o Teurer? Mit ganzer Seele. Du hast, o Herr, die Entstehung menschlicher Gefühle dargelegt, den Wechsel und Wandel der Gefühle, die Umkehr des Gedankens und die letzte Grundlage alles menschlichen Tuns. Wolle der Verehrungswürdige nunmehr auslegen, wie in dem Gesagten die Antwort auf unsere Fragen liegt? Ich lehre es dich, o Teurer, du aber verstehst mich nicht. Ich habe es ausgesprochen, du aber hast es nicht gehört. Wohlan denn. Da ich zunächst von der Quelle redete, aus der alles Tun fließt, ist dir nicht, o Teurer, der Gedanke aufgestiegen, dass es näher liege zu fragen, nicht wie das Böse, wohl aber wie das Gute in die Welt gekommen sei? Denn die Welt des Samsara ist durch Entzwang, ganz im Banne des Zwiespalts, Not und Leid erfüllt, ganz im Banne nimmer gestillten Verlangens, ganz im Banne ewig friedloser Tat, allen Qualen preisgegeben dem Tode. Wie in solcher Welt konnte der Gedanke des Guten entstehen? Indessen wie das Böse, oder wie das Gute in die Welt gekommen sei, beides sind müßige Fragen und die eine nicht besonnener als die andere. Leicht zu durchschauen sind die Fragen, offen liegt die Antwort, nahe Erkenntnis, weit der Weg. Aus dem Dickicht aber witziger Torheit will ich dir den Elefantensteg treten,
dich hinauszuführen zu sonnenklarer Einsicht. Wie wenn einer im pfadlosen Urwald irrend, vergeblich den rettenden Ausweg sucht und bei sinkender Nacht, zu Tode erschöpft und jedwede Hoffnung bar, sich zum Sterben zu Boden wirft, und erwacht am hellen Tage und erkennt die Umgebung und sieht sich nahe seiner Heimat, so erwachst du im Lichte der Erkenntnis und siehst dich nahe dem urewigen Ziel. Ich führe dich aus blindem Wahn zu Erkenntnis, aus Todesgrauen zu Seligkeit, aus Verlangen zu Erfüllung und leuchten möge uns das Licht des Veda, das Licht des Veda. So lautet in Aranada Upanishad die Prüfung, nunmehr die Unterweisung. Akasa, dieser atmenden Welterscheinung. 2. Verkörperung der Welt Akasa, o Teurer. Zu dem, was ich dir zu sagen gedenke, behalte vor Augen. Alle große Wahrheit ist gedacht, verkündet alles große Wissen. Uns bleibt uralter Weisheit nachzuleben. Beachte wohl. Erkenntnis offenbart sich wortlos. Die Upanishad, um gehört zu werden, muss in Worten reden. Lass dein Verständnis nicht an Worten haften. Worte sind Hindernis der Erkenntnis. Denke und erfasse über Worte hinaus. Ehe wir zur Höhe ansteigen, gehen wir im Tal den betretenen Pfad Glaube nicht zu schauen, ehe du dich dem Gipfel näherst. Wähne nicht zu erkennen, ehe du den tiefinnersten Gedanken der Upanishad in dich aufgenommen hast, erwachen aus der Erscheinung. Also ist die erste Unterweisung. Akasa. Aller Welten Ziel. Das dieser atmenden Welt zeiträumliche Erscheinung. Stelle dir vor, o Teurer, es umfasse die enge Klause, in der wir weilen, die ganze Welt, und es sei kein empfindendes Wesen darin? Was wäre auszusagen? Nichts. Ohne Empfindung kein Urteil. Du betrittst den Raum und aus dem Nichts schafft sich Erscheinung, Bewegung und Gestaltung. Körper, Eigenschaften, Kräfte, Wirkung, Entfaltung, Leben in endloser Fülle und endlosem Wechsel. Aus deiner Empfindung die Welt. Alsbald erscheint dir dieser Raum groß oder klein, hoch oder niedrig, hell oder dunkel, heiß oder kühl, schön oder hässlich oder in irgendeiner Beziehung deinen Sinnen erwünscht oder unerwünscht, und zwischen diesen Gegensätzen alle Abstufung deiner Empfindung. Den Boden, auf dem du stehst, fühlst du unter dir, die Decke siehst du über dir. Die Pforte, durch die du eingetreten bist, ist hinter dir. Vor dir, weiten Ausblick gewährend, der offene Bogen. Diese geschlossene Wand hier ist zur linken, jenes die rechte Seite des Raumes. Dies sind Bezeichnungen, Urteile, die unbestreitbar scheinen, dennoch, sobald jemand dir gegenübertritt, behauptet er, die Seite, die du mit rechts bezeichnest, sei die linke, und nennt die Wand, die du links nennst, die rechte. Beide Urteile können nicht zutreffend sein. Sie widersprechen sich, sind Gegensätze, die einander ausschließen, zu nichts aufheben. Hier geschieht das Wunder, dass eines mit einer bestimmten Bezeichnung und gleichzeitig mit dem Gegenteile dieser Bezeichnung belegt wird. Wer von den Urteilenden hat Recht? Keiner oder, wenn du willst, beide. Die Wand ist beides. Rechts und links, also auch keines von beiden, weder rechts noch links. Keine Lösung, auch wenn etwa der Gegenüberstehende zu dir herübertrete und nun, in gleicher Stellung wie du, dir und deinem Urteil beistimmte. Gesetzt, es traten noch mehr zu dir, einsichtige Männer, gelehrte Brahmanen, solche, die sich für Wissende halten, und alle waren eines Urteils. Die bezeichnete Wand des Raumes sei die rechte. Wenn von allen zahllosen Wesen seit Zeiträumen ohne Zahl nie anders erkannt worden, wenn es ein ewiger Glaubenssatz der Menschheit wäre und hieße frevelhaft daran zu rühren, die Wand bleibt, was sie wahrhaft ist, weder das eine noch das andere, weder rechts noch links. Alle die, welche mit dir in der Benennung der Wand übereinstimmen, stehen mit dir auf gleichem Stand, vertreten deinen Standpunkt, sind deine Standesgenossen, nichts mehr. Wechselst du deinen Standort und trittst dir selbst gegenüber, so widersprichst du dem eigenen Urteil. Aus rechts ist links, aus links ist rechts geworden. Das Urteil ist in dir. An der Wand selbst haftet nicht ein Hauch von den Unterscheidungen rechts und links. Wie der Schatten eines vorüberfliegenden Vogels am Boden nicht haftet, so haftet nichts von diesen Unterscheidungen an der Wand, in keiner Gestalt, in keinem Sinne, weder offen noch verborgen, weder hier noch dort, weder heute noch je. Dies, wovon ich dir rede, ist selbstverständlich. Folge mir weiter. Stelle dir vor, o Teurer, der Raum, von dem wir reden, sei kreisförmig gezimmert. Du dürftest nicht mehr die ganze Wand, sondern nur eine Stelle der Wand, eine einzige körperlose, nur in Gedanken zufassende Linie mit rechts oder links bezeichnen, und diese Linie würde bei jeder Bewegung von dir,
vor- oder rückwärts schwankend, eine andere Stelle der Wand treffen. Sodann denkst du dir, dem Gedanken weiter folgend, den Raum, von dem wir reden, in den Hohlraum einer Kugel verwandelt und dein Stand sei im Mittelpunkt dieser Hohlkugel, so trifft die Bezeichnung rechts oder links je einen einzigen körperlosen, nur in Gedanken zufassenden Punkt, und jede leise Abweichung von diesem einen Punkt spielt schon in fremde Verhältnisse hinüber. Vorn, hinten, oben, unten. Jede deiner Bewegungen, jeder Atemzug, jeder Herzschlag lässt die Unterscheidungen rechts und links durcheinander schwirren wie die Farben auf einer Seifenblase, und du kannst, je nachdem du dich wendest oder beugst, willkürlich jeden Punkt der Hohlkugel mit gleichem Recht und mit gleichem Unrecht mit rechts und mit links bezeichnen. Die Gegensätze rechts und links haften an dir, sie bewegen sich mit dir, folgen dir, wenden sich mit dir. Sie stehen und gehen, sie entstehen und vergehen mit dir. Rechts und links ist da, wo du es willkürlich hin verlegst, überall nirgends. In deinem Herzen sind die Auseinandertretungen, deine eigene Schöpfung, die Unterscheidung rechts und links. Du überträgst eigene Schaffung, Eigenschaft aus dir hinaus, nichts mehr. An sich ist kein rechts und kein links, einzeln nicht und zusammengenommen nicht. Die Urteile heben sich gegenseitig auf, nichts bleibt in dir, allein sind die Unterscheidungen. Doch frage dich, o Teurer, wo bestünden in dir die Unterscheidungen, wenn du dir vorstellst, dass du dich in deinem eigenen Körper umzuwenden vermöchtest? Woran könnten die Merkmale rechts und links in dir haften, wenn du dich kugelförmig gestaltet vorstellst, oder wenn du dich formlos, körperlos denkst? Und endlich, von unserer Klause hier ging ich aus, stelle dir vor, dieses hier sei die ganze Welt und außer dir kein empfindendes Wesen darin und du selbst seist nicht verschwunden, sind dir in Rede stehenden Unterscheidungen, ausgelöscht, in nichts gesunken, sind nicht und waren nicht, Spiel deiner Seele, wesenlose Erscheinung. Du hast erkannt. Die Vorstellungen rechts und links sind nicht an sich, sind in Gegensätze zerfallene, an sich nichtige Unterscheidungen in dir? Von scheinbarer Verschiedenheit ununterschieden an sich? Von scheinbarer Bedeutung gewirkte Wirklichkeit dieser Welt nicht Wahrheit? Was von diesen Unterscheidungen in dir als Urteil, Gegenstandes erscheint, ist nur Kennzeichnung deines Standortes im Raum, dein Zustand zum Gegenstand, deine eigengewählte Haltung, dein beliebiges Verhalten, dein Verhältnis zu den Dingen im Raum, deine freiwillig eingenommene Stellung vor Stellung, willkürlich aus dir geschaffen, Ausdruck deines Willens, aus dir geboren, deine eigene Schöpfung du selbst. Und ferner desgleichen. Dem gefundenen Ergebnis in Betreff der gegenteiligen Unterscheidungen rechts und links schließen sich unmittelbar und in allen Stücken an die gegenteiligen Unterscheidungen vorn und hinten, oben und unten. Beim ersten flüchtigen Hinschauen zwar scheint es, als beharrten die Urteile oben und unten auch unabhängig von dir und deiner jeweiligen Stellung, als bliebe oben oben und unten unten, welche Lage du auch einnimmst. Stellst du dir aber vor, dass jemand, auf der Erdkugel stehend, mit erhobenem Arm den Ort am Himmel bezeichnen wollte, den er für oben hält, und dicht neben ihm stünde ein zweiter, dasselbe tuend, so weichen die von ihnen als oben bezeichneten Punkte schon voneinander ab und in unendlicher Entfernung stehen sie unendlich weit auseinander. Trüge nun jeder Fleck der Erdkugel solche nach oben weisende, jeder von ihnen vermöchte nur sein Oben, nicht das Oben zu weisen und desgleichen jeder von ihnen nur sein Unten, nicht das Unten, und das Urteil eines jeden widerspreche dem Urteil aller übrigen, und jeder Punkt des Himmels trüge mit gleichem Recht und mit gleichem Unrecht die Bezeichnung Oben und die Bezeichnung Unten. In deinem Herzen sind die Auseinandertretungen, deine eigene Schöpfung die Unterscheidung. Oben und Unten. Oben und Unten ist da, wo du es willkürlich hin verlegst, oben und unten ist das, was du willkürlich so nennst. Was hier oben ist, ist dort unten. Was jetzt unten ist, ist dann oben. Du wechselst deinen Standort nach Gefallen und deine Anschauung wechselt mit ihm. Oben ist unten, unten ist oben, die Urteile heben sich durch Gegenurteil auf, nichts bleibt. Ich sage dir nichts Neues, ich erinnere dich nur. Und ferner desgleichen alle verwandten Bezeichnungen, alle Richtung, Maß, bedeutungslos an sich? Aus dir, außer dir als Eigenschaft des Begrenzung, Verhältnis vorstellenden Urteile und alle übrigen auf Raum und Dinge im Raum übertragenen, wie rechts und links, wie vorn und hinten, wie oben und unten, in Gegenteile zerfallenden, aus dir geschaffenen, außer dir erscheinenden, an sich nichtigen Merkmale und Namen? Alles Maß ist in dir? Alles Verhältnis, Ausdruck deines Verhaltens? Aller Gegenstand in Beziehung zu deinem Willen oder Unwillen? Aller Gegensinn in dir selbst.
Räumliche Vorstellungen und Urteile erscheinen unsicher und schwankend, sie greifen ineinander über, verfließen ineinander, jede der Vorstellungen beginnt im Herzen der anderen, die Wahrnehmungen erscheinen gepaart, erscheinen eine die andere bedingend, sind nur durch gegenseitige Beziehung, sind nur durch Gegensatz zueinander von getrennten Standorten aus widersprechen sich die gegenteiligen Unterscheidungen, verneinen einander, heben einander zu nichts auf räumliche Verhältnisse sind nicht an sich, sind nur in dir, entsprechen in dir deinem gegenwärtigen Standort, deiner Gegenwart. Wechselst du deinen Standort, so wechselt mit deinem Gesichtspunkt deine Anschauung, die Urteile widersprechen sich auch in dir, verneinen sich gegenseitig auch in dir, heben sich auch in dir zu nichts auf räumliche Unterscheidung hat an sich, hat in dir keine Geltung, ist gleichgültig, gleich ungültig, bedeutungslos, leer, nichtig, in dir, an sich. Erscheinung nicht Wahrheit. Du erwächst. Raum an sich ist leer und bestimmungslos, wie vermöchten an leerem Raum räumliche Verhältnisse zu haften? Und du erkennst. Was dir in räumlicher Anschauung als Verschiedenheit erscheint, ist willkürliche, durch gegensätzlichen Standort in Gegensätze auseinanderspaltende, an sich nichtige Unterscheidung in dir, aus dir gewirkt, auf dich wirkend, Wirkung und Wirklichkeit dieser Welt, nicht Wahrheit. Was von solchen Unterscheidungen in dir als Urteil außer dir als Eigenschaft der Dinge erscheint, ist Ausfluss deiner Eigenheit, Abbild deiner Selbst? Ist dein Verhalten und Verhältnis zu den Dingen, dein Stand und Verstand, dein Zustand zum Gegenstand? Kennzeichnung deiner Stellung zum gegenständlich aufgefassten Gedanken, deine Vorstellung? Ist Auslegung deines Innenlebens, Entgegnung deines Empfindens, sinnliche Antwort seelischer Bewegung, Widerschein der von dir beliebten Wertung, Ausdruck deiner freiwilligen Teilnahme, deiner willkürlichen Auffassung, deiner Wahlverwandtschaft, deiner wechselnden Neigung und Gesinnung, ist dein Atem in Lust und Unlust, in Liebe und Hass? Ist Ausdruck deines wechselnden Verlangens, deiner Willkür Inhalt deiner Seele, aus dir gezeugte Überzeugung, deine eigene Schöpfung du selbst? Solches hast du klar erkannt, daran halte fest, unverbrüchlich. Eigengeschaffenes legen wir den Dingen bei und nennen es der Dinge Eigenschaften. Ausgelöscht sind die Bedeutungen rechts und links, vorne und hinten, oben und unten, ausgelöscht alle dazwischenliegenden und alle verwandten, auf Raum bezüglichen, im Raum verwobenen Verhältnisse. Alles innen und außen, alles hier und dort, alle Nähe und Ferne, alle Weite und Enge, alle Größe, alle Lage und Richtung, Höhe, Tiefe, Breite, Länge, alle Teilung, alle Grenzen, alles Maß. Ausgelöscht alle auf Raum bezüglichen Wahrnehmungen und Anschauungen, alle seine Unterscheidungen, alle seine Bestimmung, Bezeichnung, Benennung, bloße Auffassung und Wertung, nur Unterstellung und Beilegung, nur Namen an sich nichts die sogenannten räumlichen Eigenschaften und Merkmale. Erscheinung, nicht Wahrheit. Ausgelöscht mit ausgelöschten Merkmalen ist der Raum selbst. Kein Raum außer Ich, kein Raum im Ich, kein Raum mit ausgelöschtem Ich. Ansicht, nicht Einsicht, Anschauung nicht Erkenntnis, eigengeschaffenes Trugbild, auf bloßer Vorstellung beruhend, aus dir gewirkte Wirklichkeit dieser Welt. Nicht ist Raum an sich nicht ist Raumwesen und Wahrheit. Solches hast du klar erkannt, von solcher Erkenntnis vermagst du ferner nicht mehr abzuweichen. Es sei denn, dass du über dieses hinaus zu tieferer Einsicht gelangst. Darum ist gesagt. Aus deiner Seele die Erscheinung. Raum. Es ist der Weltatem, den du, als sei er außer dir, spürst. Und gewiss. Gegensatz und Zwillingspaar ist Raum und Zeit. Wie kein Rechts ohne Links, kein Oben ohne Unten, so kein Raum ohne Zeit, keine Zeit ohne Raum. Wenn es in Wahrheit kein Hier und kein Dort gibt, so gibt es auch kein Hin und kein Her, kein Auf und kein Ab, kein Vor noch Zurück, weder Kommen noch Gehen, weder Steigen noch Fallen, kein Heben, kein Senken, kein Fluten, kein Ebben, kein Eilen, kein Zögern, keinen Stillstand, keinen Wechsel. Mit ausgelöschtem Raum ist Zeit ausgelöscht. Wie es keinen Raum an sich gibt, so gibt es an sich keine Zeit. Bei Erläuterung der Unterscheidung oben und unten schien es zunächst, als bestünden diese Erscheinungen auch unabhängig von dir. Beim ersten Hinschauen scheint es, als bestünde Zeit an sich und unabhängig von dir. Doch wie die Vorstellungen oben und unten beim Durchschauen in nichts versinken, so versinkt die Einbildung Zeit durch Erkenntnis in nichts. Wie dein Standort, den du im Raum einnimmst, bestimmt, was du mit den Worten oben oder unten, mit rechts oder links bezeichnest, so bestimmt dein Standort in der Zeit, dein Bestand, deine Anwesenheit, dein Dasein, deine Gegenwart,
was du als Vergangenheit und was du als Zukunft unterscheidest, und wie jenen Wahrnehmungen, so kommt auch diesen keine Wahrheit zu. Wie dein Standort im Raum die willkürliche Teilung eines Ganzen bestimmt, ein von dir gewählter Scheidepunkt, der dir das Recht zu geben scheint, gegensätzliche Verschiedenheit zu schaffen, so schafft dein Standort in der Zeit, dein Dasein, deine Gegenwart Unterscheidung in einem in sich ungeschiedenen Ganzen und macht dich in Gegenteile unterscheiden, was eines ist. Zeit an sich ist leer und bestimmungslos. Wie vermöchte ein leerer Zeit zeitliche Bestimmung und Unterscheidung zu haften? Nur von dir aus gibt es ein Rechts und Links, nur aus dir gewirkt und auf dich wirkend ist ein Oben und Unten, ein Vorher und Nachher, nur in dir ist und ist wirkend, was du Zeit nennst. Vergangenheit scheint vorbei, Zukunft scheint zu kommen. Der Tag scheint vorbei, die Nacht scheint zu kommen. Verschieden wie Tag und Nacht scheint Vergangenheit und Zukunft, unvereinbar, ewig voneinander getrennt. Seit dem Tage Brahma, o Teurer, sind auf unserem Wohnsitz, der Erde, die unterschiedenen Zeiten, die vergangenen und die kommenden, Tag und Nacht zu gleicher Zeit. Zu ein und derselben Zeit ist Morgen und Abend, Mittag und Mitternacht und jede Stunde des Tages und der Nacht, ewig gleichzeitig, zu ein und derselben Zeit. Ununterbrochen brennt auf der Erde Mittag, ununterbrochen kühlt Mitternacht und alle verschiedene Zeit zur selben Zeit. Eines ist, was getrennt erscheint. Der Tag, der vergangen scheint, ist noch. Die Nacht, die zu kommen scheint, ist schon. Es wird vergangene und zukünftige Zeit ununterbrochen in dir sind die Gegensätze. Jene heilige Savitar, die Sonne strahlt ewigen Tag. Und wie Sterne, vom Tage überleuchtet, den Sinnen nicht gegenwärtig sind, doch der Seele gegenwärtig so ist Vergangenheit und Zukunft, von Gegenwart überleuchtet, deinen Sinnen nicht gegenwärtig, doch gegenwärtig deiner Seele. Vergangenheit war einst deine Gegenwart, Zukunft wird einst deine Gegenwart. Was Vergangenheit ist, war einst deiner Gegenwart Zukunft. Was Zukunft ist, wird einst deiner Gegenwart Vergangenheit, ich, Gegenwart beharrt in Vergangenheit und Zukunft. Wie du, dich selber täuschend, den Raum vor dir vom Raume hinter dir unterscheidest, so unterscheidest du, dich selber täuschend, Zeit vor dir von Zeit nach dir. Wende dich in dir, und Vergangenheit wird Zukunft und Zukunft wird Vergangenheit. Dass du die Zukunft schaust, ist nicht wunderbarer, als dass du dich der Vergangenheit erinnerst. Du erinnerst dich der Zukunft, wie du dich der Vergangenheit erinnerst, und Zukunft und Vergangenheit ist ewige Gegenwart. Erinnerung ist Verklärung, Beseligung von Raum und Zeit. Vergangenheit an sich ist nicht Zeit, denn Vergangenheit war, ist also nicht, ist nur Erinnerung an Zeit, Denktätigkeit, nichts mehr. Zukunft an sich ist nicht Zeit, denn Zukunft wird erst, ist also nicht, ist nur Erwartung von Zeit, ein Gedankenbild, nur in Beziehung auf das, was wir Zeit nennen, nicht Zeit selbst. Hab einen Hungrigen sättigt nicht die Erinnerung an frühere Sättigung und nicht Hoffnung auf spätere Sättigung. Weder Hoffnung auf Nahrung noch Erinnerung an Nahrung ist Nahrung. Weder Erinnerung an Zeit noch Erwartung von Zeit ist Zeit. Wenn Zeit wäre, so könnte nur Gegenwart Zeit sein. Gegenwart jedoch ist nur Standort des Ich, nur Anwesenheit, nur Gegenwärtigkeit des Ich, nur die Scheide zwischen dem, was ich Vergangenheit und dem, was ich Zukunft nennt. Eine nur in Gedanken zufassende Scheide, ohne Ausdehnung, nur ein Berührungspunkt von Gedanken und selbst nur Gedanke in der Ich-Gegenwart, nichts mehr. Keine Zeit vor deiner Gegenwart, keine Zeit nach deiner Gegenwart, keine Zeit ohne deine Gegenwart. Deine Gegenwart ist Zeitewigkeit. Wie Zeit je nach deiner Empfindung stille steht oder flieht, wie du in einheitlicher Zeit gute und schlechte Zeiten unterscheidest, wie du Erwartung und Erinnerung in dir schaffst, so schaffst du Zeit in dir. Du erkennst, was dir als Vorgang in der Zeit, als Beharren oder Wechsel, als Dauer oder Änderung erscheint, ist nicht an sich, ist willkürliche, von deiner Gegenwart aus in Gegenteile auseinanderspaltende, an sich nichtige Unterscheidung in dir, was von solchen Unterscheidungen in dir als zeitliches Urteil außer dir als zeitliche Eigenschaft der Dinge erscheint, ist Inhalt deiner Seele, Ausdruck des Verlangens in dir, Abbild deiner selbst, Kennzeichnung deiner Gegenwart zum Gegenstand, Kennzeichnung deiner Auffassung und Wertung, Wiedergabe deiner wechselnden Gesinnung, dein Atem in Lust und Unlust, willig-unwillige Auffassung in dir gezeugte Einbildung, deine eigene Schöpfung du selbst. Keine Zeit vor dir, keine Zeit nach dir, keine Zeit ohne dich. Solches hast du klar erkannt. Eigengeschaffenes legen wir den Dingen bei und nennen es der Dinge Eigenschaften.
Stern ausgelöscht sind die in Rede stehenden Wahrnehmungen, nur verschiedene Benennung die erscheinende Verschiedenheit. Wie die Unterscheidungen rechts und links, wie oben und unten, nur Namen, an sich nichts die Unterscheidungen Vergangenheit und Zukunft, bloße für Wahrnehmung, nicht Wahrheit. Ausgelöscht mit ihren Teilerscheinungen und gegenteiligen Merkmalen ist die Erscheinung Zeit selbst, Empfindung, Nichterkenntnis, eigengeschaffenes Trugbild, aus dir gewirkt, auf dich wirkend, Wirkung und Wirklichkeit dieser Welt. Nicht ist Zeit an sich, nicht ist Zeit Wesen und Wahrheit. Darum ist gesagt. Aus deiner Seele die Erscheinung. Zeit. Darum ist gesagt. Zeit ist scheinbare Wahrheit. Ich bin nicht in der Zeit, ich selbst bin Zeit. Es ist der Weltatem, den du, als sei er in dir, spürst. Ausgelöscht ist alle auf Raum, alle auf Zeit bezügliche Anschauung und Auffassung, alle auf Raum und Zeit bezügliche Wahrnehmung und Eigenschaft, alle Unterscheidungen, Verhältnisse, Merkmale, Bezeichnungen, Beziehungen, Beilegungen, Bedeutungen und alle übrigen auf Raum und Zeit ruhenden Empfindungen, Vorstellungen, Begriffe, Urteile, Namen, in nichts gesunken. Ausdehnung, Maß, Zahl, Teilbarkeit, Einheit und Vielheit, Folge und Folgerung, Anfang und Ende, Entstehen, Vergehen, Unendlichkeit, Ewigkeit müßige Fragen dem wissenden Ausdruck deiner Gegenwart zum gegenständlich aufgefassten Gedanken. Deine Empfindung und nach außen Verlegung, das ist Auslegung deines Innebefindens. Einbildung und Widerspiegelung deiner Einbildung, das ist Vorstellung. Deine eigene Schöpfung du selbst an sich nichts die sogenannten Eigenschaften der Zeit, die sogenannten Eigenschaften des Raumes ausgelöscht mit ausgelöschten Merkmalen und Unterscheidungen ist Zeit und Raum selbst vernichtet. Zeit und Raum sind nicht in sich. Spiel deiner Seele, ein bloßer Traum. Darum ist gesagt. Aus deiner Seele die zeiträumliche Erscheinung. Erscheinung. Sinnlicher Widerschein seelischer Empfindung in dir deines eigenen Wirkens Abbild, eigengeschaffene Wirklichkeit dieser Welt du selbst. Keine Zeit, kein Raum in sich. Keine Zeit, kein Raum in Wahrheit. Eigengeschaffenes legen wir den Dingen bei und nennen es der Dinge Eigenschaften, eigengewirktes Wirklichkeit dieser Welt. Solches hast du klar erkannt, von solcher Erkenntnis vermagst du ferner nicht mehr abzuweichen. Es sei denn, dass du über dieses hinaus zu tieferer Einsicht gelangst. In dir ist Zeit und Raum, du selbst schaffst Zeit und Raum, zu eigener Lust. Trägst Zeit und Raum mit dir, wie du Leben und Welt mit dir trägst. Ewig ist Zeit, unendlich ist Raum, ewig unendlich ich und Welt. Es ist das Atmen der Welt, die du lebst. Schöpfer Vernichter. Stern 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 und ferner, o Teurer. Noch hat niemand diesem, wovon wir reden, sein volles Recht strömen lassen, und nicht überliefert wurde mir diese Lehre. In mir selbst trat zutage, wuchs und erstarkte die Erkenntnis. Und schon einmal habe ich der Welt diese Lehre verkündet, als die Tochter des Fatschaknü vor dem Könige der Vidüha mich befragte. Aber unverstanden von der Welt blieb diese Lehre. Was zwischen Himmel und Erde ist, und oberhalb des Himmels und unterhalb der Erde, was sie Vergangenheit und Zukunft nennen Raum und Zeit Ogargi, ist eingewoben und verwoben in der Erscheinung Akasa. Uraltes Wissen verkündige ich dir wieder. Der erscheinenden Welt zeiträumliches Dasein. Gegensatz und Zwillingspaar ist, was du Raum und Zeit nennst. Durch Ursprung ist Raum, durch Raum Zeit. Wie rechts durch links, wie oben durch unten, wie Vergangenheit durch Zukunft. Wie kein rechts ohne links, kein oben ohne unten, keine Vergangenheit ohne Zukunft, so kein Raum ohne Zeit, keine Zeit ohne Raum. Zeit ohne Raum wäre nirgend, Raum ohne Zeit wäre nie. Alles was im Raum ist, entsteht und vergeht in der Zeit. Alles was in der Zeit ist, entsteht und vergeht im Raum. Zeit ist ewig überall, Raum ist überall ewig. Zeit und Raum bedingen einander. Zeit und Raum misst sich aneinander. Ein Zeitraum, eine Stunde wegs, eine Spanne Zeit, ein Tagwerk Land, eine geraume Zeit. Zeit und Raum ergänzen einander. Dem Nebeneinander des Raumes entspricht das Nacheinander der Zeit. Zeit und Raum treten füreinander ein. Bewegter Raum wäre Zeit. Ruhende Zeit wäre Raum. Ausgebreitete Zeit heißt Raum. Dauernde Raumzeit. Zeit und Raum schafft einander. Zeit und Raum hebt einander auf Gegensätze, die einander schaffend, einander aufheben. Gegensätze Zeit und Raum sind Gegenpaare, Halbteile eines Ganzen. Gegensatz in sich nennt ich. Zeit, Gegensatz zu sich nennt ich. Raum. Spaltung im Ich Zeit. Gespaltenes Ich Raum.
Gegensatz räumt Gegensatz zeitigt. Weder hat Zeit einen Anfang, noch ist Zeit ewig. Weder hat Raum ein Ende, noch ist Raum unendlich. Weder ist Zeit und Raum real, noch ist Zeit und Raum ideal. Zeit und Raum ist Gedanke im verlangenden Ich. Zeitgegenwart ist ohne Dauer, also nicht Zeit. Raumpunkt ist ohne Ausdehnung, also nicht Raum. Zeitewigkeit wird nicht aus Zeit, Raumunendlichkeit wird nicht aus Raum, und wie Zeiturteil keine Zeit ist, so ist Zeitewigkeit keine Zeit. Wie Raumurteil kein Raum ist, so ist Raumunendlichkeit kein Raum. Zeit und Raum ist Gedanke im Urteilen schaffenden Ich. Ich ist Zeiteinbildung, Ich ist Raumvorstellung. Im Ich ist ewig Zeit, im Ich ist endlos Raum. Weil Ich selbst Zeit und Raum ist, darum ist Zeit immer, wann Ich ist. Darum ist Raum immer, wo Ich ist. Zeit und Raum ewig unendlich, da Ich ist. Ewig, unendlich, aus dem Ich geschaffene, das sich selbst bezeichnende Worte, Ich Ausdruck, nichts mehr. Ich ist Ausdehnung in sich zu ewiger Zeit außer sich zu unendlichem Raum. Ich ist Gegenwart zu Zeit und Raum. Ich Atem, Ich Bewegung, Ich Ausdehnung, Ich Wandel, Ich Wirklichkeit ist Zeit und Raum. Wechselndes im Bleibenden, Beharrendes im Wechselnden. Ich. Keine Zeit, kein Raum ohne Ich. Einen Augenblick bewusstlos, eine Ewigkeit bewusstlos. Apostroph in der Zeit heißt vom Ich-Bewusstsein als Zustand in sich unmittelbar umfasst. Im Raum heißt mittelbar, vermittels der Sinne erfasst. Im Bereich des Ich-Bewusstseins heißt Zeit, was darüber hinaus Raum heißt. Vom Ich empfunden Zeit, vom Ich angeschaut Raum. Seelisch empfunden Zeit, sinnlich angeschaut Raum. Bei gedankenlosem Hinschauen zwar erscheint Zeit und Raum verschieden, verschieden wie Tag und Nacht, wie Vergangenheit und Zukunft, unvereinbar, ewig voneinander getrennt. Ansicht nicht Einsicht, Wahrnehmung nicht Wahrheit. Zeit und Raum sind nicht auseinanderzuhalten. Frage dich, o Teurer, durch welche Bestimmung könnten Zeit und Raum, beide an sich leer eine Bestimmung, voneinander verschieden sein? Eines ist, was du in der Zeit, was du außer dir Raum nennst, zwei Namen für dasselbe. Atmendes Verlangen in dir. Sprich es unverstanden nach, mit vorschreitender Erkenntnis gelangst du zu vollem Verständnis. Wie du, dich selber täuschend, den Raum über dir vom Raum unter dir unterscheidest, wie du, dich selber täuschend, Zeit vor dir von Zeit nach dir unterscheidest, so unterscheidest du, dich selber täuschend, Zeit in dir von Raum außer dir. Wie deine Gegenwart im Raum bestimmt, was du hier und was du dort nennst, wie deine Gegenwart in der Zeit bestimmt, was du als vorher und was du als nachher unterscheidest, so bestimmt deine Gegenwart im Dasein, was in dir zeitlich, was außer dir räumlich erscheint. Wie deine Gegenwart in Zeit und Raum die Teilung eines Ganzen bestimmt, ein willkürlich gewählter Scheidepunkt, der dir das Recht zu geben scheint, Gegenteiligkeit zu schaffen, ein Rechts und ein Links, ein Oben und ein Unten zu unterscheiden, ein Vorher und ein Nachher, so schafft dein Dasein, deine Gegenwart, dein Ich-Bewusstsein, du selbst Unterscheidung in einem ungeschiedenen Ganzen, macht dich in Zeit und Raum unterscheiden, was eines ist. Eines scheinbare Zweiheit. In deinem Herzen sind die Auseinandertretungen, deine eigene Schöpfung, die Unterscheidung Zeit und Raum. Als Zeit empfindest du, was dein eigen, als Raum, was dir entfremdet. Entlassend schaffst du Raum, aufnehmend Zeit, was auswendig Raum ist, ist inwendig Zeit. Dein eigener Widerschein im Ich-Gedanken nennt sich Bestand, Dauer, Wechsel, Zeit. Deinen eigenen Widerschein im entlassenen Gedanken nennst du draußen, Gegenstand, Raum. Unterscheidung Zeit und Raum ist Unterscheidung. In dir außer dir? Ist Empfindung und nach außen Verlegung Auslegung deines Innenbefindens? Ist Einbildung Zeit und Widerspiegelung deiner Einbildung, Vorstellung? Raum? Ich-Zustand und Ich-Gegenstand Ausdruck deiner wechselnden Gesinnung, deiner Zuneigung und Abneigung, Anziehung und Abstoßung, Lust und Unlust, Liebe und Hass, Bejahung und Verneinung, Wille wider Wille im Verlangen Abbild deiner selbst. Zeit und Raum sind nur andere Worte für Ich und Du. Unterscheidung Zeit und Raum ist Unterscheidung Ich und Welt, Ausdruck des Zerfalls im Ursprung. Davon wird dir in weiterer Unterweisung volle Klarheit. Besinne dich und du erkennst. Ununterschieden in sich ist Zeit und Raum. Eines, was du mit N2-Enden-Namen bezeichnest, wie rechts und links, wie oben und unten, wie hier und dort, wie jetzt und einst willkürliche, in sich nichtige Unterscheidung in dir. Und wie du solches von dem Gegensinn rechts und links, von dem Gegensinn oben und unten klar erkannt hast,
so wird dir klare Erkenntnis auch vom scheinbaren Gegensinn Zeit und Raum. Aller Gegensatz, alle Einheit ist in dir. Zeit und Raum sind Gestaltung deines Willens. Zeit und Raum sind andere Worte für deinen Willen und für das, was wieder deinen Willen wieder dein Wille ist. Gestaltung deiner selbst. Eigene Lust dein Wandel. Nach eigenem Gefallen wandelst du dich zu Zeit und Raum, wandelst Zeit zu Raum wie rechts zu links, wandelst Raum zu Zeit wie unten zu oben. Es ist so, sprich es unverstanden nach. Die Welten voneinander hält, diese Brücke überschreite als ein Blinder. Aufleuchten wird einst in dir die Erkenntnis, aus welcher Tiefe solches fließt. Ausgelöscht der Gegensinn von Zeit und Raum. Auf Worten beruht die erscheinende Verschiedenheit. Ununterschieden an sich, weder das eine noch das andere. Dasselbe doppelt benannt, zwei Namen für eines. Und gewiss. Ist Zeit gleich Raum, so ist weder Zeit noch Raum. Was du Zeit und Raum nennst, im Gegenteil zerfallene, an sich nichtige Unterscheidung in dir im Gegensinn auseinanderspaltendes Urteil, deine Willensgestaltung, Spiel deiner Seele, deine eigene Schöpfung du selbst. Was du Zeit und Raum nennst, o Gargi, ist eingewoben und verwoben in Akasa. Durch Raum und Zeit wird alles dieser Welt, was Leben heißt, was Tod genannt wird, ewiger Kreislauf Geburt und Tod dieser Welt durch Raumzeiterscheinung. Akasa dieser Welterscheinung deines Verlangens sinnlicher Widerschein wesenlose Erscheinung Erscheinung des Wesens dieser Welt. Aufleuchten möge in dir die weltschöpferische Bedeutung des Wortes. Darum ist gesagt. Auf Akasa geht diese Welt zurück, Einklang von Seele und Leib. Dieser Welt darum ist gesagt. Akasa des Brahma Standort, Brahma leibhaftig geworden, deiner Seele Leib. Darum soll man als dieser Welt Keim Akasa wissen. Sehend geworden erkennst du. Es ist der Welt, die dich lebt, atmen Atma Stern 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 so, o Teurer, können wir Menschen, der Erscheinung nachdenkend, uns dieses vorstellen? Der Erkenntnis ehernes Tor, verhüllte Wahrheit dem nicht erkennenden Upanishad. So lautet in Aranada Upanishad der zweite Abschnitt. Zeiträumliche Erscheinung Urbestand? Nunmehr Karma, Verlangen. 3. Das Verlangen dieser Welt Karma zu dem, was ich dir ferner zu sagen gedenke, o Teurer. Behalte vor Augen. Es geschieht wohl, dass von den dickkopfigen Ameisen eine mitten voneinander bricht. Alsbald kehren sich die getrennten Teile findlich gegeneinander. Der Kopf greift mit dem Kiefer an, der Leib wehrt sich mit dem Stachel. Eben noch einheitlicher Bestand, einig mit einem Bewusstsein, einer Empfindung, einem Willen, von gleicher Sorgfalt für alle Teile seines Körpers erfüllt zerfällt es vor deinen Augen in zwei Bewusstsein, zwei Empfindungen, zwei Willen, zwei Seelen. Jedes der beiden Teile fühlt sich selbstständig, ein Ich, und seine erste Tat ist Kampf gegen das, was es nicht mehr als sein Ich erkennt. Zwiespalt körperlich-seelisch? Gedanke dieser im Zwiespalt atmenden Welt? Ausdruck des Ursprungs. Karma, Verlangen. Durch Ursprung. Urteilig und gegenteilig. Durch solche Teilung verlangen Ich und Ich? Das Außereinander von Ich und Ich ist Verlangen. Karma also ist die Unterweisung. Ich knüpfe an Gesagtes an, o Teurer. Der Erreger, Savita, die Sonne, weckt die Geschöpfe, alsbald beseelt diese der Gedanke des Lebens. Karma, Verlangen, und es folgt Jagd und Kampf. Brennend vor Begier wirft sich der eine auf den anderen. Du bist meine Nahrung und der Sieger frohlockt. Ich töte dich. Es ist mein Recht. Vom Unterliegenden jedoch schallt voller Widerspruch zurück. Ich will nicht sterben, du darfst mich nicht töten. Es ist Unrecht und Böse. Du erwächst zuvörderst den Gegensatz im atmenden Verlangen im Raum erscheinend. Jeder der beiden, hier wie dort, der Sieger sowohl wie der Unterliegende, will dasselbe. Will leben, nicht sterben. Will töten und fressen, will nicht getötet und gefressen werden. Hier wie dort ein Gedanke, dasselbe Verlangen, dennoch Widerspruch, Zwiespalt, Gegensatz. Du schaust den Gedanken unbewegt, einheitlich, ungeteilt. Karma, Verlangen, Fraß. Fraß ist sinnvolliger Ausdruck des Verlangens. Es ist kein Zwiespalt, kein Gegensatz im Gedanken, im Wollen und Tun an sich. Zwiespalt, Gegensatz ist durch Ich und Ich. Zwiespalt, Teilung erscheint mit Beteiligung des Ich am Gedanken. Der Gegensatz entsteht durch zwiefachen Standort des Ich. Im Ich, das hier will, und im gegenüberstehenden, entgegenstehenden, widerstehenden Ich. Das dort wieder will zwei gegenständliche Standorte des Ich, das ist Raumerscheinung. Ich hier. Ich will dich fressen. 2. Ich dort.
Ich will dich fressen. Ich auf beidem Standort spricht den einheitlichen Gedanken, das einheitliche Verlangen. Fraß zwiefach aus, bejahend verneinend. Ich auf beidem Standort bejaht den Satz und verneint damit den Gegensatz. Ich will und will nicht das Gegenteil des Gewollten. Wille zur Tat, Unwille zur Duldung der Tat. Ich hier wie ich dort. Ich will leben nicht sterben, ich will fressen nicht gefressen werden. Es ist ein Gedanke, ein Verlangen, ein Vorgang. Fraß. Fressen nicht gefressen werden ist nur Lautverschiedenheit, nur sprachlich doppelter Ausdruck, dem Sinne nach dasselbe. Nur gewolltes bejahende, nicht gewolltes verneinende Redewendung, doppelte Bezeichnung für eines. Ich spricht in zwiefachen, eines bedeutenden Worten einheitliches Wollen, den einen ungespaltenen Gedanken aus. Gegensatz erscheint im Raum gespaltenen, im entzweiten Ich. Im Ich, das hier will, und im Ich, das dort wieder will, das heißt wieder will. Ich. I. Ich, angreifend und siegend will die Tat, bejaht die Tat, spricht den bejahenden tätigen Sprachausdruck des Verlangens in Lust aufflammend. Ich will dich fressen. Ich im räumlichen Gegenstand. 2. Ich, angegriffen und unterliegend, will die Tat nicht, verneint was ihm Leid antut, spricht den verneinenden, leidenden Sprachausdruck des Verlangens in Leid aufflammend. Ich will mich nicht fressen lassen. Kein Gegensatz im Verlangen, kein Zwiespalt, keine Teilung gleich viel, ob sich der Gedanke in einem Ich in zwiefacher Redewendung bejahend verneinend ausspricht, oder ob sich der Gedanke in zwiefacher Redewendung als Wille und Unwille auf zwei Ich verteilt, zweiheitlicher Ausdruck des einheitlichen Gedankens. Verlangen. Kein Gegensatz in Gedanken gleich viel, ob sich der Gedanke im tuenden Ich in Tat ausdrückender Redeform ausspricht, oder ob sich der Gedanke im leidenden Ich in Leid ausdrückender Redewendung widerspricht. Gleich viel, ob der Gedanke im Ich, fressend, sich bejaht, im Ich, gefressen, sich verneint. Einheitliches Verlangen. Unberührt bleibt der Gedanke, ungeteilt Unterscheidung, Teilung, Entzwang, Zwiespalt und Gegensatz ist durch Ich und Ich. Dies ist Karma, Verlangen, in Gegenteile entzweit, als Wille und Widerwille erscheinend, im Zustand Ich und im Gegenstand Ich. Ich räumlich auf zwei Standorten. Ich entzwei ungarisch nunmehr der Gegensatz im atmenden Verlangen in der Zeit erscheinend. Nichts weset ohne ein zweites, kein Ding ohne seinen Gegensatz, kein Willen ohne Gegenwillen, kein Leben ohne Atem des Willens, wie kein Atem ohne ein Hauch und Aushauch. Es geschieht, dass in den beiden, die sich bekämpfen, eine Wendung im Verlangen eintritt. Im Sieger nach geschehener Tat. Die Gier ist befriedigt, die Lust verraucht. Wie am bewegten Schöpfrad der Eimer gefüllt emporsteigt und entleert wieder herabsinkt, so füllt sich das Verlangen, übersteigt den Höhepunkt und fällt. Bisher zurückgedrängte Gedanken drängen vor. Der Sieger versetzt sich in die Lage des Opfers. Das Mitleid erwacht, der Umschlag erfolgt. Man sagt wohl. Er ist nicht mehr derselbe, er ist ein anderer geworden. Ich will nicht töten, es ist Unrecht. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, lieber selber den Tod erdulden, als andere töten. Sodann im Unterliegenden. Mein Widerstand ist vergeblich. Ich unterliege. Bisher zurückgedrängte Gedanken drängen vor. Erinnerung an eigene Untat wird wach, der Umschlag erfolgt. Es geschieht mir recht, ich verdiene den Tod. Ich will mein Unrecht büßen, will meine Sünde sühnen. Töte mich, ich sterbe freudig. Der Kampf ist aufgegeben, Frieden ist gewonnen. Aufopferung hat Raubgier abgelöst. Verraucht ist das Verlangen, aller Sittlichkeit höchst gepriesenes Ziel, erreicht erstanden das Wunder. Selbstlosigkeit. Du erwächst zuvörderst den zeitlich erscheinenden Gegensatz im Willen des Angreifenden Ich wechsel von Tat zu Nicht-Tat. Der Gegensatz erscheint als geänderter Wille im Ich. Das Verlangen atmet, lebt, bewegt sich, wandelt, wechselt im LCH. Ich verlässt seinen Stand, wer stellt sich, nimmt andere Stellung zum Gedanken. Ich wollte leben, wollte nicht sterben, wollte die Tat tun, wollte die Tat nicht dulden, wollte töten und fressen, wollte nicht getötet und gefressen werden, jetzt will ich sterben, will nicht leben, will nicht töten, nicht fressen, will getötet und gefressen werden. Im Willen des Ich ist Wandlung eingetreten, Gegensatz im wechselnden Willen in der Zeit erscheinend. Du schaust den Gedanken unbewegt, einheitlich. Karma, Verlangen. Tat und Fraß ist sinnvolliger Ausdruck des Verlangens, Ausdruck des Wirkens dieser Welt. Es ist keine Änderung, kein Gegensatz in Verlangen an sich.
Änderung und Gegensatz ist im Bestand des verlangenden Ich. Unterscheidung, Zwiespalt, Teilung erscheint mit Beteiligung, mit Anteilnahme des Ich am Gedanken. Der Gegensatz entsteht im Ich, das, wollend, in sich spaltet. Das Verlangen bleibt, nur das zeitliche Ziel des Verlangens im Ich wechselt. Ich, das wollte ich, das anders will? Zweierlei Verhalten, zwiespaltiger Zustand im Ich, das ist Zeiterscheinung. Ich erst in Lust aufflammend, erst. Ich will fressen. 2. Ich dann lustlos verlöschend, dann. Ich will gefressen werden. Der Gedanke bleibt einer, einheitlich, ungeteilt. Fraß. Kein Fraß ohne Fressen und gefressen werden? Beides liegt unmittelbar im Gedanken. Fraß, fressen, gefressen werden ist nur sprachlich verschiedener Ausdruck des einen Gedankens. Nur zweierlei Benennung für ein und denselben Vorgang, nur tätige und leidende Sprachform. Nur Lautverschiedenheit, nicht Gegensatz in sich eines. Karma, Verlangen. Wandel und Gegensatz erscheint im zeitgespaltenen Willen des Ich. Ich wollte und will das Gegenteil des zuerst Gewollten. Alles Wollen ist aus Tun und Dulden. Ich wollte die Tat tun, ich will die Tat dulden. Ich, erst, in Verlangen, Urteil, Tat sich schaffend, will das Leben, begehrt, hofft, will tun, bejaht den Gedanken zu solcher Zeit blind. Ich will dich fressen, will nicht von dir gefressen werden. Ich in zeitlichem Gegensinn. 3. Ich, dann, nach aufgegebenem Tun, von treibender Lustempfindung frei, nicht mehr begehrend, wer setzt sich in die Lage des Opfers, wer stellt sich auf den Standpunkt des Gegners, versteht ihn, mitleidend, steht ihm bei, urteilt nun von also entgegengesetztem Stand mit der Zeit verständig, erkennend, wechselt mit gewechseltem Stand seine Ansicht, wendet sich im Gedanken, widerspricht sich selbst, gibt sich auf, will dulden, will den Tod. Lustlos vergehend. Ich will mich fressen lassen, will nicht fressen, es ist ein Gedanke, der sich im Ich ausspricht, gleich viel wie sich das Ich verlangend zum Gedanken stellt, es bleibt ein Gedanke, gleich viel ob ich den Gedanken tun, oder ob ich den Gedanken dulden will, gleich viel ob das Ich, erfüllt vom Gedanken, sich Henker oder Opfer fühlt, Karma, Verlangen. Dieselbe zeitliche Wendung im angegriffenen, im widerstehenden Ich wechsel von Nichtduldung zu Duldung. Ich wollte nicht und will dann nicht das Gegenteil des zuerst nicht Gewollten. Ich wollte die Tat nicht dulden, jetzt will ich die Tat nicht tun. Ich im Gegenstand, das ist nicht ich. 2. Ich, angegriffen, verabscheut die Tat, widersteht, verteidigt blind seinen Standort, will nicht dulden, in Leid aufflammend. Ich will nicht von dir gefressen werden, will dich fressen. Nicht ich im zeitlichen Gegensinn. 4. Ich, nach aufgegebenem Widerstand, im Übermaß des Leides nichts mehr erhoffend, weder begehrend noch verabscheuend, gibt den bisher verteidigten Standort auf, wer stellt sich auf den Standort des Henkers, wer steht ihn, urteilt jetzt vom also entgegengesetzten Standort erkennend, will dulden, nicht tun, leidlos vergehend. Ich will dich nicht fressen, will mich von dir fressen lassen. Unberührt bleibt der Gedanke, Unterscheidung ist im Ich, im zeitgespaltenen, im gewechselten Willen des Ich. Wille ist Ausdruck des Ich. Kein Wille ohne Ich, kein Ich ohne Willen. Wille ist Ich, Ich ist Wille. Dies ist Karma, Verlangen im Ich als wechselnder Wille atmend. Verlangen im selben Ich zeitlich in Gegenteile gespalten erscheinend im Ich und wieder im Ich. Ich in zwei Zeitzuständen? Ich Zwiespalt. Erkenne zunächst. Gegensatz, Widerspruch, Zwiespalt, Entzwang, Teilung, im Verlangen erscheinend, ist nicht an sich, ist willkürliche, durch gegensätzlichen Ich-Stand in sich, außer sich in Gegenteile auseinander spaltende, an sich nichtige Unterscheidung in dir, von scheinbarer Verschiedenheit, ununterschieden in sich, von scheinbarer Bedeutung bedeutungslos an sich, aus dir gewirkt auf dich wirkend, Wirkung und Wirklichkeit dieser deiner eigen geschaffenen Welt nicht Wahrheit. Was als Gegensatz im Verlangen erscheint, ist in dir, ist Kennzeichnung deiner zeiträumlichen Gegenwart, deines Daseins, ist Ausdruck deiner Beziehung zum Gegenstand, ist deine Auffassung, deine Gesinnung, deine Anteilnahme, deine Stimmung, deine Lust oder Unlust zum eigenen, gegenständlich aufgefassten Gedanken, ist Empfindung in dir und Auslegung, das ist nach außen Werlegung deines Innebefindens, ist deine Einbildung und Widerspiegelung deiner Einbildung, das ist Vorstellung, Inhalt deiner Seele, Verlangen, aus dir geboren, deine eigene Schöpfung du selbst. Unberührt bleibt der Gedanke, unbewegt wie im Sturm der Sonnenstrahl,
Gleich viel, ob ich das Verlangen aufnimmt oder abweist, den Gedanken hofft oder fürchtet, liebt oder hasst, bejaht oder verneint, anzieht oder abstoßt, tut oder duldet, will oder nicht will. Gleich viel, ob ich, vom Gedanken beseelt Lust oder Unlust empfindet, ob ich sich Freund oder Feind, Herr oder Knecht, Henker oder Opfer fühlt, gleich viel ob ich frei will oder wollen muss, gleich viel ob der Gedanke in Ich oder ich im Gedanken oder der Gedanke Ich ist. Alle Unterscheidung ist im Ich, im atmenden Willen Ich. Wille ist sich Zustand, Wille ist sich Ausdruck. Kein Willen ohne Ich, kein Ich ohne Willen. Wille ist Ich, Ich ist Wille Karma, Verlangen. Die Welt denkt nur einen Gedanken aus dem Ich ist endlose Mannigfaltigkeit dieser Welt. Und noch einmal. Der Gedanke dieser Welt Verlangen atmet im Ich. Ich, atmend, spaltet. Zwiespältige Beziehung des Ich zu seinem eigenen Gedanken, zu sich selbst. Ich will will nicht. Will tun, nicht dulden. Will dulden, nicht tun. In sich außer sich. In Zeit in Raum. Alles Geschehen dieser Welt, alle Möglichkeit dieser Welt. Aller Gedanken, alles Werdens und Verwerdens, alle Welten umfassende Möglichkeit. Samsara. Ich aufflammend. Raum I. Ich will dich fressen, ich will nicht von dir gefressen werden. 2. Ich will nicht von dir gefressen werden. Ich will dich fressen. Ich verlöschend. Zeit. 3. Ich will von dir gefressen werden, ich will dich nicht fressen. 4. Ich will dich nicht fressen, ich will von dir gefressen werden. Nirvana. Stern das ist. Ich, im Verlangen atmend, will tun, nicht dulden. Will dulden, nicht tun. Vierfacher Ausdruck für eines. Ich auf vier Standorten die vier sogenannten Denkgesetze des Yavana. Ich, im Verlangen atmend, bejaht und verneint in sich bejaht und verneint außer sich. Ich in sich außer sich bejahend verneinend nennt sich mit allen Namen dieser Welt. Die Welt ist im verlangenden Ich, so erkennst du. Stern also ist der erscheinende Wandel des Verlangens vom Ich zum Nicht-Ich, vom Nicht-Ich zu Essig zurück. Aus Tat durch Widerstand zu Duldung. Ich atem Atma. Mit dem Zerfall im Ursprung erscheint Zerfall in Ich und Nicht-Ich, erscheint Zerfall in Willen und Unwillen, erscheint Zerfall in Zeit und Raum, erscheint Weltwirklichkeit. Folge meinen Worten, o Teurer, mit offener Seele, ich führe dich auf sicherem Weg. Doch lass dein Verständnis nicht an Worten haften, erfasse über Worte hinaus. Worte sind Hindernis der Erkenntnis. Mit wachsender Einsicht offenbart sich dir die gegensinnliche Einheit von Erscheinung und Verlangen. Sprich es unverstanden nach, was unverständlich scheint, wird selbstverständlich. Einheitliches Verlangen erscheint im Ich in Willen und Unwillen gespalten. Ich, zum Ziele wollend, stößt Ungewolltes unwillig von sich ab, schafft im Eigenwillen Widerwillen. Widerwillen weicht vom Ich, wird im Gegenstand selbstständig, ist fremdes entgegenstehendes Wollen. Willen in mir, Willen außer mir, das ist Raum. Raumerscheinung schafft sich durch Auslegung des Widerwillens im Ich. Ich willen, zum hohe Ziel des Verlangens rastlos irrend, von selbst geschaffenem Gegenstand zurückgestoßen, bleibt Wollen, wechselt im Willenszustand. Willen in mir erst, Willen in mir dann, das ist Zeit. Zeiterscheinung schafft sich im Ich durch wechselnden Willen. Das verlangende Ich schafft zeiträumliche Erscheinung. Verlangen treibt dich zu Ausdehnung in Zeit und Raum. Je nachdem du dich im atmenden Verlangen gefordert oder gehemmt empfindest, ist Willen oder Widerwillen in dir. Verlangen der Welt willig ergriffen ist eigener Willen. Verlangen der Welt unwillig abgewiesen ist Widerwillen in dir. Was in dir seelisch empfunden Widerwille ist, ist sinnlich aufgefasst Widerstand im Raum, das ist fremder Wille wider dich. Ich will nicht, das heißt, du willst. Was sich aus sich unwillig entlässt, wird räumliche Vorstellung. Du. Der Atem des Verlangens in Anziehung oder Abstoßung erscheint im Ich als Willensgegensatz. Willensgegensatz in sich fasst Ich zeitlich auf. Willensgegensatz zu sich ist dem Ich Raum. Wechselnder Willen ist Zeit. Zu Unwillen gewechselter Willen ist Raum. Willig-unwilliges Verlangen in dir erscheint als zeiträumliche Wirklichkeit außer dir. Endloses Verlangen in dir erscheint als endloses Werden erscheint und ist. Mit dem Zerfall im Ursprung erscheint Zerfall in Ich und nicht Ich. Erscheint Zerfall in Willen und Gegenwillen, erscheint Zerfall in Zeit und Raum, erscheint und ist wie du, von dir aus urteilend, Willen von Widerwillen unterscheidest beides in dir, beides eines du selbst, so unterscheidest du, von dir aus urteilend, Zeit von Raum beides in dir, beides eines du selbst. Wie Unwillen in eigenem Willen zu fremdem Gegenwillen wird, so wird ein Bildung Zeit zu gegensätzlicher Vorstellung Raum. Wie Fressen und Gefressen werden eines ist im Fraß,
Wie Willen und Unwillen eines ist im Verlangen, so ist Zeiterscheinung und Raumerscheinung eines in dir dein Verlangen, du selbst. Verlangen, vom Ich ausgesprochen, vom Widerschein des Ich dem Nicht-Ich wieder ausgesprochen, das ist. Widersprochen sieht sich selbst gegenüber, tritt sich selbst entgegen, ist sich selbst Gegensatz. Suchender Wille ist Raum, im Suchen wechselnder Wille ist Zeit. Also wurzelt in deinem Willen Unwillen Zeit und Raum. Also ist Zeitraumerscheinung dein Verlangen. Erkenntnis hiervon ist Lösung des Rätsels. Raumzeiteinheit. Was von Empfindungswellen dir erwünscht, willkommen zuströmt, was du dir anzueignen gewillt bist, was du willfährig aufnimmst, was du zustimmend bejahend wohlwollend auffasst, was sich dir willig fügt, dir zu Willen ist, worein du einwilligst, was zu deinem eigenen Willen, zu dir selbst wird, dein Zustand, erscheint in dir deine Seele bewegend in zeitlichen Formen. Was, aus dir geboren, dich unwillkürlich befremdet, was du nicht für dein eigen hältst, was nicht mehr du selbst bist, was du unerwünscht erleidest, was dich anwidert, was dir widrig, widerwärtig, zuwider ist, dein Widerwille erscheint deine Sinne bewegend außer dir, räumlich, als Widerstand, als widerstehende Kraft aus dem Raum. Atme im Verlangen in dir, wandelst du Willen zu Unwillen, so wandelst du Empfindung zu Anschauung, Einbildung zu Vorstellung, Zustand zu Gegenstand, wandelst zeitlichen Wechsel zu räumlicher Verschiedenheit, Zeit zu Raum. Und umgekehrt. Ziehst du unwillig abgestoßenes, Gegenstand, Raum gewordenes widerwillig an dich, nimmst du, durch Aufhebung der Verneinung, den Gegensatz willig in dich auf, so wandelst du deine Anschauung zu Empfindung, deine Vorstellung zu Einbildung, deinen Gegenstand zu deinem Zustand, räumliche Mannigfaltigkeit zu zeitlichem Wechsel, fremde Kraft zu eigenem Willen, Raum zu Zeit. Willenswandel deine Seele bewegend seelisch empfunden erscheint dir zeitlich, Willenswandel deine Sinne bewegend sinnlich angeschaut erscheint dir räumlich. Seelischer Wandel ist Zeit, sinnlich-körperlicher Wandel ist Raum. Bewegung deiner Seele Zeit, Bewegung deiner Sinne Raum. Verlangen treibt dich und es wird Zeit und Raum. Beides Bewegung, beides Empfindung in dir. Eigene Lust dein Wandel im Verlangen, eigenes Gefallen dein Wandel in Zeit und Raum. Verlangend wandelst du in Zeit und Raum, verlangend wandelst du dich zu Zeit und Raum, wandelst Zeit zu Raum, wie rechts zu links, wandelst Raum zu Zeit, wie unten zu oben. Aller Wille will nicht, aller Unwille will. Unwillen durch Willen, Willen durch Unwillen, Wille und Wille untrennbar eines, wie Zeit und Raum, wie oben und unten. Versuche zu verstehen. Wenn du wollend nicht willst und nicht wollend willst, was nicht wollend dich will, was wollend dich nicht will, was dir unwillig willig zukommt, was dir willig unwillig auskommt, nennst du mit zeitlich-räumlichen Namen? Was du willig Zeit oder Raum nennst, nennst du unwillig Raum oder Zeit. Zeit- und Raumgestaltung deines Willens? Zeit und Raum andere Worte für deinen Willen und für das, was, wider deinen Willen, wider dein Wille ist Gestaltung deiner selbst. Ich Atem ist Einhauch und Aushauch, ist Innen und Außen, ist Zustand und Gegenstand, ist Wille und Unwille, ist Zeit und Raum, Ich und nicht LCH. Also von Gegensatz zu Gegensatz atmend schaftlich Zeit und Raum, mit Zeit und Raum die Welt, seines Verlangens sinnlicher Widerschein. Also ist der Atem des Verlangens Wille und Wille im Ich aus Tat durch Widerstand zu Duldung Atem, Leben, Bewegung, Wandel, von Ich-Bestand I auf Ich-Widerstand 2 und auf Ich-Widerbestand 3 zurück. Ich-Verlangen, wandelnd, zu seinem Gegenstand und zu sich selbst zurück wer wandelt? Ich durch wieder Ich zu wieder Ich? Von Ich zu Ich? Ich atmen Atma. Und ferner, o teurer, Verlangen in dir ist Schöpferkraft. Von geringem Verständnis sind wir Menschen, blind vor Verlangen erkennen wir offenen Auges das Nächste nicht. Was im Samsara verlangend wächst, nennen wir unseren Willen? Hemmung unseres Willens empfinden wir unwillig? Empfundenen Unwillen legen wir aus als Wirkung fremder Kraft. Ausübend wandelst du eigenen Willen zurückwirkender Kraft. Wollend schaffst du Unwillen. Unwillen weist du von dir ab? Darum erscheint er außer dir, dir entfremdet, scheint fremde Kraft gegen dich. Oder mit anderen Worten gesagt. Weil es fremder Wille ist, darum ist er nicht in dir, beides ist dasselbe. Unwillen in dir ist Willen wider dich. Der eigene Wille und Wille von dir geäußert, von dir ausgelegt, das ist. Aus dir hinaus verlegt, im Gegenstand selbstständig geworden, vom Gegenstand widerstehend, als Widerstand auf dich rückwirkend, ist dir des Gegenstandes Widerstandskraft. Wille in dir schafft mit Notwendigkeit rückwirkende Kraft, wider Wille in dir ist Widerstand außer dir. Was eines ist, benennst du mit unterscheidenden Namen,
Was du in dir Willen nennst, nennst du außer dir Kraft. Kraft in dir bewusst, nennt sich Willen. Willen außer deinem Bewusstsein scheint dir bewusstlose Kraft. Aller Wille ist Kraft, alle Kraft ist Willen. Wille ist Kraft aus dir, Unwillen in dir ist Kraft gegen dich. Aus dir fließt Willen und Kraft. Eines ist Willen und Kraft Verlangen in dir du selbst. Sehend geworden erkennst du den eigenen Willen in fremder Kraft, dich selbst im Nichtig. In deinem Herzen ist die Auseinandertretung, deine eigene Schöpfung die Unterscheidung. Zeit, Wille, Raum, Kraft. Ich ist Zeit und Raum, ich ist Wille und Kraft. Ich ist Akasa, ich ist Karma. Ursprung Namen des Verlangens vom Ich aus. Ich nicht ich m ich empfunden die ich vorgestellt in der Seele unmittelbar gewusst mittels der Sinne erfasst als eigen erkannt als fremd verkannt innen Zustand außen Gegenstand wechselndes Verlangen in Zweiung einheitlichen Verlangens geänderter Wille eines anderen Wille eigener Widerwille fremder Widerstand Wandel, seelische Empfindung Wandel, körperliche Bewegung Ursache Wirkung Wille Kraft Freiheit Notwendigkeit Einbildung Vorstellung Urteil Gegenteil Zeit Raum Seele Körper werdende gewordene Welt. Ich, durch Ursprung Urteil, und zu langend verlangt? Ich Urteil verlangt nach dem Gegenteil. Darum ist ich Verlangen. Alles Verlangen ruht auf Unzulänglichkeit, auf Bedürfnis, auf Mangel, auf Gebrechen, auf Bedrängnis, auf Sehnsucht, auf Furcht und Hoffnung, auf Not und Qual. Alles Verlangen ruht auf Zwiespalt der Seele, alles Verlangen auf Ursprung. Alles Verlangen ist Verlangen nach Ergänzung, Verlangen nach Wiedervereinigung mit Gottheit. Ich empfindet sich als Bruchstück, darum hungert ich nach dem Entgangenen? Darum lebt alles sich außer sich, darum ist alles sich friedlos? Darum sucht ich, begehrt ich, sehnt sich nach anderem, bewegt sich, neigt sich, nährt sich anderem, nährt sich von anderem. Eines Wesens ist, wenn der Spalt im Holz sich zu schließen trachtet, wenn ein Ich bewusst will? Entzweiung will zu Einspaarung. Aus einer Quelle fließt. Sich eines anderen Seele nähern sich von eines anderen Körper nähren. Darum lebt alles dieser Welt durch Nährung, durch ein Werleibung, durch an ein Ung. Darum lebt alles sich durch ein anderes und lebt kein Ich ohne Nicht-Ich, und lebt alles sich durch Nicht-Ich seelisch wie sinnlich. Also beschränkt sucht ich und Beschränktheit, also unvollständig sucht ich Vollständigkeit, also unvollkommen sucht ich Vollkommenheit, also verstoßen sucht ich nach dem verlorenen Paradiese, also vereinsamt und verlassen schreit ich um Hilfe es verlangt alles sich nach Allumfassen, nach Alleinheit, nach Vollendung nach Nirvana. Er verlangt ich muss verlangen, muss außer sich wollen, muss von anderem leben, muss jagen und erbeuten, muss würgen und fressen. Ich muss alles nicht ich zu sich wollen, muss an ein er wollen, muss für sich lieben und hassen, muss wieder alles nicht ich stehen, muss allem nicht ich Gegner und Feind sein solange ich ist. Es ist kein Ausweg. Wer das Heil im Ich sucht, dem ist Selbstsucht geboten. Alles ich lebt nur durch Selbstsucht. Alles ich, blind durch Ichheit, von Ichheit besessen, vermeint in es sich das höchste Gut zu verteidigen. Zum Bewusstsein erwachende Gottheit. Darum ist zwischen Ich und sich ewige Tat, ewiger Widerstand, ewiges Wirken, darum ist die Wirklichkeit dieser Welt ewiger Kampf. Darüber ist gesagt. Aus Verlangen und Nährung hat Brahma diese Welt gebildet. Das Verlangen ist Lust. Das Lustverlangen ist endlos. Wie ein Mann nach dem Weibe verlangt, und würde er auch in solchem Verlangen ganz zum Weibe nicht befriedigt ist, nunmehr nach dem Manne verlangt, so verlangt er sich nach dem, was es nicht ist, und wenn es das Verlangte erlangt hat, ist es dennoch voll Verlangen. Ich ist Verlangen, das Verlangen ist endlos. Ich verlangt nach allem, was es nicht ist. Ich, sich selbst im anderen verkennend, jagt nach sinnlich sinnlosem Ziele endlose Täuschung der Sinnenwelt Sinnlosigkeit der Sinnenwelt sinnlos, weil sinnlich. Alles Verlangen ist Verlangen zu sich, alles Verlangen ist ich Verlangen. Es gibt kein selbstloses Verlangen. Kein Ich ist leer von Verlangen. Verlangen erfüllt, bewegt, belebt, beseelt das Ich. Ich ist nur durch Verlangen. Ich in aller seiner Gestaltung ist Verlangen Ich, das verlangend, nie erlangt. Auf einem Gedanken ruht diese Welt. Verlangen nach Wiedervereinigung mit Gottheit? Im Verlangen ist Bindung und Lösung dieser Welt. Nichts außerhalb des Verlangens? Nichts, was nicht im Verlangen zu mich in Beziehung steht. Verlangen ist allüberall. Verlangen ist allgegenwärtig. Verlangen ist immer. Verlangen ist nie gestillt. Verlangen birgt sich in allem Geschehen, in aller Tat, in allen Gestalten, unter allen Namen dieser Welt, Verlangen nach Vereinigung. Sinnlich und seelisch. Anziehung und Abstoßung ist Verlangen,
Brünstige Wünsche in brünstiges Gebet, Liebe wie Hass. Niederste Gier ist Verlangen nach dem Höchsten. Tiefster Samsara hat höchstes Ziel. Eines ist, was dich, dich Körper, dich Seele zu Nahrung treibt, zu Erwerb, zu Weib und Kind, zu Macht, zu Entsagung, zu Erkenntnis, Alleinheit, Vollendung, Nirvana. Verlangen führt dich in die Welt, Verlangen hält dich in der Welt befangen. Verlangen führt dich über diese Welt des Verlangens hinaus. Also geschlossen im Verlangen ist die ewige Kette. Also löst sich aller Irrtum, alle Sünde dieser Welt. Durch Verlangen ist Samsara, durch Verlangen ist Nirvana. Endloses Verlangen erscheint als endloses Werden. Sternurteil ich erschein und lebt nur einen Gedanken. Durch Ursprung Entzweiung. Durch Entzweiung Verlangen, nach Wiedervereinigung. Alles ich will sich, will alles zu sich, er will sich zum All. Also hält Verlangen nach Vereinigung zu sich alles ich auseinander. Durch Entzweiung Vereinigung. Durch Vereinigung Entzweiung Unergründlichkeit Ewigkeit des Ursprungs. Die Ich-Binheit hält ich und dich auseinander. Asmita ist Schöpfer dieser Welt. Keine Erlösung im Samsara. Keine Seligkeit, keine Erlösung im Ich. Urteil ich durch Ursprung abgeschieden, unterscheidet. Ich sieht sich Bestand, Akasa. Fühlt sich Verlangen, Kama. Unterscheidet in Akasa atmend. Zeitraum. Unterscheidet in Kama atmend. Eigenen Willen fremde Kraft aller Unterscheidung durch Abscheidung im Ursprung in Urteil und Gegenteil. Sehend geworden erkennst du. Es ist der Welt, die dich lebt, atmen. Atma Welt? O Teurer, wie ich es dir zunächst dargelegt habe, so mögen wir Menschen der Erscheinung nachdenkend, uns der Wahrheit annähern. Nur dem tief ernst Suchenden enthüllt sich die tiefe Lehre Upanishad der Menschheit Hohezil Hohezil. Stern so lautet in Aranada Upanishad der dritte Adhyaya. Karma, Verlangen? Nunmehr Karma, Wirklichkeit. 4. Wirklichkeit dieser Welt Karma zu dem, was ich dir ferner zu sagen gedenke, o Teurer, wisse. Einfach ist alle Wahrheit, Vielheit ist Irrtum dieser Welt. Wie das dichte Laubdach eines Urwaldes vor einem stürzenden Stamme zerreißt und helles Tageslicht plötzlich die Dämmerung am Boden überflutet, so brach bange Unwissenheit in sich zusammen und überstrahlte mich das Licht der Erkenntnis. Und was große Lehrer vor mir als unausdenkbar erachtet hatten, als unergründlich, als ewiges Geheimnis trat in mir zutage, wuchs und erstarkte zu voller Erkenntnis. Gesegnet sei die Stunde, da ich Gewissheit erlangte. Also ist, was sie Tatgesetz nennen, also ist Wirklichkeit. Karma-Freiheit des Tuns eher eine Notwendigkeit. Und schon einmal habe ich solche Erkenntnis ausgesprochen zu jenen Zeiten, als der König der Vidya mich befragte, aber unverstanden blieb, was ich verkündete, unerkannt in seinen Tiefen, verlorene Wahrheit offenbare ich dir wieder. Aus Ursprung. Urteil ich Erscheinung? Aus Urteil ich. Verlangen? Aus Verlangen. Tat Karma Stern Tat und Tatergebnis, Wirken und Wirklichkeit dieser Welt in dir, o Teurer, als Lust und Leid bewusst, als Tat und Duldung, als Ursache und Wirkung, als Freiheit und Notwendigkeit in dir, o Teurer, als vergeltende Gerechtigkeit der Gottheit wach. Also ist die Unterweisung. Wie im dicht geschlossenen Raume dein Atem die Luft verdirbt und die verdorbene Luft auf dich vergiftend zurückwirkt, wie ein fliehender Feind, von dir verfolgt, sich wendet und dich aus Tat und Angriff zu Abwehr und Leid zurückdrängt, wie das Geschoss der schwarzen Haut im Wurf auf dich zurückkehrt, wie dein Schwert, am Widerstand abprallend, dich selbst trifft, also ist Karma. Tat und Widerstand, Wirkung und Rückwirkung, Ausgleich, Vergeltung, ewige Gerechtigkeit, Wirklichkeit dieser Welt. Stern 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 Karma, Wirklichkeit dieser Welt, wirkt sich in dir aus Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung erscheint mit dem Zerfall in Ich und Nicht-Ich. Du empfindest eigener Tat Ursache in dir, schaust eigener Tat Wirkung außer dir, am Widerstand? Widerstand ist Wirkung auf dich? Wirkung auf dich begreifst du als fremder Tat Ursache. Ursache wird Wirkung, Wirkung wird Ursache. Die Tat bedingt das Ergebnis bedingt die Tat. Voraussetzung ist Enderfolg, Folge ist Bedingung. Alle Wirkung ist in der Ursache, alle Wirkung ist Wiederwirkung, Ausgleich von Ursache und Wirkung, Wechselwirkung, wie zwei Mühlsteine sich aneinander schärfen. Eines Vorganges geschiedene Auffassung in dir, urteilende Namen. Was du fremd anschauender Sache oder Wirkung nennst, nennst du beteiligt Willen oder Unwillen in dir. Je nachdem du willig-unwillig tust oder duldest, je nach Willen oder Unwillen in dir, erscheint verschieden, was eines ist. Eines ist,
Was du willkürlich scheidest, eines ist Tat aus dir und Wirkung auf dich eines, was du seelisch auslegst und was du dir sinnlich vorstellst. Tugend nennt sich Ursache, was leidend sich Wirkung nennt, Beideinheit scheinbare Zweiheit durch zwiefache Benennung desselben. Vor der ewigen Ich-Gegenwart erscheint, was eines ist, zu einer zeitlichen Kette auseinandergezogen, erscheint in Glieder zerstückt ineinander greifende Glieder einer unlöslichen Kette von Ursache und Wirkung. Was in sich eines ist, erscheint uns zeiträumlich schauenden zu Auseinanderfolge ausgedehnt. Es scheint, als sei Zerfall in Urteil und Gegenteil, als sei Zustand und Gegenstand, als sei Empfindung durch Wirkung des Empfundenen, als sei Folge und Folglichkeit. Keine Zeit an sich, kein Raum, keine Ursache, keine Wirkung, keine Folge, keine Folglichkeit. Weil an sich keine Ursache ist, weil an sich keine Wirkung ist, darum ist keine Ursächlichkeit an sich. Im scheinbar bedingenden Worte weil liegt keine Ursächlichkeit. Weil besagt nur derweile, das ist zur selben Zeit nichts mehr. Im scheinbar folgenden Worte darum liegt keine Folgerung. Darum besagt nur daherum, das ist am selben Ort nichts mehr. Scheinbare Zweierleiheit zur selben Zeit am gleichen Ort ist eines. Die scheinbar bedingenden, scheinbar folgenden Worte aller Sprachen besagen nur in Zeit und Raum zusammenfallende Erscheinung, Beideinheit nichts mehr. Raumanstoß ist Zeitfolgesel bei Inhalt, nicht Folglichkeit. Was du Ursächlichkeit, Folge, Folglichkeit nennst, ist flusslückenloser Empfindung in dir, endlos in Einhauch und Aushauch atmende Willensbeziehung zum endlos aus dir geschaffenen Gegenstand. Nichts in der verlangenden Sinnenwelt, was nicht in Beziehung zu deinem Verlangen steht. Sinnliche Erscheinung ist Ausdruck deines seelischen Verlangens, eines, durch rastlos irrendes Verlangen geschieden, und so, seelisch geschieden, sinnlich als Verschiedenheit geschaut. Wechselnde Eigenschaffung in der erscheint außer dir als Wechsel der Beschaffenheit. Zustand und Gegenstand bedingen einander. Ändert sich dein Seelenzustand, so ändert sich deinen Sinnen der Gegenstand, erfasse es wohl. Beides ist eines. Folglichkeitserscheinung ist sinnliche Anschauung des Wechselnden im Beharrenden. Bei Inhaltserkenntnis ist seelisches Erschauen des Beharrenden im Wechselnden. Anscheinende Gesetzmäßigkeit ruht auf Vielheitstäuschung, das ist deiner sinnlichen Auffassung zeiträumliches Auseinanderfallen des in sich Einheitlichen. Folglichkeit nur auseinandergezerrtes Bild der Selbigkeit. Ein Hinweis, dass Raum und Zeit bloße Erscheinung sei und nicht in sich. Kein Folglichkeitsgesetz dem Wissenden. Zerfall in Ursache und Wirkung erscheint mit dem Zerfall in Ich und Du im Ursprung, erscheint mit dem Zerfall des Ich in Zeit und Raum. Wie Nacht dem Tage folgt und Tag der Nacht, so folgt in endloser Flucht des Geschehens Wirkung auf Ursache und Ursache auf Wirkung. Ursache bewirkt und Wirkung verursacht. Wie einer Sohn seines Vaters ist und Vater seines Sohnes, Vater und Sohn zugleich, so ist Ursache Wirkung und ist Wirkung Ursache Wirkung und Ursache zugleich. Viele Worte bedarf es, Selbstverständliches darzulegen. Eines ist Ursache und Wirkung willkürliche, an sich nichtige Unterscheidung in dir. Doppelte Benennung des einen, zwei Worte für dasselbe. Wirklichkeit, Karma durch dich auf dich wirkend. Kreislauf des Verlangens. Und ferner, o teurer, Karma, Wirklichkeit dieser Welt wirkt sich in dir aus Freiheit und Notwendigkeit. Freiheit des menschlichen Tuns, o teurer. Oder unabwendbare Gesetzmäßigkeit alles Geschehens? Offenbar wird dem Erkennenden die Lösung der großen Frage an aller Gestaltung, in jedem Vorgang, an allem Werden, an allem Sein. Das Sein? Alles Gewordene aus gebundener Freiheit. Du durchschaust das Rätsel am aufsteigenden Opferrauch, am Lauf der Gestirne, am Munde, an jeder Zelle. Alles Gebilde ist davon Bildnis? Urbild aller Gebilde der Zwölflächner. Erwäge es wohl. Solange du die endlose Flucht der Erscheinung teilend zu beherrschen glaubst, solange irrst du im Wege zur Erkenntnis. Einigend nahst du dem hohen Ziel. Erwäge es wohl. Nur die voll erkannte Lehre löst dich aus den Fesseln der Unwissenheit. Nicht eher offenbart sich dir das Geheimnis. Nicht eher erwachst du aus vieltausendjährigem Schlummer. Nicht überliefert wurde mir die Lehre von der Gemeinschaft schauender Meister. Aus dem Urquell alles Gedankens ward mir die Lösung, die seit dem Erwachen der Menschheit gesuchte. Also ist die Unterweisung, wie ein Ball, aufschlagend, sich abflacht wie runde Beeren, in der Traube zusammengedrängt, zu kantigen Formen auswachsen wie Wasserblasen im Schaumballen, einander bedrängend,
Aus der erstrebten Kugelgestalt mit Notwendigkeit zu 12 Flächen werden wie die gewollte Kreisform dicht aneinander geschlossener Bienenzellen sich mit Notwendigkeit zum Sechseck gestaltet, so widerfährt dem ich im nimmer endenden Verlangen, nach allen Seiten frei und ungehemmt sich auszubreiten, notwendig Hemmung von allen Seiten, von allen Gegenständen Widerstand, so gestaltet sich, was du Freiheit nennst, zu Notwendigkeit. Das ist, durch freien Willen aller notwendig gebundener Wille aller Freiheit ist aller Notwendigkeit. Und du erkennst, dies ist Lösung der großen Frage, um die du mich angingst. Freiheit des Willens oder unabweisbare Notwendigkeit alles Geschehens restlose Lösung. Was unergründlich schien, was Jahrtausende vor mir Morgen und Abendland, alte und neue Welt, Rishi und Mahatma, vergeblich suchten, gefunden ist die Lösung des tiefen Rätsels, durchschaut der Widerspruch, erkannt die Einheit im Gegensinn. Einfach ist alle Wahrheit. Freiheit Zustand des Ich, Notwendigkeit Gegenstand. Als frei getan empfindest du, was dein Eigen, als notwendig geduldet, was dir entfremdet. Freiheit, was du willig in dir, Notwendigkeit, was du unwillig als draußen erachtest. Im Bereich des Ich-Bewusstseins heißt Freiheit, was darüber hinaus, dem Weichbild des Ich in Raum entwichen, Notwendigkeit heißt. Aller Ich bewegt frei den eigenen Willen, aller Ich empfindet sich mit Notwendigkeit bewegt vom frei bewegten Willen aller. Freien Willen, also gehemmt, empfindest du als Unwillen? Empfundenen Unwillen legst du aus als fremder Kraft notwendige Wirkung? Auf dich rückwirkende Freiheit nennst du Notwendigkeit? Wirkung aus dir, Wirkung auf dich. Was du frei aus dir tust, bindet dich notwendig. Freier Wille durch Gegenstand notwendig bestimmt? Freier Wille in der Sinnenwelt gebunden. Was ich will ich frei, ist Freiheit und Lust. Was ich wider meinen Willen dulde, ist Unlust, Beschränkung, Notwendigkeit. Je nachdem ich dem mächtigen Zuge der Welt willig folge oder unwillig widerstehe, je nachdem ich willig unwillig umfasse oder unwillig willig entlasse, je nach meinem Ziel im Verlangen erscheint verschieden, was eines ist. Was du in dir freien Willen oder fremden Willen außer dir nennst, ist einheitliche Beziehung inzwischen Ich und Ich, von beiden Seiten gleichzeitig als eigene Freiheit, von beiden Seiten gleichzeitig als fremder Zwang empfunden. Kein Gesetz dem Wissenden. Aller Freiheit ist aller Gebundenheit, aller Wille ist aller Gesetz. Davon ist gesagt. Gebunden ist Seele durch Seele. Was sie Gesetz nennen, ist gehemmtes Verlangen. Er verlangt dich im Zuge der Welt zur Erscheinung, es verlangt dich zur Erscheinungswelt hinaus. Je nachdem du voreilst oder zurückbleibst, je nach deinem zustimmenden oder abweisenden Verlangen erscheint dir das Werden-Wer-Werden der Welt als eigenes Wirken aus dir oder als fremdes Wirken auf dich, je nach seelischer oder sinnlicher Auffassung verinnerlicht oder entäußert. Hinfällig ist aller Streit, der feste Bau ist gegründet. Freiheit, zu Ende gedacht, ist Notwendigkeit. Notwendigkeit, zu Ende gedacht, ist Freiheit. Eines ist, was du zwiefach benennst. Freiheit und Notwendigkeit, willkürliche, in sich nichtige Unterscheidung in dir. Dein Verlangen schafft, was du Freiheit, dein Verlangen schafft, was du Notwendigkeit nennst. Karma, Wirklichkeit dieser Welt willig in dich aufgenommen scheint, freie Wirkung aus dir. Karma unwillig abgewiesen ist notwendig Wirkung wider dich. Freiheit und Notwendigkeit ununterschieden in sich, weder das eine, noch das andere, eines doppelt benannt, zwei Namen für dasselbe. Unendliches Verlangen, endloser Widerstand, Karma in der atmend. Verloren ist Freiheit, gewonnen ist Freiheit. Du selbst bist Herr und Gesetz, du selbst bist Schöpfer, Vernichter. Atma ist sich selbst Gesetz. Noch einmal. Gib es auf, die Welt zu durchschauen, ehe dir die volle Erkenntnis von Karma aufgeleuchtet ist. Und ferner, o Teurer. Karma, Wirklichkeit dieser Welt wirkt sich in dir aus Tun und Dulden. Ich-Dasein ist Tat. Tat erfüllt das Ich, Tat bewegt, belebt, beseelt das Ich. Ich ist nur durch Tat. Ich in allen seinen Gestaltungen ist Tat. Alle Tat ist Ich Tat. Keine Tat ist selbstlos. Keine Tat geschieht um ihre Selbstwillen. Du tust, um durch Tat zu Tat Frieden zu gelangen. Tat ist Frucht des Verlangens, das Verlangen ist endlos. Keine Tat bringt das Heil. Kein Tun stillt das Verlangen. Verlangen ist ewig wach. Befriedigung ist ewig Täuschung. Unerreichbares wehnst du durch Tat zu erreichen. Tat fördert neue Tat. Tat fordert neue Tat. Tat führt endlos zu Tat. Jede erfolgte Tat fesselt dich an den Erfolg der Tat. Tat verschuldet dich irdischen Mächten. Unselig ist alle Tat, eine ewige Kette.
Alle Tat, gute wie böse, schafft neues Karma. Keine Erlösung durch Tat tun wirkst du diese Welt. Darum ist gesagt, der Böshandelnde, der Guthandelnde bleibt durch sein Tun gebunden. Darum sagt Shankara, der Lehrer, die Seele von Bösem und Gutem befleckt. Seele wird nicht höher durch gutes Werk, Seele wird nicht geringer durch böses Werk. Sein Reich leidet durch keine Tat mehr. Über Gutes und Böses, über beides ging der Vollendete hinaus. Darum sagt Sri Bhagavad Gita Upanishad, alles Tun ist von Schuld umhüllt. Darum spricht die Gottheit Xna, ich bin außerhalb dieses Tuns. Darum lehrt das Heilweges Buch, das Höchste ist ohne Tun. Wer, solches wissend, von Gutem und Bösem sich rettet, der rettet sich von Sinnen zu Seele, der rettet sich zu Atma, der solches weiß. Ich rede zu Suchenden, zu dir, o Schüler, draußen Stehenden ein zu bewahrendes Geheimnis. Ehe du es wagst von Tat zu lassen, erfasse die Lehre wohl. Der Gedanke dieser Welt ist suchendes Verlangen. Blind irrende Gedanken des Verlangens walten übermächtig all überall. Was von Gedanken seelisch-sinnlich in dir haftet, lebt, schlägt Wurzel in dir, schafft sich zu deiner Seele. Es denkt und will und handelt in dir. Irresuchenden Gedankenstätte gewährend, irrst du im Wege zum hohen Ziel. Sei tätig, solange dir Tatbefriedigung gewährt. Sei tätig, doch sei nicht in der Tat. Wahre die Ruhe deiner Seele unberührt von Tat und Taterfolg selbst vergessen. Also tuend wird der Erkenntnis von Tat Tat ohne Täter. Von Leid und Tat ungeblendet wirst du sehend. In dir, o Teurer, wächst mit jeder neuen Erkenntnis der Gedanke. Nausfüber in diesem Leben ist die Lehre. Nun wohl. Wende dich von diesem Leben ab, das dir des Lebens höchstes Gut versagt. Seelenfrieden? Suche höheres Ziel. Du selbst bist Schöpfer und Vernichter. Aus deinem Verlangen schaffen sich die Welten. Dein Verlangen schafft diese, dein Verlangen schafft andere Welten. Was ist, ist durch Gegensatz. Dass die Welle sich hebe, muss ein Wellental sich bilden. Tat ist unablösbar von Leid. Kein Tun ohne Dulden. Ich-Dasein ist Tat und Duldung. Tat ist am Gegenstand. Tat ist gegen Widerstand. Was dem Täter Tat und Lust ist, ist Leid und Duldung dem Widerstehenden. Aller Fraß ist Fressen und gefressen werden. Lust und Leid ergänzt sich in Täter und Dulder. Alle Tat ist Frucht des Verlangens. Das Verlangen treibt dich. Den Trieb eher leidend, tust du. Tuend leidest du und leidend tust du. Leid aus sich hinaus verlegt, nennt sich Tat. Wir blinden Menschen erkennen das Leid nicht, wenn wir es Tat nennen. Durch Tat ist Leid, durch Leid Tat. Ich tue das Leid, ich leide die Tat. Ich tue oder dulde Leid. Ich leide, weil du mir Leid antust. Ich leide, wenn du mir Leid tust. Ich mache mich selbst leiden. Ich empfinde mich außer mir, ich leide in dir. Darum sagt Shankaracharya, Verehrung sei ihm. Tat dem Wesen nach Leid. Tat und Widerstand zwiefach Leid. Leid fordert Lust, Lust fordert Leid. Lust fremdes Leid, Leid fremde Lust. Lust ist Wirkung aus dir, Leid Wirkung auf dich. Der Hammer ist zum Schlag, der Amboss zum Widerstand bestellt. Im Hammer Lust und Leid, im Amboss Leid und Lust. Darum ist ein Wort für beides. Asthma. Was deiner Empfindung Anschauung gegensätzlich erscheint, Duldung wie Tat, wächst aus derselben Wurzel, unterschieden nur durch unterscheidende Benennung, wie Wille und Unwille, wie Ursache und Wirkung, wie Freiheit und Notwendigkeit, wie Zeit und Raum, wie oben und unten unterscheidende Namen in der Zerfall im Ursprung in Ich und Du. Eines in sich ist, was du in Karma mit gegenteiligen Namen bezeichnest. Eines, was du verlangend Lust, abweisend Leid nennst. Dasselbe unwillig-willig getan, willig-unwillig gelitten. Was von Gedankenwellen dir willkommen zuströmt, erbaut dich, baut das Ich in dir. Was dir behagt, was du willfährig aufnimmst, was du zustimmend, bejahend, wohlwollend umfasst. Was du einwilligend dir aneignest, was sich dir willig fügt, was dir zu Willen ist, was dein Wille, was du selbst bist, gebärt in dir, deine Seele bewegend. Zeit, Ursache, Freiheit, Tat und Lust du tust, dein Gegen-Ich duldet. Was, aus deinem Willen geboren, zu Unwillen in dir wird, was dir als Widerwille Abbruch tut, was dir entgeht, was du unwillig hingibst, unwillig entbehrst, was du widerstrebend empfindest, was dir widersteht, was erwidert, anwidert, was widrig, widerwärtig ist, was wider deinen Willen geschieht, wendet sich gegen dich, gewinnt Macht über dich,
Unterdrückt sich aus dem Raum deine Sinne bewegend als Duldung und Leid, Wirkung fremder Tat, Notwendigkeit dein Nichtig-Tut, du duldest. Du irrst in Anfang endlosem Kreislauf der Erscheinung. Du irrst nach Lust, und irrend irrst du. Dich gelüstet und du wandelst, Lust befangen, deine Empfindung zur Vorstellung, deine Einbildung zur Anschauung, Zustand zu Gegenstand. Wille wird Kraft, Zeit wird Raum, Ursache Wirkung. Du schaffst, lustgebunden, Zwang, Gesetz, Duldung, Notwendigkeit. Es ist Schrecken und Qual, Nacht und Tod. Dich gelüstet und du ziehst das Abgestoßene, Unlust, Gegenstand, Raum, Kraft, Wirkung, Notwendigkeit gewordene wieder zustimmend an dich an. Nimmst, Widerstand aufgebend, den Gegensatz widerwollend in dich auf. Wandelst Vorstellung zu Einbildung, wandelst Anschauung zu Empfindung. Durchbrochen ist der Zauber. Fremder Gegenstand ist eigener Zustand, was fern schien, ist in dir, was zu fallen schien steigt an, was niederging geht auf und alles geschehen, was Rückbildung schien wird Entfaltung, was Vernichtung entstehen. Kraft wird zu Willen, Raum wird zu Zeit, Wirkung wird Ursache, Duldung Tat, Notwendigkeit Freiheit, und was du Leiden und Tod nanntest, ist Leben und Lust. Du wandelst aus eigener Kraft schlaftrunken in eigener Schöpfung, und wandelnd wandelst du dich selbst, wandelnd wandelst du die Welt. Freudvoll sind diese Welten, doch vergänglich sind Freuden dieser Welt. Vergänglich wie Blüten, welkend wie Jugend, enttäuschend wie Liebesgenuss. Grauenvoll sind diese Welten, wahnbefangen, Not und Leid erfüllt. Ganz im Banne nimmer gestillten Verlangens, ganz im Banne ewig friedloser Tat, allen Schrecken preisgegeben dem Tode. Eine Welt, in der aller Sieg auf Niederlage ruht, alle Freude auf Schmerz, alle Lust auf Leid, alles Leben auf Vernichtung. Vom Brunstschrei bis zum Todesröcheln eine Welt aus Gier und Fraß, aus Angst und Flucht, aus Kampf und Qual. Ein ewig stürmendes Meer unabsehbar an Raum, endlos an Zeit an rastlos quälendem Leben, übervoll nur von einem Gedanken erfüllt, voll nimmer gestillter Gier, ringsum zu töten und tötend zu leben. Henker und Opfer zugleich, wir blinden Menschen. In allen Höllen und allen Erden dieser Welt in allen Himmeln. Eine Welt, die sich selbst frisst nie auszumessendes Maß von Leid. Wohl dir wehr dir, dass du blind bist. Wie vermöchte wohl, o Teurer, eine Welt auf tieferem Grauen zu ruhen? Wie vermöchtest du wohl, o Teurer, eine Welt zu ersinnen, grauenvoller als diese? Welten, die andere Welten verschlingen, selbst von anderen Welten verschlungen werden. Grauenvoll sind diese Welten, doch vergänglich ist alles Grauen. Grauenvoll sind diese Welten, alles Grauen dieser Welten ruht auf Lust. Die, erkenntnislos, sich zu Lehrern aufwerfen, reden von guten, reden von schlechten Welten. Toren klagen über Verschlimmerung dieser Welt, Toren träumen von einer Besserung dieser Welt, einer Welt, die ewig auf Verlangen und Widerstand ruht, ewig auf Tat und Duldung, ewig auf Lust und Leid. Dieser Welt Dasein ist durch Ursprung, durch Zwiespalt, durch Entzweiung ist diese Welt, durch Gegensatz, durch Widerspruch. Wie vermöchte, o Teurer, bei Menschen, bei Göttern, in Felsen oder Pflanzen, Tat zu schwinden, da Verlangen lebt? Wie vermöchte in der Welt Leid zu schwinden, solange Lust und Tat lebt? Wie gäbe es ein Wirken ohne Ziel, Verlangen ohne Tat, Tat ohne Widerstand, Widerstand ohne Leid? Wie vermöchtest du, o Teurer, in dieser Welt Sieger zu sein ohne Besiegten? Wie ein Selbst ohne Selbstsucht? Ein Ich ohne Du? Wo in dieser Welt weißt du ein Leben ohne Tod? Die Welt ist durch Kampf, Leben durch Vernichtung, aller Aufbau durch Zerstörung, alles Entstehen durch Vergehen. In allem Werden liegt Werwerden. Wie vermöchtest du diese sich also gestaltenden Welt in die Arme zu fallen? Wie vermöchtest du, o Teurer, Zeit und Raum durchschauen solcher Täuschung nachzuhangen? Erblinde für diese Welt. Von dieser Welt ungeblendet wirst du sehend. Wir Menschen steigen an zu Göttern und über Götter hinaus und mit uns steigt alle Gestaltung dieser Welt. Was wir heute Tier oder Leblos nennen, ist dann Mensch Mensch, wie wir heute Menschen sind, mit all unserer Lust und Qual. Menschen steigen an zu Göttern und Menschen bleiben im ewigen Kreislauf und Welt, bleibt Welt ewig wie heute ewig nach Erlösung dürstende Seele. Ein unabsehbar ewiger Strom, von Welten und Wesen, der, das All durchmessend, in seiner eigenen Quelle mündet. Wie Meeresatem. Flut folgt auf Ebbe, Ebbe auf Flut. Meeresbewegung wohl, doch keine Fortbewegung des Meeres. Wohl ist Zielbewegung innerhalb dieser Welt,
Doch keine Fortbewegung der Welt wohin auch, wenn nicht über die Welt hinaus? Wohl ist hier oben, doch ist kein oben allein. Wohl ist jetzt Flut, doch Flut ist durch Ebbe. Wohl tagt es, doch Nacht war es vor Tag und Nacht folgt dem Tage und Nacht ist es bei Tag. Nicht Tag allein ist Leben und Welt, Nacht nicht die Kehrseite des Tages. Ewig ist Tag und Nacht zugleich. Aus Einhauch und Aushauch ist Atem, aus Flut und Ebbe Meeresbewegung, aus Tag und Nacht, aus Lust und Leid die atmende Welt. Der Nachtschlaf ist Erwachen des Tages, Vergehen des Tages ist Entfaltung der Nacht. Was Entwicklung scheint, ist ewiger Kreislauf Einheit in sich, in dir unterscheidende Namen. Verlangen in dir äußert sich, Wille aus dir gewinnt außer dir Gestalt, Tat ausgeführt, im Gegenstand, selbstständig geworden, stellt sich als eigene Kraft wider dich. Bewusster Wille wandelt sich aus deinem Bewusstsein entlassen zu auf dich wirkende Kraft. Aus dir geboren, dein eigenes Kind legt Hand an dich. Du wirst von dem ergriffen, was du ergreifst. Du bist dem zu eigen, was du dein eigen nennst, und was du schlägst, schlägt dich. Dein Werk, aus dir gewirkt, ist Wirklichkeit und wirkt auf dich zurück. Vorstellend wirkst du und wirkend stellst du vor. Vorstellung ist Wirkung aus dir. Gegenständlich Vorgestelltes ist Gegenstand. Gegenstand widersteht. Widerstand ist Wirkung auf dich. Wirkend wirkst du auf dich selbst. Freier Wille, als Unwillen aus dir entlassen, nötigt dich, sich gegen dich wendend, als Notwendigkeit Karma. Alle Tat, alles Wirken, alle Wirklichkeit ist wieder dich selbst. Darum ist gesagt, gebunden ist Seele durch sich selbst. Du tust und leidest deine Tat. Alle Tat aus dir trifft dich selbst. Was du dem anderen zu tun vermeinst, Gutes wie Böses, tust du dir selbst. Deine Tat ist dein Urteil, deine Tat ist dein Schicksal. Alles Geschehen dieser Welt der Gottheit ewig ausgleichende Gerechtigkeit Karma. Darum ist gesagt, Vergeltung der Tat am Täter. Darum ist gesagt, das Trinken der Vergeltung. Darum wird gesagt, seine Lust büßen. Im verlangenden Ich wirkt sich das Werden dieser Welt. Alle Wirklichkeit ist atmendes Verlangen in dir. In dir ist alles Geschehen und alles Geschehenswertung. Die ganze Welt ist Inhalt deiner Seele, Ausdruck deines Verlangens, Abbild deiner Selbst, sinnlicher Entgegnung seelischer Bewegung in dir. Deine Vorstellung, dein Verhalten, deine Auffassung, Gesinnung, Neigung, deine Überzeugung schafft unterscheidende Namen und unterschiedene Dinge. Eins an sich ist, was du Ursache oder Wirkung, Freiheit oder Notwendigkeit, Tat oder Duldung, Leben oder Tod nennst. Du selbst bist Ursache. Aus deinem Verlangen schaffen sich die Welten. Dein Verlangen schafft alles, dein Verlangen wandelt alles. Endloses Verlangen in dir erscheint als endloses Werden. Aus deinem Verlangen wird die Welt erscheint und ist. Alles Wirken und Geschehen in dir, o Teurer, alle Bewegung und aller Stillstand, alle Unterscheidung und alle Wandel in dir, o Teurer werden wer werden in dir. Im Weichbild deiner Welt spaltet alles, spielt alles gegeneinander, hält alles sich die Waage? Alle Tat findet Vergeltung, alles Geschehen gleicht sich aus, aller Gegensatz hebt sich auf, alles Außereinander kehrt in sich zurück, wie Wellen sich ebnen. Dieser Weltgleichgewicht im ewigen Kreislauf durch Urteil und Gegenteil? Vergeltung durch Ausgleich, Frieden durch Gleichmut in dir, o Teurer, als ewige Gerechtigkeit, als Tugend und Glück, als Erkenntnis und Weisheit wach. Aller Gegensatz und aller Ausgleich ist in dir, o Teurer. Wie auch Verlangen und Tat, wie auch Liebe und Hass, Lust und Grauen, Leben und Tod in dieser Welt gegeneinander Stürme der Weltwesen ist unbewegt. Wie auch Tag und Dunkel dieser Welt, wechsle dem Wissen, denn leuchtet ewiges Licht. Stern du erkennst. Was du in Karma mit widersprechenden Namen belegst, ist willkürliche, in Gegenteile auseinanderspaltende, an sich nichtige Unterscheidung in dir. Was von solchen Unterscheidungen in dir als Urteil außer dir als Eigenschaft der Dinge erscheint, ist nur Kennzeichnung deines wechselnden Verlangens, deines wechselnden Zustandes zum selbstgeschaffenen Gegenstand. Eines ist, was du urteilend willkürlich scheidest. Eines, was du durch Willensgegensatz in dir zu Gegensätzen außer dir prägst. Willensgestaltung. Dein Willen und was wieder deinen Willen, wieder dein Wille ist. Urteil und Eigenschaft der Dinge und des Geschehens ist deine Empfindung und Widerspiegelung deines Innenbefindens. Ist deine Einbildung und nach außen Verlegung Auslegung deiner Einbildung, das ist Vorstellung? Unbewusst bewusste Einbildung, bewusst unbewusste Vorstellung. Eigengeschaffenes legen wir den Dingen bei und nennen es der Dinge Eigenschaften. Eigengewirktes Wirklichkeit dieser Welt.
Ich aus Essig wirkend, wirkt die Wirklichkeit dieser Welt. Ich ist Karma. Du selbst bist Ursache. Bist Anziehung und Abstoßung, Liebe und Hass? Lust und Leid ist Abbild deiner selbst, dein Werden wer werden. Einheit an sich in dir unterscheidende Namen. In deinem Herzen sind die Auseinandertretungen, Unterscheidung deine eigene Schöpfung. Nur in deiner Empfindung ist Wandel, nur in dir ist Leben und Atem, nur wo du bist, ist Welt. Spiel deiner Seele, lebendige Schöpfung aus eigener freier selbstherrlicher Kraft. Du erkennst dich Atma in allen Namen, du erkennst dich Atma in allen Wesen dieser Welt. Das alles bist du, endlos an Gestaltung und Zahl. Darum ist gesagt, Himmel und Erde in deinem Herzen. Durch Ursprung Urteil, sich abscheidend unterscheidet. Ich Welt? Weiß sich Bestand Akasa? Fühlt Verlangen Karma? Erfährt Wirklichkeit Karma? Unterscheidet in Akasa atmend. Zeit und Raum? Unterscheidet in Karma atmend. Wille und Kraft? Unterscheidet in Karma atmend. Tat und Duldung? Also Urteil Gegenteil atmend wirkt es sich in dir die Wirklichkeit dieser Welt. Alle Unterscheidung durch Abscheidung im Ursprung? Alle Verschiedenheit, alle Umwandlung, alle Vielheit bloße Worte, nur Namen eines ist es in Wahrheit. Sehend geworden erkennst du. Es ist der Welt, die dich lebt, atmen. Atme so, o Teurer, mögen wir Menschen, die Erscheinung durchschauend, uns Karma vorstellen. Vorstellung, nicht letzte Erkenntnis. Weg zur großen Lehre, draußen stehenden ein zu bewahrendes Geheimnis verhüllte Wahrheit Upanishad. So lautet in Aranada Upanishad der vierte Atthaya. Karma, Wirklichkeit? Nunmehr. Manas, Verstand und Urteil. V. Der urteilende Verstand Manas zu dem, was ich dir nunmehr zu sagen gedenke, o Teurer, behalte vor Augen. Geringes Verständnis spricht durch uns Menschen. Von Trugbildern unserer Sinne geblendet, taumeln wir, einer geängstigten Herde gleich, dahin und dorthin, von Torheit zu Torheit, wie Blinde von Blinden, wie Irre von Irren geführt. Sagt dir jemand. Zu verwerfen sei diese Lehre, sie hebe den Unterschied zwischen Recht und Unrecht auf, sie preise nicht das Gute und verabscheue nicht das Böse, so antworte ihm. Diese Lehre lehrt, über Recht und Unrecht hinaus, der Menschheit höchstes Ziel Selbstlosigkeit. Und gewiss. Festgefügt ist der Grundbau dieser Lehre, unerschütterlich, auf dem Grunde, der unsere Welt trägt. Ist das eine so ist das andere untrennbar? Untrennbar ist Erlösung von dieser Lehre vollem Erleben. Durch Ursprung. Urteil ich Erscheinung? Aus Urteil ich. Verlangen. Tat? Aus Tat Widerstand. Verständnis. Manas Manas Denktätigkeit dieser Welt, Namen des Bewusstseins. Unterscheidung, Überlegung, Erwägung, Einsicht, Verstand und Urteil. Also ist die Unterweisung. Ich komme auf Gesagtes zurück, o Teurer. Widersprechend ist der Wille in den beiden, die von getrenntem Standort aus verständnislos einander bekämpfen. Widersprechend auch das Urteil. Ich, siegend, will die Tat, und sein Urteil ist seinem Willen gemäß. Du bist meine Nahrung, ich töte dich, es ist mein Recht. Ich, unterliegend, will die Tat, und sein Urteil ist seinem Willen gemäß. Du darfst mich nicht töten, es ist Unrecht und Böse. Du erwägst zunächst das Urteil im Raum erscheinend. Der Gedanke in beiden ist einer. Ich Bestand, ich Verlangen, ich Tat. Bestand, Verlangen, Tat steht in ich und ich sich selbst gegenüber. Im einen wie im anderen derselbe Wille, dieselbe Tat widersprechendes Urteil. Jeder der beiden will die Tat tun, keiner der beiden will die Tat dulden. Wer angreift und siegt, lobt wollen und tun. Wer abwehrt und erlegt, schilt wollen und tun. Hier Lob, dort Tadel. Recht dem einen ist Schuld dem anderen. Urteil widerspricht sich im Raum. Ferner. Urteil in der Zeit erscheinend. Je nachdem ich Angriff Abwehr aufnimmt aufgibt, gestaltet sich das Urteil im Ich. Ich, das angreifend die Tat tun will, ich, das angegriffen die Tat nicht dulden will, wechselt seinen Stand zur Tat. Will, was es dem anderen antun wollte, nicht mehr tun. Will selbst erdulden, was der andere von ihm erdulden sollte, will dulden, nicht tun. Mit gewechseltem Standort wechselt der Wille, mit gewechseltem Wollen wechselt das Urteil. Ich schilt, was es lobte, ich lobt, was es schalt. Urteil wechselt in der Zeit. Und ferner. Urteil in sich. Je nach dem vierfachen Standort des Ich im Verlangen, je nach zwiefachem Stand des Ich in sich, je nach zwiefachem Stand des Ich außer sich, ist die Beziehung des Ich zum gegenständlich aufgefassten Gedanken,
ist Willen und Urteil des Ich. Ein und dasselbe Ding, dasselbe Tun, derselbe Vorgang, ein Geschehen, ein Gedanke erscheint im Ich als verschieden, als in Gegenteile zerfallen, als zweierlei, je nach dem Willensstandort des Ich zum Gedanken, je nachdem der Gedanke dem Ich als Gegensatz zu sich, oder als Gegensatz in sich, als fremder Gegenstand oder als eigener Zustand erscheint. Der einheitliche Gedanke. Fraß wird zweierlei. Fraß an dir, Fraß an mir, fressen und gefressen werden. Dasselbe eine unveränderte Ich urteilt über denselben einen unveränderten Gedanken vom selben Standort zur selben Zeit zwiefach? Zwiefach auf jedem Standort, zwiefach zu jeder Zeit? Gut und zugleich böse, schön und zugleich hässlich, recht und zugleich schuld, je nachdem ich den Gedanken aufnehmen oder abweisen will, je nachdem das Urteil dem eigenen oder dem gegenständlichen Ich gelten soll, je nachdem das Urteil mein Ich am Ich oder dein Ich dem Ich betrifft. Angreifend hält ich Angriff für recht, doch selbst angegriffen für schuld. Fressend hält ich das Tun für löblich und gut, doch selbst gefressen für unrecht und böse, dich fressen ist recht, mich fressen ist schuld. Lob und Tadel, gut und böse, schön und hässlich, Fraß und Nicht-Fraß in einem Atem, verlangen, urteilend, steht sich selbst gegenüber. Alles Urteil trägt sein Gegenurteil in sich. Wie kein Teil ohne Gegenteil, so kein Urteil ohne Gegenurteil. Urteil ist nicht nur zwiespältig vom zwiefachen Standort des Ich im Raum, nicht nur zwiespältig vom zwiefachen Standort des Ich in der Zeit, Urteil ist zwiespältig in sich. Alles Urteil ruht in der Selbstherrlichkeit Ich. Alles Urteil im Ich ist willkürlich wechselnd. Urteil widerspricht sich im Raum. Urteil wechselt in der Zeit. Alle Entscheidung im Urteil ruht auf Entscheidung im Willen. Willen liegt unmittelbar in jedem Urteil. Urteil und Willen deckt sich. Urteil ist Ausdruck des Willens. Immer ist Willen Lust. Immer ist Unwille Leid. Willen hat immer Recht. Ich habe Lust, ich will. Ich leide es nicht, will nicht. Was ich will, ist gut. Ich will es, darum ist es gut. Böse ist, was ich nicht will, was nicht ich will, was mich will. Ich habe Recht heißt. Ich will. Du hast Unrecht heißt. Ich will nicht. Du sollst ist dasselbe wie ich will. Du darfst nicht ist dasselbe wie ich will nicht. Alles Gebot, alles Verbot müßige Fragen dem Wissenden. Was ich an mich ziehe, nenne ich anziehend. Was wider mich ist, ist widerlich. Was mir schadet, ist schädlich. Was meinen Zwecken dient, ist zweckmäßig. Was nicht mehr nutzt, nichts nutz ich. Was zu schonen ist, ist schön. Was ich liebe, ist lieblich. Was ich hasse, hässlich. Lust hier ist Leid dort. Lust jetzt ist Leid dann. In Lust ist Leid, in Leid ist Lust. Lust ist Leid, Leid ist Lust. Keine guten und keine bösen Dinge auf der Welt. Keine guten, keine bösen Geschöpfe. Keine guten, keine bösen Menschen. Böse ist, was zu mir böse ist. Gut ist, was zu mir gut ist. Du willst Wirkung aus dir? Ungewollte Wirkung auf dich nennst du böse. Gutes wie Böses ist nur in deinem Urteil sonst nirgends. Du lobst und tadelst dich selbst, je nachdem du am Gegenstand Anteil nimmst, je nachdem du dich selbst im Gegenstand bewusst oder unbewusst empfindest. Du erkennst. Es gibt kein Urteil an sich. Urteil ist nur Rechtfertigung, nur Entschuldigung, nur Beschönigung deines Verlangens. Was als Urteil im Ich erscheint, ist Willensausdruck. Wille ist Ich. Ich will, ich urteilt. Es gibt kein Urteil, Ich ist Urteil. Dies wunderbar Einfache erfasst die Menschheit nicht. Wie dein Stand im Raum bestimmt, was mit rechts oder mit links, was mit oben oder mit unten zu bezeichnen sei. Wie dein Stand in der Zeit bestimmt, was du als Vergangenheit und was du als Zukunft unterscheidest, so bestimmt deine Beziehung zum Gedanken, dein Zustand zum Gegenstand das Wollen, in dem du selbst, was du gut oder böse, schön oder hässlich, recht oder schuld nennst, und wie jenen Bedeutungen, so kommt auch diesen keine Wahrheit zu. Wie deine Gegenwart in Raum und Zeit ein willkürlicher Scheidepunkt ist, der dir das Recht zu geben scheint, Verschiedenheit zu schaffen, ein Rechts und ein Links, ein Oben und ein Unten, ein Vorher und Nachher zu unterscheiden, so schafft deine Gegenwart zum Gegenstand, deine Beziehung zum gegenständlich aufgefassten Gedanken, dein Stand im Verlangen, der Wille in der du selbst Unterscheidung im Ungeschiedenen, macht dich als Gegensatz unterscheiden, was eines ist. Dein Verlangen du selbst. In deinem Herzen sind die Auseinandertretungen, in der ist Unterscheidung und aller Wandel der Unterscheidung. Wie aus rechts links wird, wie aus oben unten wird, wie aus hier dort wird, wie aus Zeitraum wird, aus Willenkraft,
aus Freiheit Notwendigkeit, aus Tat Duldung, aus Lust Leid, aus Liebe Hass, so wird aus Gut Böse, aus Böse Gut, sobald du atmend dich in Gedanken wendest. Du neigst dich dem einen zu und neigst dich dem anderen ab. Dein Standort bedingt deinen Zustand, dein Zustand bedingt Willen und Urteil, Wille und Urteil bist du selbst. Du urteilst gerecht nach bestem Wissen und Gewissen. Wie du auch urteilst, du urteilst von dir aus. Von deinem Standort aus beurteilst du deinen Gegenstand. Je nach deinem Verständnis, je nach deinem Abstand oder deinem Anstand bildet sich dein Urteil. Wie du auch urteilst, es bleibt dein Urteil. Du erwartest, hoffst, nimmst Anteil. Deine Zuneigung entscheidet oder deine Abneigung, Nähe oder Ferne deines Standortes. Wechselt dein Standort, so wechselt deine Ansicht. Wechselt deine Ansicht, so wechselt dein Urteil. Du schaust und urteilst vom Standort des Täters oder schaust und urteilst vom Standort des Dulders. Du versetzt dich in die Lage des Henkers oder in die Lage des Opfers. Du nimmst, je nachdem du dich selbst fressend oder gefressen fühlst, bewusst oder unbewusst Partei. Dein Urteil ist deine Anteilnahme, deine Beteiligung am Gegenstand. Was dem Beurteilten von dir zuteil wird, bist du selbst. Dein Urteil ist dein Eingehen in den Gegenstand, dein Interesse, dein Einssein mit dem Gegenstand. Du bist Richter in eigener Sache und urteilen triffst du dich selbst. Wie du auch urteilst, dein Urteil bleibt einseitig. Doppelseitiges Urteil wäre Widerspruch in sich. Vollständiges Urteil wäre vollständiges Teil. Gerechtes Urteil urteilt nicht. Bedeutungslos, ob jemand deinem Urteil widerspricht, denn er urteilt von eigenem Standort. Bedeutungslos, ob jemand deinem Urteil zustimmt. Bedeutungslos, wenn die Besten deines Volkes und aller Völker deines Urteils sind. Alle die, welche deinem Urteil beistimmen, stehen bei dir, sind dir Beistand, vertreten deinen Standpunkt, sind mit dir einverstanden, deine Standesgenossen, deine Partner, nichts mehr. Alles Urteil ist Partei. Alle Urteilswertung liegt in dir. Was du am Gegenstand beurteilst, bist du selbst. Am Wesen des Beurteilten haftet kein Hauch deines Urteils, in keiner Form, in keinem Sinne, weder offen noch verborgen, weder hier noch sonst wo, weder heute noch je. Urteil ist Ausdruck deines Verlangens. Alle Wahrnehmung schafft sich in dir. Gleich viel, ob du solche als unbestreitbare Beschaffenheit des Gegenstandes erachtest, oder als eigengeschaffenes Willensurteil durchschaust. Eigenschaft außer dir und Urteil in dir ist eines. Je nach sinnlicher oder seelischer Auffassung erscheint dir das Geschaute fremd oder eigen, sachlich in sich oder willkürlich aus dir. Was dir Eigenschaft der Dinge scheint, ist Auslegung deiner Empfindung, ist dein eigener Zustand in den Gegenstand verlegt, ist schaffendes Verlangen aus dir in deinen Gegenstand übertragen. Seelisches Verlangen in dir gewinnt sinnliches Leben außer dir. Verlangen ausgelegt, im Raum selbstständig geworden, wird leibhaftig, tritt dir als Ding verkörpert gegenüber. Deine eigenen Seeleschöpfung, in räumliche Wirklichkeit hinaus verlegt, ist außer dem Bereich deiner Seele dir entfremdet, darum von dir nicht mehr als Eigenschaffung erkannt, darum als Ding und Eigenschaft des Dinges sinnlich geschaut. Je unmittelbarer die schaffende Vorstellung aus dir quillt, je unbewusster du selbst deine Vorstellung bist, desto fremder und ferner, desto unbedingter erscheint dir das zur Vorstellung gewordene, erscheint sachlich an sich. Erscheint dir aber Ding und Eigenschaft sachlich und unbedingt an sich, so erscheint auch alle Wahrnehmung am Dinge. Vielheit, Maß und Lage, Bewegung, Verhalten und Verhältnis der Dinge untereinander unbedingt, so erscheint die ganze dingliche Außenwelt, alle Wirklichkeit unabhängig von dir, unabhängig von deiner Wahrnehmung und Empfindung. Was unbedingt scheint, bedingst du selbst. Die Bedingung ist in dir, daher die scheinbare Unbedingtheit. Dein Anteil an den Dingen schafft Ding und Eigenschaft der Dinge. Der Dinge Anteil an dir ist dein Urteil und bist du selbst. Eigengeschaffenes legen wir den Dingen bei und nennen es der Dinge Eigenschaften, eigengewirktes Wirklichkeit dieser Welt. Urteilendes Urteil ist nur, wo eine Beurteilung von Ding und Eigenschaft, wo eine Teilung im Urteil möglich ist. Ist eine Wahlentscheidung zwischen Möglichkeiten eine Willkür im Urteil nicht denkbar? Das heißt, sind Zweifel, das heißt zwei Fälle im Urteil ausgeschlossen, so ist kein Urteil, so ist bloße Benennung oder erweiterte Einsicht Entdeckung nicht Urteil. Wie die drei Seiten eines Dreiecks, einer dreigeteilten Geraden entnommen, ergeben zusammengetan wieder die Gerade. Die drei Winkel eines Dreiecks, dem dreigeteilten Winkel einer Geraden entnommen, ergeben zusammengetan wieder den Winkel einer Geraden nicht Urteil,
sondern bloßes Ergebnis einer Dreiteilung und wieder Zusammenfügung der Dreiteilung? Selbstverständlich daher unwiderleglich, nichtssagend daher widerspruchslos, gleichgültig daher allgemeingültig, daher unbedingt, sachlich an sich erscheinend? Bloße Wiederholung desselben, wie? 2 mal 2 gleich 4, das heißt, wir ist das gleiche wie 2 mal 2, bloße Umstellung oder Umbenennung, dieselbe Aussage mit anderen Worten fälschlich Urteil genannt. Willenloses Urteil, Erteil in sich ist undenkbar, schüfe ewig Unlösliches, schüfe sich selbst Aufhebendes wäre sinnliche Gottheit undenkbar. Dein Urteil wertet den Gegenstand. Was von Geschehen oder Dingen dir gleichgültig oder wertvoll erscheint, was zweckmäßig oder ziellos, unwiderleglich oder fraglich, vergänglich oder ewig, Zufall oder sogenanntes Gesetz, alle Wahrnehmung und Eigenschaft, unmittelbare Gewissheit oder bloße Benennung, alles außer der Erscheinende ist aus dir hinaus verlegte Vorstellung sinnlich gewordener Entgegnung seelischer Bewegung in dir, Ausdruck deiner Anteilnahme, deiner Wertung, Abschätzung, Maß deines Verlangens, Widerschein deiner selbst. Die ganze Welt außer dir ruht auf Verlangen in dir, einheitliches Verlangen vom urteilenden Ich als eigener Zustand oder als fremder Gegenstand aufgefasst. Verlangendes Urteil, urteilendes Verlangen in dir ist weltzeugende Kraft, aus dir gezeugte Überzeugung du selbst. In dir ist Ursprung, du selbst bist die in Raum und Zeit erscheinende, die wirkliche Welt. Wie gäbe es in der eigenen Erscheinungswelt eine Erscheinung unabhängig von dir? Wie wolltest du die selbst geschaffene Welt anders als in dir selbst erfassen? Du bist Herr und Maß, Gesetz und Schöpfer aller Dinge und deiner selbst. Was unergründbar bleibt, ist unergründbarer Ursprung und Auflöslichkeit ewiger Wahrheit bist du selbst. Ein Hell von Zweifeln stürmt auf dich, ein Hoffe auf Erleuchtung sei der Erleuchtung gewiss. Noch einmal. Alles Urteil ist nur in dir. Alles Urteil trägt sein Gegenurteil unmittelbar und unablöslich in sich. Alles Urteil hebt sich mit gewechseltem Willen zu nichts auf. Urteil hat in sich, Urteil hat in dir keine Geltung, ist gleichgültig, gleich ungültig, bedeutungslos, sinnlos, leer, nichtig in dir, nichtig in sich. Du erkennst, was du urteilend mit widersprechenden Namen belegst, ist willkürliche, in Gegenteile auseinanderspaltende, an sich nichtige Unterscheidung in dir. Was von solcher Unterscheidung in dir als Urteil außer dir als Eigenschaft der Dinge erscheint, ist Kennzeichnung deiner Gegenwart im Verlangen, Kennzeichnung deiner Beziehung zum Gegenstand, dein Standort, dein Zustand, dein Verstand. Urteil und Eigenschaft ist deine Empfindung und nach außen Verlegung, Auslegung deines Innenbefindens, deine Einbildung und Widerspiegelung deiner Einbildung, das ist Vorstellung, unbewusst-bewusste Einbildung, bewusst und bewusste Vorstellung je nach deinem Wachsen oder Welken im Atem dieser Welt, Atem des Verlangens, Lust oder Unlust, Liebe oder Hass, je nach deiner Stimmung ist deine Bestimmung des Gegenstandes, je nachdem dir zumute ist, deine Zumutung an den Gegenstand, je nach deinem Verhalten dein Dafürhalten, je nach deinem Befinden ist deine Empfindung, je nach deiner Einstellung deine Vorstellung, deine Auffassung, Beziehung, Gesinnung, Neigung, dein Werden, Werwerden schafft Urteil, Namen und Dinge. Eines ist, was du urteilend willkürlich scheidest. Eines, was du durch Willensgegensatz in dir zu Gegensätzen außer dir prägst, Willensgestaltung, dein Wille und was wieder deinen Willen wieder dein Wille ist. Aus dir gewirkt, auf dich wirkend Wirkung und Wirklichkeit dieser Welt, deine eigene Schöpfung du selbst. Solches hast du klar erkannt. Es gibt kein Urteil an sich. Aufgegangen in dir ist diese Erkenntnis. Von solcher Erkenntnis vermagst du ferner nicht mehr abzuweichen. Bedeutungslos, wenn die verworren denkende Menge solcher Erkenntnis fern bleibt. Bedeutungslos, wenn einsichtige und wohlwollende Männer vor solcher Erkenntnis zurückschrecken, wenn solche, die sich für Wissende halten, bisher nicht gleich dir erkannten. Bedeutungslos, wenn solche Erkenntnis in keinem der zahllosen Geschöpfe dieser atmenden Welt aufgeleuchtet wäre, von Menschen keinem, von Göttern keinem, wenn du allein stündest mit solcher Erkenntnis bedeutungslos, unerschüttert bleibt. Es gibt kein Urteil. Urteil ist Wille, Wille ist Ich, Ich ist Urteil, wie im ersten Samenerguss die ganze Menschheit ruht, so ruht alles Urteil im Urteil Ich. Ich Urteil ist Ich Urteil. Darum lehrte Shinshikpa, der Feindbesieger und heilig vollendete Buddha, dass alles Auffassen in der Ichheit ein Nicht-Auffassen sei. Ausgelöscht sind die in Rede stehenden Begriffe, ausgelöscht alle dazwischenliegenden, alle verwandten Bezeichnungen, Beilegungen, Eigenschaften, ausgelöscht alles Urteil, alles an sich sein dieser Welt. Alle Unterscheidung durch Urteil, Recht und Schuld, Gut und Böse, Lob und Tadel,
Schön und hässlich Gebot, Verbot bloße Namen, nur Worte die sogenannten ewigen Gesetze müßige Fragen dem Wissenden. Ausgelöscht vernichtet, worauf die Welt gebaut in Spiel deiner Seele, ein bloßes Bild, ein Traum nicht ist Urteil, nicht sind diese Begriffe in Wahrheit. Solches hast du klar erkannt? Von solcher Erkenntnis vermagst du ferner nicht mehr abzuweichen. Es sei denn, dass du über dieses hinaus zu tieferer Einsicht zu gelangen vermöchtest. In deinem Herzen sind die Auseinandertretungen, in deinem Herzen ist Unterscheidung und Wandel der Unterscheidung, in deinem Herzen die Schöpfung dieser Welt. Du selbst schaffst Zeit und Raum, du selbst bist Willen und Kraft, in dir ist Tat und Duldung, Ursache und Folge, Freiheit und Notwendigkeit. Durch dich ist Verstand und Urteil, Recht und Schuld, Gut und Böse, Schön und Hässlich, durch dich ist diese Welt. Du bist Verlangen und Tat, Gesetz und Richter, Herr und Knecht, Schöpfer und Vernichter deiner Welt Leben und Atmen Atma ausgelöscht, vernichtet, was unantastbar, was ewig schien und nur eines besteht. Ich. Ich und die Welt, die das Ich sich schafft, die Welt mit allem Heil und Unheil, mit aller Herrlichkeit und aller Qual, aller Hoffnung und Enttäuschung, aller Hoheit und aller Nichtigkeit, die Welt des Guten und Bösen. Keine Welt ohne Ich und Verlangen, keine Welt ohne Tat und Tatwiderstand, keine Welt ohne Lust und Leid, keine Welt ohne Gut und Böse. Untrennbar ist Böses von Gutem, untrennbar Gutes und Böses von Ich und Welt. Ursprung des Bösen ist Ursprung des Ich. Das Böse zu treffen, trifft dich selbst. Darum sagt Omar, der Zeltweber: Ich selbst bin Himmel und Hölle. Dies ist Lösung der Frage, um die du mich angingst, Ursprung des Bösen, Quell alles Guten, restlose Lösung. Es gibt nur ein Böses in der Welt. Die Ich Bin-Heit, Selbstsucht, und alles was du Sünde, Knechtschaft, Leiden nennst, fließt aus ihr Samsara. Es gibt nur ein Gut in der Welt. Selbstlosigkeit und Erlösung fließt aus ihr Nirvana. Erlösung vom Bösen ist Erlösung vom Ich. Selbstsucht zu Ende gedacht ist Selbstlosigkeit. Sei selbstlos aus Selbstsucht. Gib alles auf, um alles zu gewinnen. Du bereicherst dich gebend, nehmend beraubst du dich. Es ist kein anderer Weg zum Gehen der heilige Weg aus Schein zu Wahrheit, aus Nacht zu Licht, aus Tod zu Unsterblichkeit. Stern, noch einmal durchdenke ich mit dir das Geschehen dieser Welt, die zwiefache in Gegenteile zerfallende Beziehung des sich zum eigenen gegenständlich aufgefassten Gedanken. Abstand der Gegenteile voneinander und Verstand der Gegenteile zueinander. Den Weg aus Standhaftigkeit zu Verständnis, den Weg aus Blindheit zu Erkenntnis, den Weg aus dem Ich zum Nicht-Ich. Zwischen Ich im Eigenstand und Ich im Gegenstand liegt die trennende Vorstellung. Nicht-Ich. Ich, vom Trugbild der Sinne geblendet, wer kennt sich im gegenüberstehenden Ich, wie der Hund sich selbst im Spiegel anknurrt. Zwischen Ich und sich klafft Spaltung, Zwietracht, Zwist, Kampf. Ich hier. Ja, ich will dich. Ich dort. Nein, ich will dich. Verlangen lebt, wächst, übersteigt sich fällt. Henker und Opfer kommen sich entgegen. Ich hier, wie ich dort, wechselt in seinem Zustand, lässt von seiner Standhaftigkeit, gibt Widerstand auf, nimmt Abstand vom Eigenstand, nähert sich seinem Gegenstand, wer stellt sich auf den Stand des Gegners, wer ständigt sich mit ihm, wer steht ihm, ich hat Selbstständigkeit aufgegeben, ich hat Verstand gewonnen. Ich hier wie ich dort ändert mit geändertem Stand Ansicht und Willen. Ich ändert sich, ich wird ein anderes. Ich wandelt in Zeit und Raum. Ich Standortwandel wandelt das Ich. Fremder Gegenstand wird durch Verstand zu eigenem Zustand. Ich hier wie ich dort ist aus Raum in Zeit getreten, eins mit seinem Gegner. Kein Gegner mehr, keine Gegnerschaft, kein Widerwille, kein Widerstand, keine Tat. Ich hat sich durch Verständnis im Wieder-Ich wiedererkannt, ich hat Erkenntnis gewonnen. Ich hat im Du sich selbst wiedergefunden. Raum entzweit, Zeit eint. Was im Raum geschieden ist, fällt in der Zeit zusammen. Was sinnliche Anschauung trennt, eint seelische Erkenntnis. Ich und ich, von blinder Anschauung auseinander gehalten, fallen, sehend geworden in einander. Und noch einmal. Sittlichkeit ist Durchschauen der Erscheinung. Ich Urteil, in sich gespalten, von sinnlicher Vorstellung, nicht ich, geblendet, in zwei Ich gegeneinander entzweit. Ich hier. Ich will Tatangriff gegen dich. Ich dort. Ich will Tatabwehr gegen dich. Ich, durch seelisches Verständnis sehend geworden, erkennt im Nicht-Ich sich selbst, das Trennende hier und dort ist fortgefallen, wer ein Ich, ein Mütig, ein Ich, eines Willens. Keine Tat gegen mich selbst.
Sich selbst im anderen erkennend vermagst du nicht böse zu wollen. Wie ein Ich auf zwei Standorten im Raum in zwei Ich gegeneinander entzweit ist, so sind zwei Ich in der Zeit auf einem Standort zueinander vereint. Eines aller Zwiespalt durch Ich-Dasein, durch Ich-Binheit, Asmita, durch Selbstsucht, alle Eintracht durch Verständnis, durch Erkenntnis durch Selbstlosigkeit das Geheimnis alles Geschehens, alles Werdens und Vergehens, alles Lebens, alles Streites, alles Friedens, aller Sittlichkeit auf Erden der Weg aus dem Ich zum Nicht-Ich, der Weg zur Erlösung, der heilige Weg. Stern durch Ursprung in Ich und Ich. Ist Entzweiung, Verlangen hier und Widerstand dort, Eintracht durch Erkenntnis. Geschlossen hat sich der Zwiespalt, ausgefüllt die Kluft, verraucht das Verlangen. Der Streit ist begraben, aufgegeben Tat, Frieden gewonnen. Erreicht aller Sittlichkeit höchst gepriesenes Gut, erstanden das Wunder. Selbstlosigkeit Nirvana in Samsara. Durch Ursprung Urteil, sich abscheidend, unterscheidet. Ich und Welt? Unterscheidet daseiend. Zeit und Raum? Unterscheidet verlangend. Wille und Kraft? Unterscheidet wirkend. Tat und Duldung, Freiheit und Notwendigkeit, Lust und Leid? Unterscheidet urteilend. Gut und Böse, Recht und Schuld, Schön und Hässlich? Also in allen Dingen dieser Welt Urteil Gegenteil atmend wirkt es sich die Wirklichkeit, wirkt es sich das Verständnis dieser Welt. Alle Unterscheidung durch Abscheidung im Ursprung? Durch Urteil Entscheidung alle Verschiedenheit? Alles Erscheinende durch Urteilsurteil. Auf bloßen Worten beruht die Vielheit, nur Namen eines ist es in Wahrheit. Sehend geworden erkennst du. Es ist der Welt, die dich lebt, atmen. Atma geringes Verständnis lebt in uns Menschen. Vom Trugbild dieser Welt geblendet, irren wir, einer dürstenden Herde gleich, dahin und dorthin, blind gegen den Quell alles Lebens. Wo ist Erlösung? Da, wo Erkenntnis ist. Sagt dir jemand. Zu verwerfen sei diese Lehre, sie hebe den Unterschied zwischen Recht und Unrecht auf, sie preise nicht das Gute und verabscheue nicht das Böse, so antworte ihm. Diese Lehre lehrt über sinnliche Erscheinung hinaus Seeleneinheit über menschliches Urteil hinaus der Menschheit höchstes Ziel. Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit löst aus den Fesseln des Ich, aus den Fesseln nimmer gestillten Verlangens, aus nimmer gestillter Hoffnung, aus dem Kerker dieser Welt zur urewigen Heimat. Und gewiss. Festgefügt ist der Grundbau dieser Lehre, unerschütterlich, auf dem Grunde, der unsere Welt trägt. Ist das eine, so ist das andere untrennbar? Untrennbar Erlösung von dieser Lehre vollem Erleben. Nicht an vergänglichem Werke wirke ich, in der Gottheit tiefen ruht die Lehre, Menschen im Körper schier unergründlich, unergründlich. Ehernes Tor der Erkenntnis erlösende Wahrheit. So lautet in Aranada Upanishad der fünfte Adhyaya. Manas, Verstand und Urteil? Nunmehr. Buddhi, Erwachen. 6. Erwachen aus der Erscheinung Buddhi zu dem, was ich dir noch vom Kreislauf der Erscheinung zu sagen gedenke, o Teurer, erfasse wohl. Auf einem Gedanken ruht wovon ich dir rede Samsara? Auf Umzulangen im Ursprung auf Verlangen ruht diese Welt. Eines ist, was wir, in dieser Welt erwachend, rastlos suchen. Eines, was wir, in irdischer Anschauung befangen, vielheitlich schauen. Eines nur, was wir mit zahllosen Worten benennen. Alles Geschehen und alle Gestaltung, aller Geschöpfe und aller Welten all einiger Gedanke. Verlangen, Verlangen, dem Ursprung entquellend, Verlangen nach Überbrückung der Kluft, Verlangen nach Wiedervereinigung unserer Lebenssinn und aller Welten Ziel. Verlangen nach Erlösung. Was ich dir von tiefer Erkenntnis verkündige, besitzt die Menschheit nicht, und nicht überliefert wurde mir die Lehre aus der Gemeinschaft hoher Meister. Den Sinnen entrückt, der Gedankenqual entronnen, in wunschloser Allhingebung versunken fand ich mich erleuchtet. Erkenntnis trat zutage, wuchs und erstarkte. In solche Erkenntnis weihe ich dich ein? Von solcher Erkenntnis getragen erachte dich auf rechtem Wege du nast den Wissenden. Allursprung. Urteil und Gegenteil? Aus solcher Entzweiung. Verlangen nach Ergänzung? Aus solchem Verlangen. Tat? Aus Tat Widerstand. Erkenntnis Buddhi aller Welten hohe Ziel. Erfasse den großen Gedanken, ehe deine Lippe ihn ausspricht erwachen dir Menschheit wer sein Heil im Ich sucht, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit. Wer sein Heil in dieser Welt sucht, der bleibt dieser Welt verfallen, dem ist kein Entrinnen aus ungestilltem Verlangen, dem ist kein Entrinnen aus nichtigem Spiel, dem ist kein Entrinnen aus den engen Fesseln des Ich. Wer sich aus dieser Welt nicht erhebt,
der lebt und vergeht mit seiner Welt. Wem die Gnade des Chwara das Auge geöffnet hat, der durchschaut diese Welt. Wer diese Welt durchschaut, der ist für diese Welt verloren. Darum ist Erkenntnis Enttäuschung, darum ist Erkenntnis Erwachen. Erwachen ist Erlösung, Erlösung ist Vollendung in Gottheit. Davon ist gesagt. Erkenntnis und einen anderen Weg hat der Mensch nicht. Hüte das Urerbe dir zum Heil und allen denen, die auf Erden mit dem Tode ringen. Stern also ist die Unterweisung. Aus Sinneswahrnehmung wird, was du Wirklichkeit dieser Welt nennst. Was deinen Sinnen wirklich wahr scheint, ist deinem Nachsinnen hinfällig. Was deinen Sinnen standhält, flieht vor deinem Besinnen, mündet, sich selbst widersprechend, in Widersinn, und nur in sinnlicher Auffassung scheint Sinn in der Welt. Und gewiss. Wäre letzter Sinn in der Erscheinung, so wäre Erscheinung Wesen. Sinneswahrnehmung in dir ist rings um dich sinnlich begrenzt. Grenze deines Schauens ist der Gegenstände sinnlicher Widerstand. Seele der Dinge bleibt deinen Sinnen ewig unnahbar. Wie ein Stromufer von Ufer trennt, so trennt sinnliche Anschauung Seele von Seele. Und wie du von Ufer zu Ufer auf unsicher schwankender Fähre gelangst, so gelangt Seele zu Seele durch blind suchende Sinne. Und wie ein mächtiger Strom jenseitiges Land völlig deckt, so decken zügellos stürmende Sinne alle Seele außer dir. Irdische Wahrnehmung ist der Blindheit vergleichbar. Was wir hier in Gestalten und Farben gläubig schauen, ist nicht die Welt. Samsara zeugt blinde Kinder. Maya. Es scheint, es stellt sich dar, es mutet dich an, dich gelüstet danach und du erliegst der Lust. Von gleißender Erscheinung geblendet, suchst du unsicher tastend dein Ziel, taumelst Wahnbildern folgend, von Trug zu Trug wahrlich einem Trunkenen vergleichbar. Und wie ein Trunkener unter den Hufen einer Büffelherde sich im Paradiese träumt, so träumst du trunken von Sinneslust ein erlogenes Glück, die ewige Lüge. Verlangen in dir ist der Seele Verlangen nach ewigem Ziele. Sinneswahrnehmung in dir hält dich in vergänglicher Erscheinung zurück. Die Erscheinung ergreifend, bist du ergriffen Seele in den Fesseln der Sinne. Darum sagt Maitrayana Upanishad. Seele von den Gegenständen überwältigt. Darum sagt man. Sich ernüchtern, wieder zu sich kommen, sich auf sich selbst besinnen. Darum lehrt der Erlauchte. Unterscheidung des Wandelbaren vom Unwandelbaren, des Ewigen vom Vergänglichen, Unterscheidung des Wesens von der Erscheinung. Unabsehbare Kluft, unlöslicher Widerspruch uns irdisch Schauenden zwischen Erkenntnis und Anschauung. Torheit, ewiges Ziel in vergänglicher Erscheinung zu suchen. Daraus sinnloses Hasten und Irren, endloser Wechsel, unablässige Erneuerung. Daher die Unbeständigkeit, die Friedlosigkeit, die Vergänglichkeit alles Irdischen. Daher die Unsinnigkeit steter Wiederholung alles Geschehens, aller Gebilde, aller Gedanken ein rastloser Kreislauf von Hoffnung zu Enttäuschung. Darum die Unzulänglichkeit, das Stückwerk, die Unvollkommenheit aller Dinge, die Unwiederbringbarkeit der Zeit, die Unüberwindbarkeit des Raumes, darum des hohen Zieles Unerreichbarkeit, des Zweifels Unstillbarkeit, die Trostlosigkeit, die Widersinnigkeit, Verruchtheit dieser Welt. Diese Welt ist für Kinder und Wölfe, und so sehr sind wir Kinder und Wölfe, dass wir uns in solcher Welt gefallen. Der Weltlust ist Fraß, der Weltlohn ist Trug, der Weltziel ist Vernichtung und du solcher Welt williger Sklave. Ist Lust Frieden? Und ist nicht verlorene Lust Schmerz? Und wäre nicht dauernde Lust Qual? Und schließt nicht Lust Seligkeit aus? Wagst du es zu widersprechen? Was auf Erden vermöchte Verlangen nach dem Höchsten zu stillen? Verlangen nach Gottheit. Das Gepräge dieser Welt ist Vergänglichkeit. Was von Gedanken und Dingen dieser Welt lebt, atmet in Einhauch und Aushauch, aus Entstehen zu Vergehen. Alles werden durch Absonderung, durch Abstammung, durch Verzweigung, durch Spaltung, durch Unterscheidung voneinander. Alle Empfindung und Wahrnehmung durch Abstand. Alles Wollen und Tun durch Gegenstand und Widerstand. Ich nicht ich Bewusstsein durch Anstoß und Hemmung. Leben und Dasein durch Wandel, nichts was unverändert, nichts was beständig, nichts in Frieden im Himmel und auf Erden. Samsara ist Wechsel. Wer Frieden im wechselnden Samsara sucht, der ist betrogen. Frieden kann nur zu Unfrieden wechseln. Dieser Welt Bestand durch Gegenstand, dieser Welt Sinn durch Gegensinn. Darum dieser Welt Widerspruch und Widersinn. Darum dieser Welt ruheloser Kampf. Darum dieser Welt Vergänglichkeit. Entzweiung will Paarung. Ansammlung will Auflösung, weil Entstehen ist, darum ist Vergehen, weil Verschiedenheit ist, darum ist ein Verscheiden, weil Leben ist, darum ist Tod. Alle Erscheinung ist durch Ursprung, durch Entzweiung im Gegensatz, und aller Gegensatz will Ausgleich.
Was durch Entzweiung aus Einheit entspringt, endet in Einheit. Wie alles Urteil in seinem Gegenurteil sich aufhebt, wie aller Gedanke, zu Ende gedacht, durch seinen Gegensinn in sich selbst zurückkehrt, so kehrt alle Erscheinung in sich selbst zurück, sich selber aufhebend. Alle Wirklichkeit hält stand, solange du Befriedigung im Wirken suchst, solange du, Selbsterscheinung, sinnliche Erscheinung wahrnimmst, solange du an die Wirklichkeit dieser Welt glaubst. Erscheinung, durchschaut, hält nicht stand, verblasst, zerrinnt, geht zugrunde, geht auf den Urgrund zurück. Wirklichkeit, als Schein erkannt, wirkt nicht mehr, ist nicht mehr wirklich vergangen wie ein Traum, der beim Erwachen zunichte ward. Was dir als gegenständliche Welt erscheint, ist nicht an sich. Was du Wirklichkeit nennst, ist zu sinnlich anschaulichen Bildern gewordener Gedanke, in der ist dein träumendes Verlangen, die unermessliche Kluft zu überbrücken, der weite Irrweg zur ewigen Heimat. Die Gestaltung dieser Welt ist dein. Wirklichkeit folgt deinem Gebot Wahrnehmung, in der ist Bedingung. Das heißt, was du von Erscheinung für Wahrheit nimmst, gewinnt Gestalt, wird zu wirklichen Dingen. Du erinnerst dich aus zeitloser Vergangenheit, du erinnerst dich aus raumloser Nähe und Ferne, du vergegenwärtigst dir aus seelisch ewiger Gegenwart sinnlich gegenwärtige Erscheinung. Deine Einbildung wird Vorstellung. Das Verlangen in dir hat sinnliches Dasein gewonnen, was du wirklich wahr nennst, hat sich geschaffen. Die gewaltige Welt ist aus deiner Empfindung geboren, deine eigene Schöpfung du selbst. Dies wunderbar Einfache wird von Unmündigen widerstrebend erfasst, volles Erleben hiervon ist nur dem Erwachenden beschieden. Was aus Ursprung dieser Welt lebt, lebt zwiefach. Lebt als Empfindung in dir, lebt als Bewegung außer dir. Bewegung im unendlichen Raum und Empfindung solcher Bewegung in ewiger Seele. Die also erscheinende Welt. Bewegung aus dem Raume trifft dich, du wirst der Bewegung inne. Inne werden der Außenbewegung ist Empfindung in dir. Auslegung dieser deiner Empfindung ist die Bewegung im Raum. Empfindung. Verinnerlichte Bewegung. Bewegung. Geäußerte Empfindung. Was auswendig Bewegung ist, ist inwendig Empfindung. Äußerer Gegenstand schafft inneren Zustand. Innerer Zustand schafft äußeren Gegenstand. Bewegt empfindest du, empfindend bewegst du. Seelische Empfindung von dir ausgelegt, wandelt sich außer dem Bereich deiner Seele zu sinnlich anschaulicher Bewegung. Empfindung aus dir hinaus verlegend, stellst du vor. Vorstellend wirkst du. Gegenständlich Vorgestelltes ist Gegenstand. Gegenstand widersteht. Widerstand ist Wirkung auf dich. Dein eigenes Werk, aus dir gewirkt, ist Wirklichkeit und wirkt auf dich zurück. Die Seele wird von äußerer Bewegung innen bewegt. Die innen bewegte Seele bewegt nach außen. Du empfindest in dir, das heißt, du bewegst außer dir. Was du zeitliche und räumliche Ferne nennst, ist sinnlich befangene Auffassung. Seele wirkt außersinnlich, Seele wirkt seelisch, über Zeit und Raum hinaus. Eines ist Auslegung deiner Empfindung und Rückwirkung des aus dir hinaus verlegten Zusammenfließen der Seelenseele der Dinge eigene Seele, Überbrückung des Ursprungs. Je nach Vorwiegen seelischer oder sinnlicher Auffassung im Ich scheint Empfindung oder scheint Bewegung, scheint eigener Zustand oder fremder Gegenstand, ist gedankliche Einbildung oder anschauliche Wahrnehmung, das ist allen deinen Sinnen fassbarer Körper der Gedanke ist leibhaftig geworden. Eines ist Gedanke und Sichtbarkeit des Gedankens. Angeschaute Gedanken sind Körper. Davon sagt Patanjali. Körpererscheinung wird durch Wandlung der Auffassung im Ich. Davon sagt der Buddha. Wie ich aus einem Schilfrohre den Halm ziehe, hier das Schilf, dort der Halm, so bilde ich aus diesem meinem Leibe nach dem Willen meines Herzens einen anderen Leib, mit allen Gliedern versehen und mit Gefühle begabt. Der verlangende Gedanke zu Fleisch und Blut geworden. Es scheint, als sei in dir seelische Empfindung, es scheint, als sei außer dir seelenlose Bewegung. Deiner Seele Empfindung, deinen Sinnen Bewegung, Gegensatz und Einheit. Was sinnlich als Gegensatz erscheint, wird seelisch als Einheit erkannt. Was blindem Schauen durch unüberbrückbare Kluft getrennt scheint, unvereinbar und unlösbares Rätsel, ist eines. Eines, was deinen Sinnen Bewegung, deiner Seele Empfindung ist, je nach sinnlicher oder seelischer Auffassung unterscheidende Benennung, ununterschieden in sich, zwei Worte für dasselbe. Verlangen in dir. Und wie du in deinem eigenen, einheitlichen, ungespaltenen Verlangen wieder Willen von Willen unterscheidest, beides in dir, beides eines du selbst, so unterscheidest du Bewegung von Empfindung, beides in dir, beides eines du selbst. Alle Empfindung ist Bewegung, alle Bewegung Empfindung. Beideinheit, seelisch-sinnlich geschaut. Empfindung in dir und die Welt ist bewegt.
Du durchschaust die Bewegung und stillstehen alle Sonnen und Erden, und es empfinden alle Sonnen und Erden, ruhelos Ausgleich suchend. Ich ist Ursprung. Nichts dieser Welt, was sich nicht im Ich willig und willig schafft, zwiefach in Zeit und Raum. Aller Inhalt des sich durch Gegensinn in sich, durch Gegenstand zu sich. Die ganze Welt im Verlangenden, im Unterscheidenden, im Urteilenden, im Entzweienden, im entzweiten Ich. Ich außer sich verlangend, spaltet in sich selbst, spaltet im Urteil, wollen und tun. Bejahend verneint ich, wollend er will ich, liebend hasst ich. Kein Tun ist einwettig. Du vermagst dich keinem Dinge zuzuneigen, ohne dich einem anderen Dinge abzuneigen. Zuneigend neigst du dich ab, abneigend neigst du dich zu. Alle Zuneigung ist Abneigung, alle Abneigung ist Zuneigung. Du bejahst den Satz und verneinst damit den Gegensatz. Du glaubst eines zu tun und tust zweierlei. Ewiger Zwiespalt, ewiger Ursprung in dir selbst. Kein Geschehen, kein Ding, kein Wort, kein Gedanke ist eindeutig. Mit deinem Leibe neigt sich deine Seele. Neigung ist körperliche Bewegung, Neigung ist seelische Empfindung. Neigung deines Leibes ist Neigung deiner Seele. Seelische Neigung erscheint deinen Sinnen als Körperbewegung. Körperbewegung ist in dir als seelische Neigung wach. Neigung ist seelisch und sinnlich zugleich. In einem Worte ist Einheit von Zuneigung und Abneigung, Einheit von Empfindung und Bewegung, Einheit von Leib und Seele. Im einheitlichen Worte liegt sich selbst aufhebender Gegensinn. Ich und du, innen und außen, hier und dort, Zustand und Gegenstand, Zeit und Raum, Gedanke und Tat, Seele und Sinnlichkeit, unfassbares und greifbare Wirklichkeit. In einem Worte Anziehung und Abstoßung, Aufflammen und Verlöschen, Lust und Leid, Himmel und Hölle, Leben und Tod. In jedem Worte spiegelt sich zerfallene Einheit. Gegensinn im einheitlichen Wort. Einheit gegensinnlicher Worte ist Lösung nie gelöster Rätsel, Lösung nie gelösten Widerspruchs. Törichter Streit durch Jahrtausende. Allgottheit, Göttervielheit. Gutes und Böses in Gott. Wesenseinheit oder Doppelwesen der Welt. Weltgeist oder Weltenstoff. Allseele oder Seelenwielheit. Ursächlichkeit oder Selbeinheit. Zweck oder Zufall. Eherne Naturgesetze oder freie Schöpfung, wie auch Irrende die seelisch-sinnliche Kluft benannt haben mögen, müßige Fragen dem Wissenden, Lösung aller Gegensätze, Lösung des Widerspruchs dieser durch Widerspruch werdenden Welt. Und ferner, o teurer, Lösung nie gelöster Rätsel. Das Wunder der Verkörperung. Es offenbare sich dir, aus welchen Tiefen solche Lösung fließt und der Weg zur Erlösung. Du fühlst dich Körper, du weißt dich Seele. Du empfindest dich selbst unmittelbar, du schaust aus dir mittelbar durch Sinne. Deine Sinne nehmen sinnlich wahr. Seele in dir nimmt sinnlich Geschautes für wahr. Auf fünffach verschlungenen Sinnenwegen suchend, seelenblind für alle Seele außer dir, verkennst du alles, was du nicht selbst bist und dich selbst. Du begreifst die ganze Welt sinnlich. Du nimmst dich selbst sinnlich wahr. Also seelenblind schauend glaubst du dich von all Seele abgeschieden, vermagst abgeschieden erachtetes nicht mehr seelisch zu dir zu einen. Was du nicht mehr als eigen erkennst, deuten deine Sinne als außer dir? Du vermagst, was dir außen dünkt, nicht anders als fremd, als räumlich dir gegenüberstehend, als gegenständlich zu dir aufzufassen? Du kannst, was du nicht selbst bist, nur als Gegenstand schauen. Alles nicht ich muss dir Ding und Körper sein. Also sieht Seele Kraft ihrer Sinne Körper? Also ist Seele sinnlich erfasst. Körper. Also sind Körper. Körper durch wahrnehmende Sinne, Körper durch Verkörperung der Seele, zwiefach eines. Empfindend bist du Seele, empfunden Leib. Beseelter Körper, verkörperte Seele. Sinnliche Gestalt ist seelische Gestaltung, leibliche Zeugung, seelische Überzeugung. Beid Einheit. Gedanke leibhaftig geworden, dein schaffendes Verlangen. Du verlangst und es wird Ding und Bewegung, du verlangst und es ist Empfindung und Seele. Gott abgewandt. Welt abgewandt. Gottheit genannt. Alles was dir als Wirklichkeit erscheint, welche Namen es auch trage, ist Seele, von Seele in dir sinnlich erfasst. Seele alles andere Sinnen mit Gift. Alle Gestaltung Seele, alle Gebilde in die Sinne fallende Erscheinung Sinnbild der Seele, Seele im Bannkreis der Sinne, Seele in irdischer Umhüllung in Sinnenwelt versunkene Gottheit. Nur für irdische Augen ist diese Welt Samsara. Seelisch durchschaut versinkt die Erscheinungswelt deinen Sinnen. Nur für seelisches Schauen ist Erlösung Verklärung der Welt der Seele, Seligkeit Nirvana. Raumzeitlose Seele in zeiträumlicher Welt. Im unendlichen Raum alles zeitlos. In ewiger Zeit alles raumlos.
Ohne Raum ist alles im Laufe der unendlichen Zeit. Ohne Zeit ist alles im unendlichen Raum. In der Zeit ist die Gegenwart ohne Dauer und nur im zeitlosen Gedanken zu fassen. Im Raum ist der Punkt ohne Ausdehnung und nur im raumlosen Gedanken zu fassen. In Zeit und Raum erscheinende Körperlichkeit ist endlos teilbar, also körperlos und nur in Gedanken zu fassen. Urteil von Zeit nicht Zeit. Urteil von Raum nicht Raum. Urteil von Körper nicht Körper. Das Letztdenkbare von Zeit, das Letztdenkbare von Raum, das Letztdenkbare von Körper ist Gedanke im Ich. Das Letztdenkbare Urteil der Welt ist Ich-Urteil. Im Ich ist Bindung und Lösung dieser Welt. Ich, erscheinend, ist Zeit in Raum, ist Empfindung in Bewegung, Willen in Kraft, Ursache in Wirkung, Freiheit in Notwendigkeit, Selbigkeit in Ursächlichkeit, Seele in Leib, Wahrheit in Täuschung, Wesen in Schein. Denkt die Welt, so denkt sie. Ich. Zeiteinbildung, Raumvorstellung, Körperwahrnehmung. Die Welt entspringt und endet im Ich. Ich-Gegenwart ist Zeitherrlichkeit, ist Raum und Endlichkeit, ist Körper und Wirklichkeit. Zeiträumliches Ich aus Raum zeitloser Seele. Davon ist gesagt. Größer als das Weltall hat nur in mir Bestand. Kleiner als Ich ist Urteil im entzweienden Ursprung der Welt. Ich-Urteil, vom All abgesondert und zu langend verlangt zum All zurück. Darum ist ich Verlangen. Ich ist ungestilltes Verlangen. Ich ist unstillbares Verlangen. Ich ist nur durch Verlangen. Ich, sich selbst wollend, muss alles zu sich wollen, solange ich ich ist. Ich ist worin ich erwacht. Ich ist was sich im Ich bewusst wird, was ich sich einbildet, was sich im Ich bildet, was Leben im Ich gewinnt nennt sich ich. Ich Inhalt erachtet sich für ich. Ich ragt über sich hinaus. Ich ist was ich wollend umfasst. Was ich nicht wollend umfasst, was ich wollend nicht umfasst. Ich ist soweit ich Auffassung reicht. Kein Ich, wenn nichts umfassend. Kein Ich, wenn allumfassend. Ich entspringt, ich endet im Verlangen. Ich wechselt in sich mit seinem Verlangen. Ich wechselt in sich mit wechselndem Gegenstand. Mit anderem nicht ich ist anderes Ich. Ich besteht ohne eigenen Bestand ewig neugeborene Gegenwart, ewig erneute, ewig vernichtete Selbstherrlichkeit. Das ewig Vergängliche aus dem ewig Unvergänglichen. Der Glaube, als habe das Ich ein Sein in sich, schafft Ich, erhält Ich, endet mit Dich ein Nichts, das alles ist. Ich ist Teil, solange es sich Teil glaubt. Gibt Ich sich auf, so ist Ich alles. Ist Einbildung Ich, so ist Vorstellung nicht Ich. Alles Ich baut sich auf am Nicht-Ich. Am Nicht-Ich-Gegenstand findet Ich seinen Rückhalt. Durch Widerstand gegen alles Nicht-Ich ist das Ich. Ich lebe nur durch Gegensatz zu sich. Raum, durch Gegensatz in sich. Zeit. Verlangend einigt ich allen räumlichen, allen zeitlichen Gegensatz in sich. Ich, alles nicht ich zu sich anziehend, stößt alles nicht ich von sich ab. Verlangend schwankt ich von Essig zu nicht ich, von nicht ich zu Essig zurück. Ich Verlangen spiegelt sich im nicht ich. Nicht ich wirft das ich Verlangen zurück. In dem Masse wie ich verlangt, widersteht das nicht ich dem Verlangen. In dem Masse wie ich zu sich verlangt, wird ich vom Nicht-Ich verlangt ergreifend, ist ich ergriffen. Also ist zwischen ich und sich Anziehung im Verlangen. Also ist zwischen ich und sich Abstoßung im Verlangen. Also ist Verlangen Anziehung und Abstoßung zugleich. Also hält Verlangen ich und ich auseinander. Also ist Verlangen nach Vereinigung zu sich Hindernis der Einigung. Das Verbindende ist das Trennende. Ich will das All zu sich, er will sich zum erweltschöpferische Irrtum. Ich überträgt sich ins Nicht-Ich. Verlangend tritt ich aus sich hinaus, langt außer sich, ist nicht mehr bei sich, ist außer sich, ist in seinem Gegenstand ich im Nicht-Ich. Ich weiß nur von sich. Ich empfindet immer nur sich selbst. Essig einbildend stellt ich Essig vor. Vorstellend fasst ich sich selbst gegenständlich auf. Wie ich sich im Gegenstand empfindet, so empfindet ich den Gegenstand. Gegenstand dem ich ist ich im Gegenstand. Soweit ich den Gegenstand empfindet, soweit ist Zerklüftung im Ursprung überwunden, soweit ist das Empfindende und das Empfundene eines. Die Empfindung ist das Empfundene. Ich-Zustand im Gegenstand nennt sich selbst mit anderen Namen. Ich verkennt sich im Du wie ein Hund sein eigenes Bild im Spiegel anknurrt. Eines ist Zustand und Gegenstand. Eines ist Ich und Du Einheit in sich, in dir unterscheidende Namen. Im Verlangen liegt ich und nicht ich. Im Verlangen fällt ich und nicht ich auseinander. Was ich verlangend nicht will, will nicht ich, will ein nicht ich, ich will nicht, das heißt, du willst. Ich und ich zerfallene Einheit, geschaffen und auseinandergehalten durch blindes Verlangen.
Davon ist gesagt. Ich bin du. Alles, was außer ich ist, ist aus ich. Alles Nicht-Ich beginnt und endet im Herzen des Ich. Wie im Willen Unwillen liegt, so liegt in mich das Nicht-Ich. Ich will durch Willen und Unwillen. Willen wie Unwillen ist ich Verlangen. Willen wie Unwillen hat dasselbe Ziel. Ich-loser Wille undenkbar. Ziel-loser Wille, Wille ohne Gegenstand des Wollens undenkbar. Ich will durch Bejahung und Verneinung. Sogenannte Verneinung des Willens ist Bejahung geänderten Willens, das eine Verlangen bei gewechseltem Ziel. In sich verneinen heißt außer sich bejahen. In sich vernichten heißt aus sich hinausschaffen. Aus sich hinausschaffen heißt außer sich schaffen. Unwillig aus dir Entlassenes weicht aus dem Bereich deiner Seele, fällt in den Bannkreis deiner Sinne, tritt, selbstständig geworden ein eigenes Ich dir sinnlich gegenüber. Abstoßung im Ich ist das Abgestoßene, ist aus eigenem Zustand geschaffener Gegenstand. Das Angezogene ist im Ich Anziehung. Das Angezogene ist Gegenstand im Zustand Ich. Verlangen im Ich ist das Nicht-Ich-Verlangen vom Ich ausgesprochen, vom Nicht-Ich, dem Widerschein des Ich, wieder ausgesprochen, das ist widersprochen, sieht sich selbst gegenüber, tritt sich selbst entgegen, ist sich selbst Gegenstand des Verlangens. Die Welt sich selbst wollend, darum ist Welt. Das Außerreinern der von Ich und Welt ist Erscheinung. Das Durchschauen des Scheines ist Erlösung. Verlangen im Ich ist das Nicht-Ich. Verlangen im Ich ist die sich schaffende Welt. Alles Geschaffene erkennt sich im erkennenden Ich. Kein Ich ohne Welt? Das Verlangen in dir schafft die Welt, darum ist die Welt dein Verlangen. Darum verlangt dich nach der Welt. Die Welt wird und wirkt wie du, verlangend, die Welt wirkst. Die Welt ist, solange du an dich und deine Welt glaubst, mit dir entsteht, mit der vergeht deine Welt. Keine Welt ohne Ich. Ich geht in der Welt auf, die Welt geht im Ich auf. Darum lösen sich vor mich aus alle Fragen dieser Welt. Endlos wechselnde Namen endlos wechselnden Verlangens in dir Widerschein deiner selbst und die ganze Welt erlangend, erlangst du dich selbst nichts mehr. Verlangen ist Gedanke in dir. Denken heißt Urteilen, Urteilen heißt Zeugen. Dein Gedanke ist Dasein, dein Glaube ist Schöpfung, deine Überzeugung ist Zeugung. Eines ist der Schaffende mit dem Geschaffenen, eines ist Ich und Welt. Davon ist gesagt. Der, fürwahr, baut aus sich diese ganze Welt und ist ihre Vernichtung, der solches weiß. Du schaffst die Welt schafft dich, schafft sich in dir. Die Welt sich selbst schaffend, sich selbst schauend, sich selbst verlangend, sich selbst vernichtend. Vielfach ist in Suchenden der Gedanke aufgestiegen, in erkenntnissuchenden Weisen mancher Völker alter und neuer Zeiten. Ausgesprochen hat die Lehre von den Gegensätzen Bhagavad Gita Upanishad mit deutlichen Worten, aber unverstanden von der Menschheit blieb die Erkenntnis, unerkannt in ihren Tiefen. Alle Geschöpfe dieser Welt lassen sich vom Trugbild der Gegensätze betören, die sie, liebend oder hassend, sich selber schaffen. Uraltes Wissen, o Teurer, verkündige ich dir wieder, Lösung nie gelöster Rätsel, Lösung des Weltwiderspruchs. Der Erkenntnisurgrund, die Lehre vom Gegensinn in der Erscheinung Dvamtvavidya, die Lehre von der sich selbst aufhebenden Welt. Also ist die Unterweisung. Weltursprung durch Ursprung. Entzweihung in Urteil und Gegenteil. Ich und nicht ich. Weil durch Ursprung Luft ist, darum steht alles dieser Welt einander unerkannt gegenüber, darum ist alles dieser Welt durch Gegensinn, darum sieht alles dieser Welt einander als Gegenstand, darum ist Widerspruch in der Erscheinung endlos, darum ist ewiger Kampf davon ist gesagt. Zweiheitlich ward all Einheit, Wahrheit und Täuschung an sich zu erleben. Ich weiß warum die Welt ist. Gott wollte leiden. Sterngegenteile schaffen sich auseinander. Gegenteile heben einander auf. Gegenteile scheinen endlos weit voneinander. Gegenteile berühren einander. Gegenteile fallen, auseinandertretend, ineinander. Wie Ost und West auseinandertretend im Rücken der Erde ineinander fallen, wie West im Osten, wie Ost im Westen wiederkehrt. Wie Ost zu Ende gedacht zu West wird und West zu Ost. Wie aller Gedanke zu Ende gedacht, durch seinen Gegensinn hindurch in sich selbst zurückkehrt der Geraden. Nach Durchmessen im All in sich zurückkehrenden Linie vergleichbar. Wie farbloses Licht in Gegenfarben zerfällt, wie Gegenfarben, vereint, einander zu Farblosigkeit ergänzen, so ergänzen auseinander gefallene Gegenteile, vereint, einander zu nichts. Aller Gegensatz ist den Gegensätzen an einer Kugel vergleichbar? Vergleichbar den Gegensätzen eines im Kreise schwingenden Pendels. Aller Gegensatz dieser Welt erscheint durch wechselndes Urteil sinnlicher Wahrnehmung bloße Auffassung im Ich. Mächtig bewegte Sterne stehen deinen Sinnen still?
Stillstehende Sterne siehst du mit dem Himmelsgewölbe mächtig über dir bewegt. Savitar hebt sich aus dem Meere. Du schaust Sonnenaufgang? Was dir Sonnenaufgang ist anderen Sonnenuntergang? Was dir oder anderen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, ist weder Aufgang noch Untergang. Savitar strahlt ewigen Tag. Indessen du die Sonne steigen siehst, sehen andere dieselbe Sonne fallen? Es vermag die Sonne nicht zu steigen ohne zu fallen, vermag nicht zu fallen ohne zu steigen, steigt und fällt zu gleicher Zeit, steigt weder noch fällt. Innere Erden scheinen im rechten Laufe umzukehren. Wandelsterne und Monde, Sonnen und Erden, nach überstiegenem Höhepunkt, werden rückläufig. Kein Gegensatz im rechten Laufe, keine Umkehr, kein Rücklauf, irriges Urteil vom wechselnden Standort des irrig schauenden Ich. Ich, zeiträumlich atmend, wechselt Standort, Ansicht, Urteil. Durch Ich-Urteil-Wechsel ist Gegensatz. Urteilend schafft ich in sich zeitlichen Gegensatz außer sich räumlichen Gegensatz. Wechselndes Urteil im Ich zeugt für Gegensinn im Einheitlichen, zeugt für Einheit im Gegensatz. Aller Gegensatz geht auf, wird und vergeht im Ich. Ich schafft, ich vernichtet allen Gegensatz. Nur in einem Ich ist Willenswechsel, nur in einem Ich ist Urteilsgegensatz. Mit aufgehobenem Ich ist aller Gegensatz aufgehoben. Scheinen Gegensätze, so ist Einheit. Ist das eine Gegensatz des anderen, so ist das eine gleich dem anderen, so ist weder das eine noch das andere. Raumanstoß ist Zeitfolge. Wechselt ich aus sich hinaus, so empfindet ich durch nichtig räumliche Widerstand Wirkung, das ist wirklicher Gegensatz. Durch Widerstandempfindung wechselt ich in sich zeitlich eigene Empfindung, das ist eigentlicher Gegensatz. Ursache aus mir Wirkung auf mich. Ich im Ich. Wirklich räumlicher eigentlich zeitlicher Gegensatz. Beideinheit. Raumanstoß ist Zeitfolge. Durch Zerfall im Ursprung. Urgegensinn? Das ist sinnlich-seelische Auffassung in Ich und Ich. Eines ist Innen und Außen, eines Ursache und Wirkung, eines Zeit und Raum, eines eigentlich und wirklich, eines Bewegung und Empfindung, eines Seele und Leib, eines Ich und Nicht-Ich. Durch Ich-Urteil, das ist durch Ich-Urteil sinnlich geschaffene Teilungserscheinung Ursprung im Ich. Tvamtva. Aus Einheit Ich gezeugte Gegenteile, Gegensinn und Gegenstand, Gedanken und Dinge gegenseitig gezeugt, gegenseitig gepaart, Hälften, die getrennt, einander zu nichts aufheben, die vereint, einander zu nichts ergänzen, Eigenschaffungen, die durch Spaltung sind und nicht sind, getrennt und vereint nicht sind. Daraus ist Gegensinn im einheitlichen Wort, daraus ist Einheit gegensätzlicher Worte. Nimmer rastender Widerschein des spaltenden Ursprungs, nicht die Geschöpfung im Ich-Trugbild des Seins. Sinnlich geschaut. Durch Ursprung Raum, durch Raumzeit. Im Ursprung inzwischen entzweiten Teilen die sich schaffende Welt. Die Welt in der Kluft inzwischen Ich und Nicht-Ich. Alle Wirklichkeit dieser Welt rastlos wechselnde Beziehung inzwischen Ich-Zustand in sich Ich-Zustand im Gegenstand. Endloser Kreislauf der Erscheinung von Gegensinn zu Gegenstand, von Ich zu Nicht-Ich, von Nicht-Ich zu Ich zurück. Gegensinn in Essig die werdende, Gegenstand zu Essig die gewordene Welt. Alles Zeiträumliche außereinander ist im Ich, alle Unterscheidung, aller Gegensatz, alle Worte, alle Vielheit im Ich ist Ursprung und Unendlichkeit dieser Welt. Eines ist, was du, durch urteilenden Willensgegensatz in dir, zu Gegensätzen außer dir prägst. Eines ist, was du, urteilend, entzweit schaust. Willkürliche, an sich nichtige Unterscheidung, endlose Gestaltung deines in Einhauch und Aushauch atmenden Verlangens, deine eigene Schöpfung du selbst. Davon sagt das Heilweges Buch des Lehrers Lao. Diese Einheit der Gegensätze bezeichne ich als den Urgrund, die große Tiefe und das der Erkenntnis geöffnete Tor. Und noch einmal. Durch Ursprung Erscheinung scheint Entzwauung. Jedes der beiden Teile lebt das Leben des anderen gleichwertige Bruchstücke. Durch Kluft geblendet verkennt sich eines im anderen Sündenfall. Dem also gewordenen Zwiespalt folgt alle Erscheinung. Aller Gedanke, alles Urteil, alles Wort, Wille und Tat gegen sich selbst gerichtet. Alles Urteil Widerspruch in sich, Sinn und Widersinn ineinander. Alle Unterscheidung in Wort und Urteil bedeutungslos in sich selbst aufgehoben, bloße Lautverschiedenheit. Nur eines ist alles Erscheinende ist irrendes Verlangen im Ich zum Ziel, nichts mehr. Wahnsinn das Wesen der Welt in Worte fassen zu wollen. Seele, Kraft, Geist, Stoff, Gedanke Gottheit gleich viel mit welchen Lauten du das benennst, was dich lebt. Erscheinung dieser Welt schafft sich, durchschaut sich, hebt sich auf. Was sich also erscheinend schafft,
ist nicht Wahrheit, ist nicht Täuschung, ist ewig vergängliches Sinnbild des Ewigen. So lautet die Lehre von der sich selbst als nichtig aufweisenden Erscheinungswelt der Erkenntnishöhe und Tiefe, der Erkenntnis eherner Kern und Anker. Und was du, o Teurer, durch solche Erkenntnis verlierst, ist ein Nichts. Und was du durch solche Erkenntnis gewinnst, ist alles. Solange dir der tiefen Lehre volles Verständnis nicht aufgegangen ist, o Teurer, solange wisse dich fern vom hohen Ziele der Erkenntnis. Die ganze Sinnenwelt wächst, sich verklärend, zu Gottheit. Alles Samsara ist Verlangen nach Nirvana. Je nach dem Ziele deines eigenen Verlangens, nach Samsara oder nach Nirvana, erscheint dir das Geschehen dieser Welt Vorgang oder Rückschritt, ziellos oder zielbewusst, blinder Zufall oder unabwendbare Bestimmung. Weder das eine noch das andere in sich freie, durch Gegensinn in der Erscheinung gebrochene Kraft, in der dein schaffendes Verlangen. Das Ziel der Welt bist du selbst, o Teurer. In dir, mit jedem Atemzug wechselnd, alle Stufen der Weltenschöpfung, Weltenvernichtung. Von Samsara zu Nirvana, von Nirvana zu Samsara, rastlos gegeneinander schwankend. Samsara heißt sich in irdischer Anschauung verlieren. Nirvana heißt sich wiederfinden. Irdisches Verlangen rückt Nirvana in zeiträumliche Fernen. Nirvana ist, wenn dich nicht mehr nach Nirvana verlangt. Ewigkeit des Ursprungs im Ich, Ewigkeit der Weltenschöpfung und Weltenvernichtung. Ich, besinnungslos Seligkeit außer sich suchend, jagt nach selbstgeschaffenen Trugbildern Sinnenkampf zu Samsara. Ich, sich auf sich selbst besinnend, wendet sich von irdischen Trugbildern ab, Seelenkampf zu Nirvana. Verlangend schafft ich Samsara, Verlangen verklärend schafft ich Nirvana. Samsara und Nirvana schafft sich im verlangenden Ich. Blinder Kreislauf des Verlangens, Kreislauf der Wiedergeburt. Samsara ist Verlangen. Mit schweigendem Verlangen ist Nirvana. Wie ein Kind im nichtigen Spiele zum Manne wächst, so wachsen wir Menschen in Samsara zu Nirvana. Samsara hält uns das blendende Schild vor, gläubig hasten wir danach und erwachen in Nirvana. Die große Täuschung, o Teurer, die ewige Torheit Samsara, der weite Irrweg zu Nirvana. Du folgst dem ewigen Kreislauf erkennend oder blind. Du nahst dem ewigen Ziele unwillig, willig aus Gottheit zu Gott und Gottheit unser aller Ziel. Samsara ein Alles, das nichts ist. Nirvana ein Nichts, das alles ist, unendlich das eine, ewig das andere, dem Erkennenden Einheit. Solches lehren seit Jahrtausenden unsere Brüder, Hauhirmeister in Tibet, Saot in Kagchur. Wisse, o Sohn der Erhabenen. Um dem nach höchstem Ziele strebenden Bodhisattva alle Schranken und Hindernisse aus dem Wege zu räumen, lehren Wissende die unwandelbare Wahrheit vom ungetrennten Samsara und Nirvana. Wisse, dass die Buddha Samsara und Nirvana auf das Klarste als unverschieden erkannt haben. Keine Wahrheit im vielheitlichen Samsara. Vielheit muss sich selbst widersprechen. Zerfallene Einheit hebt sich selbst auf, Samsara zeugt blinde Kinder. Erscheinung wie Worte wandeln sinnlos von Sinn zu Gegensinn. Nur dem selbstisch Verlangenden, dem einseitig wertenden Ich scheint Sinn in Samsara, wie dem träumenden Sinn im sinnlosen Traume scheint. Alle Wahrnehmung in Samsara, alle Empfindung und alle Deutung von Wahrnehmung und Empfindung bedeutungslos. Lust wie Qual, Bewunderung wie Abscheu und alle Worte aller Welten bedeutungslos, sinnlos, weil sinnlich. Ich, im Gefühl seiner Unzulänglichkeit, verlangt nach Ergänzung außer sich. Zeitlich wechselnd die Empfindung im Verlangen, vom Ich ausgelegt, gewinnt sinnliche Gestalt im Raum. Mit wechselseelischer Empfindung wird wechselsinnliche Anschauung. Im Ich zeitlich Geschiedenes erscheint, räumlich vorgestellt, als Verschiedenheit erscheint und ist. Nacheinander wird nebeneinander, ineinander wird außereinander. Seelisch empfunden. Gegensinn, zeitlich endlos wechselnd, sinnlich angeschaut. Gegenstand, räumlich endlos vervielfacht. Folge in der Zeit ist Vielheit im Raum. Beideinheit dem Wissenden. Endloses Verlangen in der erscheint als endloses Werden, Gedanken zu Worten, Worte zu Dingen verkörpert. Die verlangende Welt denkt durch zahllose Worte einen Gedanken. Alle Gedanken und alle Worte dieser Welt sagen nur eines. Alle Worte aller Sprachen aller Welten, endlos wechselnder Ausdruck endlosen Verlangens nach Alleinheit. Aus wechselnder Empfindung, wechselndem Urteil, wechselnden Worten schafft sich die Vielheit dieser Welt, die vielheitliche Welt aus dem schaffenden Wort. Davon sagt Chandogya Upanishad. An Worten haftend ist alle Umwandlung der Erscheinung. Aufleuchten möge in dir, o Teurer, voll die Einheit der Kenntnis. Der Welten ewiger Ursprung hat nur ein Ziel. Dein rastlos wechselndes Irren nach dem einen Ziele, benennst du mit wechselnden Namen? Dein Wort benennt, dein Wort wertet,
Dein Wort schafft die Dinge ein zweites, glaubst du, sei es, wenn du es anders benennst aus vielheitswertender Worte des wechselnden Urteils in die schafft sich die Vielheit der Dinge. Endlose Sinnbilder des einen Gedankens deuten wir sehen Blinden als endlose Vielheit verschiedener Dinge. Erfass erbarmend wohl die tiefe Blindheit der Menschen. Blindheit der Führenden und Geführten, Blindheit der Weisesten aller Völker und aller Zeiten uns Armseligen der Weg zur Erkenntnis befangenen unnahbar Suchenden die offene Schranke, lichte Einsicht dem Erwachenden. Nur eines ist im Kreislauf der Erscheinung. Verlangen. Schlaftrunken suchendes Verlangen nach dem letzten Ziele. Erwachen führt aus Verlangen und Tat, aus Gedanken und Worten zu willenloser, zu wortloser Wahrheit. Wer also sieht, der ist sehend. Davon sagt Tetitya Upanishad. Erkenntniswonne wird von keiner Sprache erreicht. Vor der Wonne der Erkenntnis kehren alle Worte um, und alle Gedanken. Ananda. Unsere Brüder, hohe Priester in Tibet, lehren seit Jahrtausenden. Es ist, O Rapture, alles Erfassen in der Ichheit ein Nicht-Erfassen. Wissende, O Rapture, gehen nicht in die Einbildung. Ich, ein. Wenn ein Wissender also denkt, Wesen ist ohne Ich, Ich los ist Wesen, solchen nennt Rishin Shekpa, der Feindbesieger und heilig vollendete Buddha einen erwacht Erkennenden. O Rapture. Wenn du denken solltest, dass die in wahrhafte Reinheit eingegangenen jegliches Sein völlig zerstört und demselben ein Ende gemacht haben, so gib, O Rapture, solcher Meinung nicht Raum. Es sind dies nur Worte, das Wesen selbst ist unausdenkbar und wird von Unmündigen nicht erkannt. Das Wesen, O Rapture, ist in sich und ist weder Verschiedenheit noch auch Gleichheit in ihm, weder Sein noch Nichtsein, und volle Erkenntnis hiervon wird das allerhöchste wahrhaft rein vollendete Erwachen genannt. Der Name dieses Lehrbegriffs lautet, der an das jenseitige Ufer der Erkenntnis gelangte. Dieser Lehrbegriff, O Rapture, ist unergründlich und seine vollgereiften Früchte stelle dir als unergründlich vor. Aus Nebelgluten sonnen sich Schlacken, ballen sich, erkaltend, zu Sonnen und Erden, aus lebender Flut starre Gebilde, aus Gottheit ich Ursprung erschein und Urteil Gegenteil verlangen ein unabsehbarer Strom, der das All durchmessend, in seiner eigenen Quelle mündet. Samsara. Uns schauen blind nichts. Da geschieht im All einen das Unergründbare. Absonderung, ich. Absonderung hält sich zurück, der Strom überflutet. Absonderung drängt vor, der Strom hemmt. Empfindung und Empfundenes Wirkung aus dir und Wirkung auf dich. Das eine, einheitliche, ungeteilte, unteilbare. Als sei's wiefach sein. Es scheint als seist du, es scheint als sei außer dir, es scheint, erscheint, und ist wirklich. Ich und Sinnenwelt, Ja und Nein, Lust und Leid, und alle Worte. Aus dem seelisch einen das sinnlich zerklüftete. Die im Ich-Bewusstsein erwachte Welt. Aus dem ewigen das ewig vergängliche vergängliche Welten zeugen wieder sich selbst. Absonderung, Ich, aus Gottheit ist Sündenfall. Ursprung atmende Kluft, die trennend verbindet Anziehung und Abstoßung, Entzweigung und Zueinspaarung, werden verwerden zugleich Spiel in sich selbst unsere Welt eine Welt durch ewig erneuten Ursprung in sich? Eine Welt in ewiger Selbstentzweigung, in ewigem Kampfe gegen sich selbst, in ewiger Blindheit sich selbst gebärend, sich selbst vernichtend die im Wahn gewordene, im Wahnsinn verharrende Welt. Unabsehbar grauen erfüllte Wahl statt nie gestillten Verlangens, nimmer endende Tat ringen um verlorenes Paradies, ringen um Erkenntnis, ringen um Erlösung Seele wieder Sinne, Gedanke wieder Tat, Himmel wieder Hölle. Endloses Ringen von Lust wieder Seligkeit, Samsara wieder Nirvana, Abgott, Ich wieder Gottheit all überall blind stürmende Erscheinung, von Sinneswahn zu Widersinn sinnlos wechselnd. Hinfällige Gebilde, Scheingestalten, flüchtige Schatten, im Entstehen dem Untergang, in der Geburt dem Tode geweiht Trugbilder, bloße Namen. Bloße Worte im nichtigen Urteil ich endloser Widersinn ewig erneuter Entzwang, ewig neuer wie die der Vereinigung werdend verwerdende, seiend nicht seiende Welten. Durch blindes Vergaffen ist Sinnenwelt. Sinnenwelt schafft sich wie Liebesrausch, wie aus deinem Innebefinden der Traum sich schafft sinnvoll sinnlos. Wie ein Weib, verlangend angeschaut, zu sinnberückendem Reiz wird, so wird Seele, verlangend angeschaut, zu berückender Sinneswelt. Unsere Welt. Wirklich zwar? Doch nicht wahrhaft. Und wie es aus Traum und Rausch ein Erwachen gibt, so gibt es ein Erwachen aus verlangenden Sinnen. Was du in dir Traum und was du außer dir Wirklichkeit nennst, ist Wesen seines. Zu sinnlichen Bildern geworden ihr Gedanke. Wie die Schlange, die dich im Traume schreckt, nicht wahrhaft lebt. Wie das Schwert, das dich im Traume trifft, nicht von Eisen ist.
die Geliebte, die dich beglückt, nicht Fleisch und Blut wie Lust und Qual, wie Schlange und Weib im Traum so alle Dinge dieser Welt wirken und sind nicht. Und wie unter deiner Schädeldecke Schwert und Weib Raum hat, und alle Gebilde dieser Welt, dazu alles geschehen und werden, so ist die ganze Welt in dir und ist nicht. Wirklich zwar, doch nicht wahrhaft, und wie die im Traume wahrgenommenen Gesichter alsbald zu nichts verflattern, so schwindet im Leben alles dahin, was du für wahrhaft geworden hieltest. Von allen Welten bleibt Erinnerung, und Erinnerung verweht, und wie es im Traume ein leises Besinnen gibt, so dämmert dir wohl in nichten Augenblicken die Erkenntnis. Ich träume diese Welt, und wie du, aus dem Traume voll erwachend, Lust und Grauen abgeschüttelt hast, so erwachst du aus den Freuden, Qualen und zählige Erscheinung, und schaust wahrhaft, überwunden ist alles Verlangen, geschlossen der Ursprung, nicht mehr ist diese Welt. Befangen hält uns alle ein tiefer Traum, ein allfesselnder, ein allumstrickender Wahn, ein unermessliches Blendwerk Maya, unsere Welt. Wie, wenn ein Pilgerzug, in wasserloser Strecke vom Wege abgeirrt, dem Tode ins Antlitz schaut und es ersteht den Dürstenden das Wüstentruckbild. Zelte und Paläste unter wehenden Palmen spiegeln sich in weiten Wasserflächen, was verzweifelnd zu Boden lag, rafft sich freudig auf und strebt entschlossen dem verheißenden Ziele zu, und Lobpreist bewegten Herzens vergessen ist alle Qual. Die rettenden Götter. Du aber, mit dem Auge des Wissenden schauend, stehst unbewegt und die an dir vorübereilen, nach vermeintlichem Glücke jagend, weisen höhnend auf dich zurück. Da steht er, der uns lehren wollte, wohl in weisen Gedanken versunken. Ihm vor Augen ist Leben und Lust und der Narr gerübelt, statt zuzugreifen. Durchschaut ist die blendende Erscheinung, als Wahnsinn erkannt, diese wahrgenommene Welt ist vergänglicher Schein. Die Welt ist Erscheinung im Ich, Ich ist Erscheinung in der Welt, wesenlose Erscheinung, Erscheinung des Wesens dieser Welt. Gottheit in der Erscheinung zum Ich gesunken, im Ich zeitlich an Ort gebannt, im Ich leidende Gottheit unselig selbst vergessen. Samsara ist durch Widersinn, keine Wahrheit in Samsara. Aus traumlosem Schlafe erwachst du träumend, träumend glaubst du an die erträumte Welt und an dich selbst. Du jagst nach Träumen und was du erreichst, ist Traum. Erfass es wohl. Nichts mehr. Vom Traum zu Traum enttäuscht, schaffst du in dir den rettenden Gedanken. Diese Welt ist nicht Wahrheit, diese Welt ist eigengeschaffenes Trugbild. Was du draußen suchst, ist in dir selbst. Nach außen langend erlangst du räumlich, was du zeitlich aus dir hinaus verlegst. Die ganze Welt erlangend, erlangst du dich selbst. Im Feuer der Erkenntnis entzündet sich in dir die Kraft, von solchem Trug zu lassen. Du gehst in dich, du entsagst dem Schein, du kehrst dich dieser Welt ab, du bekehrst dich zu Gottheit, Gottheit in dir entringt sich der Erscheinung. Und wie du aus ureigener Kraft die vergängliche Welt schufst, so schaffst du in dir ewige Gottheit aller Gottesverehrung, aller Völker, aller Zeiten, aller Welten, ewiges Ziel, der gewaltige Unterstrom, das Ungestillte in höchster Lust, das Tröstende in tiefstem Leid. Religion. Nur eines ist Gottheit, alles andere ist Lüge. Erwache. Blinder Glaube in dir hält dich in den Fesseln törichter Hoffnung, in ewig erneuter Enttäuschung. Deine Sinne halten dich in Leiden und Tod. Erwache aus dem Banne nimmer gestillten Verlangens, erwache aus friedloser Tat, erwache aus Geburt und Tod. Tod ist für Tote. Im Kerker und an den Karren geschmiedet schwinge ich mich aus Ketten und Mauern hinaus, aus Qualen und Herrlichkeiten dieser Welt in zeitlosem Augenblicke durcheile ich, des Leibes ledig, alle Räume und alle Zeiten, schaue alle Welten und alles Geschehen. Was von mir, im Kerker oder im Purpur, verachtet oder angebetet, im Reiche des Todes zurückbleibt, bin ich nicht. Davon ist gesagt. Und dieser Leib mag endigen in Asche. Überwunden ist der unzählige Irrtum, gestillt das Verlangen, gefunden der heilige Weg aus Erdenlust und Erdenqual, aus Grauen zu Seligkeit, aus Tod zu Unsterblichkeit. Nur eines ist Gottheit, alles andere ist nichtig. Erkenne dich selbst, besinne dich auf deine Seele. Erfasse das große Wort, das größte, das je eines Menschen Seele erfasste, erbe in der Erkenntnis. Ich bin Gottheit, davon ist gesagt. Brahma bist du und in Brahma gehst du auf. Was in dieser Welt zeiträumlich aufeinander wirkend, als endloses Werden erscheint, ist deiner träumenden Lust freudiger Widerschein, von Zeugung zu Überzeugung deiner Seele blind tastendes Verlangen, und was in dir lebt, lebt in allen Welten. Und wie dein Verlangen ist, solche Welt wird dir, in solcher Welt entstehst du, solche Welt entsteht in dir. Welten erglühen, Welten erkalten. Wie Prajapati von eigener Schöpfung erschöpft ist, so erschöpft sich alle Erscheinung nicht zu Vernichtung, zu Erneuerung. Alle Welten fallen in sich zusammen, vollenden in nichts ein Nichts,
das alles ist. Alle Erscheinung sucht Frieden. Erbe folgt auf Flut, Flut folgt auf Erbe. Flut hier ist Erbe dort, Flut dort ist Erbe hier. Flut und Erbe zu gleicher Zeit, Flut und Erbe am selben Ort. Die Welten atmen von Nirvana zu Samsara durch unermessliche Freudenqualen, von Samsara zu Nirvana, von Wesen zu Dasein in allen Ewigkeiten und Unendlichkeiten. Tagen die Sinne, so nachtet die Seele. Wacht die Seele, so ruhen die Sinne. An Städten ohne Zahl in endlosen Räumen zahllose Stufen ewiger Entfaltung von Seele zu Sinnen, von Sinnen zu Seele. Hier deiner Gegenwart leuchtender Sinnentag, brennende Mittagsglut dort, deinen Sinnen entrückt, in dunkel geahnten Gedanken fernen. Frieden, Seelenreich, Gottheit einst, in ungezählten Tagen, leises Entschlummern der Erscheinung, Aufdämmern der Seele auch hier. Seligkeit, Erwachen der Gottheit auch in dir und in Weltenfernen versunken alle Sinnesherrlichkeit. Bin ich, so ist Welt? Gebe ich die Welt auf, so ist Gottheit? Ist Gottheit, so bin ich nicht und keine Welt. Darum keine Gottheit, da ich bin, keine Gottheit, da Welt ist und kein Ich, keine Welt in der Gottheit, Gottheit Welt. Weltenzeugung in sich gebundene Gottheit, Sinnenherrschaft, Samsara, Entsagung, Bekehrung, Überwindung, Erlösung, Verklärung der Welt in Gottheit der Seele, Seligkeit, Nirvana. Also entstehend vergehend sind diese ringenden Welten, sind nicht das schweigend sprechende Alleine. Brahma so, o Teurer, mühen wir uns, wir in der Geburt erblindeten, vergängliche Erscheinung zu durchschauen und der Welt, der Ewigen, zu nahen. Möge uns ein Lehrer beschieden sein, möge uns ein Führer erstehen, ein Seher, ein Gott. Frieden sei mit dir, o Teurer. Ich habe zu dir vom Endziel des Wissens gesprochen, gesagt, so viel zu sagen deinem Verständnis angemessen war, zu irdischem Heil und zu der Welterlösung stammelnde Worte suchende Seele. Die ersten Hügel im Tiefland sind erstiegen, es lichten sich die Nebel. Vor dir in schier unabsehbaren Fernen leuchten die Höhen von Himmavat. Öffne dein Auge göttlichem Lichte, du schaust wahrhaft, und zu Schanden geworden ist alle irdische Weisheit, zerstoben die allblendende Erscheinung, erloschen der Weltenschein, ein Traum, was in dir erwacht ist, ist größer als alle Welten, erreicht das hohe Ziel der Erkenntnis, erreicht Vollendung, Vollendung in Gottheit. So lautet in Aranada Upanishad der Atharvaya. Erwachen? Wortlos das Letzte. Nirvana. So lautet die Upanishad vom Erwachen der Menschheit aus der Erscheinung. Hüte das Erbe, Ende. Hörbuch von www.youtube.com/consciousness2brain